Wir melden uns aus dem Fotoalbum, in dem wir heute Cthulhu spielen. Und hier haben sich meine Mitspieler schon versammelt. Wir haben es diesmal 7 Minuten später als angekündigt geschafft. Und wir haben erneut festgestellt, eine halbe Stunde ist wirklich sehr knapp, um das alles einzurichten. Aber es ist jetzt so geschehen. Und wir haben auch gelernt, Zoom mag keine Kratzbäume. Das ist der Grund, aus dem Ben, derjenige mit dem Hintergrund ist, wo man sein Zimmer sieht in der Briefmarke. Aber der Rest ist von Nebel umhüllt, praktischerweise. Ja, ich habe 4 freundliche Spielersternchen innen versammelt. Die Männer sind heute in der Minderzahl. Ben vertritt diese kleine Gruppe in unserer Runde, von Ben and Paper bekannt. Und wir haben neulich schon tatsächlich das erste Mal ein bisschen zusammen gespielt. Wir haben ein andermal auch schon mal ein bisschen zusammen getalkt. Und dürfen uns vielleicht, kann man das mal gemeinsam machen. Und für Cthulhu konnte man dich erwärmen. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Ich bin so selten Spieler, dass ich mich jedes Mal wieder freue. Dann eine gute Freundin, die Evie, meldet sich aus Großbritannien und wird auch ebenfalls sich mit uns auf eine kleine Reise begeben. Hallo, Evie. Hallo, hallo. Die Selina habt ihr heute schon gesehen. Da hat sie fachgesimpelt über digitale Tabletop-Möglichkeiten, wie man Online-Rollenspiel spielen kann. Und jetzt spielen wir Online-Rollenspiel, ohne auch nur einen davon zu benutzen. Aber bei Cthulhu braucht man nicht so viel Boden. Sehr gut, hallo. Und die Julia, die 4. im Bunde, ist unter anderem auch Autorin für Cthulhu und in dem Hintergrundstoff, würde ich sagen, behaupten, tiefer drin als ich. Bitte, bitte übersehe Fehler. Quatsch, ich freue mich, da zu sein. Ja, ich hoffe, das wird eine nette kleine Geschichte. Wir dachten uns, wir machen etwas, was mit dem jetzigen Alltag nicht so viel zu tun hat. Wir sitzen nirgendwo in dem Sinne fest. Es ist nicht in Deutschland, sondern wir fahren in wärmere Gegenden. Das heißt, eure Figuren finden sich alle schon ein. Da steigen wir dann ein auf einem Oceanliner. Das ist das, was dem Kreuzfahrtschiff vorausging. Und ihr seid alle aus unterschiedlichen Gründen da. Gehen wir nochmal durch, was ihr dann jeweils spielt. Der Ben spielt einen Fernmeldetechniker. Jo, nicht? Ein deutschen Fernmeldetechniker, Leonard Blum, 63, Hamburg geboren, Lübeck im Amt, war im Ersten Weltkrieg tatsächlich in der Telegrafeneinheit und jetzt macht er das als Postbeamter sozusagen weiterhin. Und das ist auch ganz interessant, weil die Technik entwickelt sich ja weiter. Es gibt ja Unterseekabel mittlerweile und weiß auch alles. Und ich werde mal gucken, dass ich mich nicht nur in Morsezeichen unterhalte. Ja. Mhm. Die Evie gehört zur Unterhaltung an Bord. Ihr Charakter hat ein Tarotdeck und eine Kristallkugel mitgebracht. Und was tut sie damit? Sie bietet Seancen an für die bessere Gesellschaft und sorgt dafür, dass die Damen und Herren an Bord auch die Möglichkeit haben, mit dem Übernatürlichen in Kontakt zu treten. Die Selina ist an Bord in Begleitung von einer anderen Person, die meistens sehr viel eher wahrgenommen wird als sie selber. Genau, ich begleite den Mr. Fitzgerald, einen Scotland Yard-Ermittler, der sehr viel erzählt und viel redet und oft im Vordergrund steht. Und ich bin seine Sekretärin, Vivian Clark. Und Julias Charakter ist eine von den Frauen, die auch in den 1920ern schon eine hervorragende Bildung genossen hat und ihr Spezialgebiet ihres Charakters ist. Sie ist Geologin, wider den Willen ihres Vaters, dem sie sich auch ein bisschen beweisen muss. Und sie ist an Bord, um, ja, für das Unternehmen der Familie, sich über Bodenschätze zu informieren in fernen Landen. Mhm. Genau, denn das Schiff, auf dem ihr alle seid, das ist unterwegs nach Kapstadt. Das ist ein Teil einer bekannten Linie, die regelmäßig von London aus nach Südafrika und teilweise auch darüber hinaus noch ein bisschen um das Kap herum andere Städte anfährt. Und die Gründe sind mannigfaltig, wie gesagt. Evies Charakter, die Madame Obscure, ist zur Unterhaltung da. Vivian Clark begleitet ihren Chef, der in Südafrika was zu tun hat. Die Eleanor Johnson, Julias Charakter, soll halt für das väterliche Unternehmen dort Bodenschätze begutachten. Und Bens Charakter, Leonard Blum, ist vor allen Dingen unterwegs zu einer Zwischenstation. Denn das Schiff, auf dem ihr seid,
Die Arundel Castle macht eine Zwischenstation auf der Insel Ascension. Die ist ganz weit draußen im Atlantik und einsam und gehört mehr oder weniger zur selben Gruppe wie St. Helena, obwohl es immer noch sehr weit entfernt ist, und hat die interessante Hintergrundgeschichte, dass sie offiziell zwischenzeitlich von den Briten zu einem Schiff erklärt wurde, damit man auf ihr eine militärische Besatzung unterbringen kann, um ein Auge auf Napoleon zu haben, der auf St. Helena vor sich hin vegetierte, wütend. Das heißt, ihr seid alle auf diesem Schiff, das verspricht, dass man in 17 Tagen tatsächlich die Strecke schaffen kann von London nach Kapstadt. Und so ein paar Tage ist die Fahrt schon unterwegs. So ein Oceanliner, den muss man sich auch durchaus ein bisschen luxuriös vorstellen. Er transportiert zu einem guten Teil Post, aber die paar gut zahlenden Personen, die auf ihm mitreisen, die bekommen dann durchaus auch ein bisschen was geboten. Das heißt, sie hat einen schicken Speisesaal, die Arundel Castle. Und sie hat schöne Kabinen, mit denen, wo man auch einen Blick nach draußen hat und für, wenn man wünscht, auch einen alleine speisen kann. Die Anzahl ist aber durchaus begrenzt. Das heißt, ihr habt auch ein bisschen Überblick über die restlichen Gäste, die da sind. Wozu natürlich auch der Mr. Fitzgerald gehört, der regelmäßig abends auch sich laut und sehr durchdringend darüber unterhält, welche Fälle er alle aufgeklärt hat, welche Mordreihen und welche Banditen er irgendwie untersucht hat und wen er auf die Spur gekommen ist. Und wir sind 2 Tage, als wir anfangen mit dem Spiel, entfernt davon, dass die Insel Ascension erreicht wird, ganz weit draußen. Und wir würden dann so zum Abend hin ins Spiel einsteigen, was immer der Zeitpunkt ist, wo man sich dann auch zum Essen zusammenfindet. Wahrscheinlich ist der Leonard Bloom auch so ein bisschen die Gestalt, die da etwas raussticht. Er ist in die erste Klasse gepackt worden. Das ist vermutlich für jemanden mit so einem Arbeiterhintergrund auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Boah, ne, ich hab nicht mal eine Fliege. Also das ist mir wirklich gar nicht unangenehm. Und dann überall die feine Gesellschaft. Ja, da, ich bin eher sehr leise und wenn geraucht wird, rauche ich eine mit. Und mein Englisch ist in Ordnung, ja. Also ich kann auch mal so einen Witz mitlachen, aber ansonsten fühlt man sich schon ein bisschen fehl am Platz, ja. Ihr wurdet auch an diesem Tag wieder an den gleichen Tisch zusammengesetzt. Das heißt, auch Mr. Fitzgerald sitzt mit an dem Tisch. Ihr seid also zu fünft dort. Selina und ihr Chef, Madame Obscure, die junge Eleanor Johnson und der etwas peinlich berührte Leonard Bloom. Der Butler hält dir erneut freundlich eine Fliege hin, um die du dir leihen könntest. Ja, nehme ich das mal an, nicht? Man will ja nicht, komplett nicht. Also, Dankeschön. Dankeschön. Sehr schön. Wir wollen ja auch die Damen nicht beleidigen. Selbstverständlich. Hätte ich das gewusst, dass man hier da... Wusste ich nicht. Ich bin zum ersten Mal auf so einem großen Schiff. Das, nicht? Hamburger Jung, aber so groß. Mein lieber Mann. Wie ist bei Ihnen? Stille am Tisch. Mr. Gerald zwirbelt seinen Backenbaut und sagt, ich bin selbstverständlich nicht das erste Mal auf einem Schiff. Ja, natürlich, Sir. Ja. Ich meinte jetzt die Damen, nicht? Ich bin auch das erste Mal auf so einem großen Schiff. Ist total aufregend. Ja, nicht? Und Sie, Madame Obscure? Ah, nun, also ich habe meine Künste bisher noch nie auf einem so großen Schiff dargeboten, aber ich war schon oft zu See, ja. Ist doch um einiges komfortabler hier. Ja, und ist ja auch ein bisschen leichter für ihre Künste, nicht wahr? Also bei schwerem Seegang rücken sich ja die Gläser von selbst, nicht? In der Tat, mein Bester, ja. In der Tat. Und die Leute können nirgendwo hin. Das heißt, die Kundschaft kann nicht weglaufen. Ja, da sagt sie was Wahres. Vivian, ich meine, also jeden Fall, Vivian, den ich ja bisher aufgeklärt habe, das kannst du sicherlich bestätigen, wo alle Leute sicher sagen, es wären irgendwie Geister im Spiel, da war es am Ende doch immer noch eine Erklärung, die sich auf die physischen Gesetze der Welt zurückführen ließ, oder? Ja, wie du das sagst, genau. Oder? Also, ich glaube, die Dame rückt selber an den Gläsern. Also, wirklich? Das wollte ich jetzt nicht unterstellen. Sie dürfen sich jederzeit gerne überzeugen. Also ich glaube an so einen Humbug auch nicht. Das ist doch alles
irgendwie rational erklärbar. Das sind alles Tricks. Das sehe ich wie Mr. Fitzgerald. Ja, die Frau, vernünftige ihre Frau. Ich meine, das ist ja, die Zeiten ändern sich, ne? Früher waren die Damen halt Sekretärinnen und jetzt sind sie schon gebildet. Ich nehme einen Schnaps und kipp den einmal runter. Ich hatte mal einen Kollegen bei der Telegrafenschule in Berlin. Der hat gesagt, dass er bei einer Prüfung, wo man Morsezeichen abfängt, nicht wahr? Dass er keine Morsezeichen, sondern eine Stimme gehört hat. Ja. Oh. Das ist ja ein Ding, nicht? Also wie bei so einem Funksprecher, aber das hätte gar nicht sein sollen. Und da hat er dann auch gesagt, du, wenn da mich mal ein Geist in der Leitung. Ja, war dann aber der Fehler von der Knallfunksender und nicht vom Löchfunksender. Das ist ein Unterschied, der wird sie langweilen. Aber es war spannend für den Moment, sag ich mal. In dem Moment fällt euch auch auf, dass eine Person an dem Speisesaal vorbeigeschoben wird, die ihr immer wieder gesehen habt, die aber niemals in Gesellschaft der anderen Leute ist und die auch jetzt nur wieder einen Blick hereinwirft und sich dann weiterschieben lässt. Eine ältere Lady, die Lady Frithem, die unzertrennlich offensichtlich ist von ihrem Diener, den ihr einstufen würdet, vermutlich als Sieg. Er hat einen Turban und einen unglaublich sein Gesicht ausfüllenden Bart und ein langes geknöpftes Gewand an und sie selber versinkt, meistens vogelhaft, in einem riesigen Haufen an Decken und hat einen Schal ums Gesicht gewickelt und eine Mütze auf. Das heißt, die Dame ist etwas ältlich und auch ein bisschen gebrechlich und sie ist nicht in Gesellschaft, weil sie Angst hat, sich mit irgendetwas anzustecken bei euch niederem, unadeligem Gesindel. Sie wirft jetzt aber einen Blick zumindest in den Speisesaal, dann scheint sie ein wenig zu schaudern und winkt dann und eine weitere Gestalt tritt kurz herein, jemand an sie heran, jemand in einem eleganten und ziemlich teuren neuen Anzug, der sich kurz niederneigt, zuhört, dann auch nickt und zur Seite tritt, damit sie dann weitergeschoben werden kann. Sie und ihr Diener bewegen sich in ihrer üblichen Einheit wortlos ein Stückchen weiter und verschwinden aus dem Blick. Der Mann hingegen streicht sich einmal durchs Haar, atmet durch und kommt dann offensichtlich auch auf euren Tisch zu, schlängelt sich zwischen den anderen durch und scheint sich gezielt zu euch zu bewegen. Na, jetzt wird's spannend. Bekannter von Ihnen? Nee, nie gesehen. Nun. Gehört zu dieser alten Vogelscheuche, nicht wahr? Miss Frizzen. Oh, krieg ich jedes Mal so einen Schauder drüber, du. Hat man den denn schon mal an Bord gesehen, vor allem mit ihr zusammen? Wenn du so ein bisschen zurückdenkst, glaubst du ihn schon ein, zwei Mal mit der Dame gesehen zu haben. Möglicherweise ein in irgendeiner Form ein Helfer, ein Diener, ein Consolieri oder wie auch immer man das nennen mag in dem Fall. Er hat auch so ein bisschen die Ausstrahlung von einem Anwalt oder einem Mittelsmann, so eine gewisse Geschäftigkeit, eine elegante, aber jemand, der nicht wirklich auch Dinge selber anpackt, sondern jemand, der vor allen Dingen über Dinge redet. Der nähert sich und verneigt sich dann auch freundlich an dem Tisch, erst vor den Damen und dann vor den beiden Herren. Und dann, Miss Johnson? Ja? Wenn Sie später vielleicht am Abend nach dem Essen, ich will auch gar nicht stören, vielleicht einen Moment Zeit für mich hätten? Ja, natürlich. Um was geht es denn? Um ein Forschungsprojekt und ein Angebot, das ich Ihnen machen würde. Ein Forschungsprojekt? Ich schaue mich mal so in der Runde um. Und wieso kommen Sie da gerade auf mich? Meines Wissens nach sind Sie Geologin. Das ist richtig. Ah, wir fördern unter anderem eine geologische Studie auf Ascension und würden uns da über eine Art zweite Meinung freuen. Ja, sehr gern. Natürlich. Oh, das würde mich sehr freuen. Sie finden mich in Kabine 7. Marcus Feldwith erreichte ja auch eine kleine Karte mit seinem Namen. Mhm. Und da steht nur sowas wie Facilitator drauf. Mhm. Keine weitere große Berufsbezeichnung. Mhm. Ja, meine Damen, die Herren. Mr. Feldwith. Wenden Sie sich jederzeit an mich. Auch, wenn ich ansonsten irgendwie behilflich sein kann, ich bin ein Vermittler. Und was?
Arbeit. Meistens, ich arbeite für mehrere hochgestellte Persönlichkeiten und für sie Spezialisten und organisiere die Dinge, die unter ihrer Würde sind, sich darum zu kümmern. Aber auch noch über den Handwerker, möchte ich sagen. No. Ich bin auch. Ja. Wenn Sie mich dann entschuldigen. Damit spazierte er auf seinen eleganten Tanzschüchen wieder vom Tisch weg. Aufregend. Was ein Zufall. Also, so wie der Herr klang, sind also Geologen nichts Besseres als Handwerker für ihn. Sehr interessant. Naja, das dürfen Sie nicht übel nehmen. Sie sind eine Frau, nicht? Also, soweit. Und das ist wahrscheinlich für die meisten erschreckend, dass ich meine, haben Sie einen Doktor? Nein, noch nicht. Davon geht er wahrscheinlich dann auch aus. Und da sind Sie, ich meine, was soll ich sagen? Ich bin Handwerker und ich war auf einer speziellen Schule. Ich war im Krieg. Ja, mich haben sie in die Schulter geschossen. Dem Schnösel wahrscheinlich nicht. Aber sowas muss man sich immer anhören, Frau Johnson. Johnson. Ja. Hm. Aber ist ja ganz interessant, weil fahren Sie extra nach Ascension? Eigentlich nicht. Ich bin auf dem Weg nach Südafrika. Oh. Aber gerade die Insel ist ja unglaublich. Ich meine, das ist ja eine Vulkaninsel durch und durch, nicht? Nun, auf einer Vulkaninsel ist jetzt an Bodenschätzen nicht unbedingt wahnsinnig viel zu erwarten. Das mag sein, ja, das mag sein. Nee, mich persönlich interessieren ja auch die schon hingebrachten Schätze. Also, wie gesagt, da werden Leitungen verlegt. Und seit 1908 arbeiten die da mit Löschfunksendern. Ich sag Ihnen, ein andermal sag ich es Ihnen, das ist ja auch Palaver, nicht? Wo du es erwähnst, dein sozusagen Auftraggeber und der Overseer, mehr oder weniger auch von dem Projekt, ebenfalls an Bord ist, aber der sitzt am Tisch des Kapitäns. Hm. Der schaut in dem Moment auch zu dir rüber, der hat etwas in die Hand gedrückt bekommen und der kommt dann kurz an deinen Tisch und legt dir das dahin. Sie haben schon wieder eine Störung, aber wir sind in 2 Tagen da. Du bist vorbereitet? Ja, ich habe alles dabei, ich mache mir nur Notizen. Wahrscheinlich Probleme wegen den Gasen oder so, nicht? Den Vulkangasen? Ja, die funken ja immer dazwischen, wenn man funken will. Ich gucke mir das an, also ich schreibe mir das auf und ja. Ja, danke. Sie sagten auch was von Gewittern und sowas, was Sie gehabt hätten. Ja, atmosphärische Störung, klar. Schreibe ich mir auf, gucke ich mir an. Ich werfe mal den anderen Damen am Tisch speziell auch so einen Blick zu und meine so, ich frage mich, was eine alte Dame wie diese Lady Frithem mit irgendeinem geologischen Projekt zu tun hat, noch dazu ein Forschungsprojekt. Sie erscheint mir, wie sie da in ihrem Rollstuhl geschoben wird, nicht gerade so, als hätte sie den Kopf für sowas. Mir erscheint sie, als dass sie bald Madame Obscure erscheint. Das haben Sie jetzt mal ein bisschen drastisch ausgedrückt. Naja, nur ja, also. Entschuldigung, ja, nichts für ungut, ich trinke mal einen Schluck, du. Und beschreien Sie es nicht. Vielleicht sucht sie uns dann tatsächlich heim. Hm. Vielleicht hat sie Stiftungen, die sie fördert. Ja, oder eine Art, wie sagt man, Investment. Also, die Frauen machen ja heute alle möglichen Dinge. Sie können nicht nur chippen. Vielleicht ist sie ja tatsächlich auch irgendwie Wissenschaftlerin. Obwohl, sie ist alt, ne? Sie ist alt. Es wird die Suppe serviert. Och, und endlich! Und Mr. Fitzgerald steckt sich auch sofort sein Tuch in den Kragen, bürstet den Backenbart ein wenig aus dem Weg und fängt an, fröhlich zu löffeln. Es schwimmen einzelne Garnelen. Offensichtlich ist es wieder eine Meeresfrüchtesuppe. Wir sind des Öfteren schon. Sagen Sie mal, Mr. Fitzgerald, was führt Sie eigentlich über den großen Teich, nicht? Verbrechen! Das ist ja spannend. Ja, und ich schaue zu Vivian und Sie dürfen dabei sein, nicht? Ja, fantastisch. Ja, es ist so eine Ehre. Ich kipp mir noch mal so ein halbes Glas Wein weg. Nein, also, wissen Sie, das Empire hat seine Augen überall. Und überall aber versuchen sich Leute vor diesem Auge zu verbergen. Und die spüre ich auf. Ich bin das Auge des Empire, quasi. So müssen Sie das verstehen. Da bin ich ja echt froh, dass der Krieg vorbei ist, du. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal mit einem Sauerkraut am Tisch sitze.
Naja, ja, eher mit einer Sprotte, nicht? Mit einer was? Sauerkraut gibt es bei uns so häufig im Norden nicht. Wir haben eher so Aalbrötchen oder sowas. Aber Aal esst ihr ja auch, nicht wahr? So Aalpudding und sowas. Ja, soll ich dich jetzt Aal nennen oder was? Nee, Blumen, einfach Blumen. Reicht völlig, nicht? Oder Leo, reicht auch. Sie sind aus Hamburg, Herr Blumen, nicht wahr? Ja, gebürtig. Ah, schön, ich komme ursprünglich aus Berlin. Na, da war ich bei der Schule, nicht? Ja. Ach, wie auch. Ja, Fernmeldeschule ist da, ja. Ah, ja, ja. Schön. Ja, mich hat es da nicht so gehalten, die große, weite Welt. Und wie weit war die große Welt bisher bei Ihnen? Also wohin sind Sie so entweltet? London, Paris. Das reicht ja, das sind die wichtigsten Städte. Ja, das ist ja schon mal ganz Europa, nicht? Wenn man London gesehen hat. Hat man ja fast die Welt gesehen. Das ist wohl wahr. Ja. Ja, langsam. Ja, ich klopfe mal auf die Schulter. Langsam. Ja, ich weiß nicht, es war fast so, als wäre da noch ein Schale drin gewesen. Was ist das denn für ein Service? Vivian, beschwer dich. Worüber denn ganz genau? Die Suppe ist nicht gut. Er isst sie trotzdem weiter. Ja, dann wie ich mal so ein Kellner. Da war eine Garnele in der Kehle, nicht? Der Kellner kommt her. Entschuldigung? Können Sie die Suppe von Mr. Fitzgerald austauschen? Sie hatte irgendetwas, was ihm nicht geschmeckt hat. Verstehe. Selbstverständlich. Er streckt die Hand aus und packt auch den Teller. Mr. Fitzgerald hält von der anderen Seite fest. Es gibt ein kurzes und sehr höfliches Rangeln und dann wird die Suppe entfernt. Selbstverständlich sofort. Ja. Wirft ihr einen mitleidigen Blick zu und marschiert dann. Ja, ich mache so unauffällig mit der Serviette bei ihm so und tupft da sowas weg, was so peinlich im Bart hängt. Ja. Madame Obscure. Wollen Sie nicht was vorführen? Ich schaue ihn an. Ich schaue meine Suppe an. Ich starre auf meine Löffel. Ja, vielleicht später. Nach dem Hauptgang? Sehr, sehr gerne. Natürlich, ich kann Ihnen gerne die Karten legen oder für Sie die Geister befragen. Nicht, dass die Garnelen wieder lebendig werden, nicht? Das wollen wir nicht. Ja, so hat sich das dann angefühlt. Ja. Suppe hat schon genug Schwierigkeiten bereitet, denke ich. Mhm. Verstehe. Vielleicht hat Mr. Fitzgerald ja mehr Zutrauen zu den Fähigkeiten von Geistern als zu denen von Frauen. Ja, das hängt davon ab, ob der Geist weiblich oder männlich ist. Er amüsiert sich tierisch über seinen tollen Witz und haut auch ein paar Mal mit der Hand auf den Tisch. Ihm wird die neue Suppe gebracht. Und dann kommt auch tatsächlich mehr oder weniger der Hauptgang schon direkt hinterher, weil er sich ja etwas verzögert hat. Na, endlich. Ich betrachte Vivian mit einem so mitleidigen Blick. Ja, die scheint das mit Alkohol zu kompensieren. Ich trinke da solidarisch mit. Aber nickt auch so ein bisschen so. Oh. Ja. Der Hauptgang vergeht größtenteils auch ohne solche Sprüche, weil Mr. Fitzgerald sehr damit beschäftigt ist, sich die große Menge Braten in den Rachen zu schaufeln und runterzuspülen. Und dann, als abgeräumt wurde und erstmal ein bisschen Ruhe einkehrt, beziehungsweise dann der Digestiv langsam gebracht wird, lehnt er sich wieder zurück, rückt sein Dinnerjackett zurecht, zupft an seinem Halstuch so. Na dann. Was er sagen möchte, ist, bitte wollen Sie vielleicht ihm die Karten legen. Absolut. Karten? Oder möchten Sie vielleicht mit einem Verstorbenen sprechen, der Ihnen vielleicht etwas bedeutet hat im Leben? Oder vielleicht Informationen zu Ihrem neuen Fall? Oder? Ja. Ja. Informationen zu meinem neuen Fall. Und dann kann Vivian hinterher vergleichen, ob es da irgendeinen Punkt, einen Krümel an Wahrheit gab. Sie ist sehr gut darin, Fakten festzuhalten. Ja. Das kann. Aber ich habe keine Zweifel an Ihren Fähigkeiten. Nun gut, sagen Sie mir noch ganz kurz, wenn Sie können, eine Kleinigkeit. Worum genau geht es? Oder haben Sie schon jemanden im Verdacht? Oder gibt es eine Leiche? Es wurde jemand mit einer schweren Kopfverletzung aufgefunden, das kann ich Ihnen sagen. Oh.
tödliche Kopfverletzung. Oh. Ein sehr schlimm wohl. Oh, mein Beileid. Nun, dann nehmen Sie doch, haben Sie irgendeinen Gegenstand, den Sie damit verbinden dabei? Er schaut auf Sie den fragend an. Ein Stift, mit dem Sie Notizen gemacht haben. Also, ich merke mir meistens alles, Vivian macht die Notizen. Ich schieb ihm mal so meinen Stift und mein Notizbuch rüber. Ja, ah, sehr schön, sehr schön. Ja, genau. Das sind wichtige Gegenstände für den Fall. Vivian macht die Notizen. Wunderbar. Ja, dann nehme ich das mal, betaste das ganz vorsichtig, so mit den Fingern, fahre so über dieses Notizbuch, halte den Stift hoch, starre ihn an. Mein Blick gleitet in die Ferne hinter diesen Stift. Die Augenlider senken sich, flattern leicht. Und dann wird ihre Stimme so sichtbar, also hörbar, tiefer. Oh, ich sehe. Einen Mann mit einem Hut. Aha. Ein Mann mit einem Hut und er. Oh nein, ich lasse den Stift fallen. Der Stift klirrt auf das, was an Geschirr noch da ist und schaue sehr entsetzt. Was? Oh nein, würfel mal auf Schauspielerei. Ja, Moment. Neun. Das ist vermutlich auch sogar unter der Hälfte von deinem. Das ist sehr unter allem, glaube ich. Sogar ein Viertel? Wow. Ja. Oh. Das. Was haben Sie gesehen? Was haben Sie? Ein Mann mit einem Hut. Er schaut rüber zu Leo, der seinen Hut klammheimlich hat verschwinden lassen. Ein Mann mit einem Hut, mit einem braunen Hutband und einer Brosche, einem Anstecker vorne an dem Hut. Sie sollten auf jeden Fall die Augen offen halten. Dieser Mann führt nichts Gutes im Schilde. Vivian, schreib das auf. Vivian, nimm dir deinen Stift und deinen Block zurück und schreib das auf. Ja, brauner Hut. Also Hut mit braunem Hutband. Das schreibe ich auf. Trägt nicht jeder Mann, der etwas auf sich hält, einen Hut? Aber mit einer Brosche an einem braunen Hutband? Nun. Mein Hutband ist grau, also meistens. Ich habe auch nicht mit dem schwarzen und für den Sommer habe ich... Aber das ist ein sehr guter Hinweis. Ich schreibe es mal auf. Das ist ein sehr guter Hinweis, Madame. Sehr guter Hinweis. Vielleicht ist sie ja sogar tatsächlich... Ich klopfe. Serviette? Eimer! Eimer! Spucknapf! Ein leerer Teller wandert zu ihm rüber. Ja, er nimmt sich was auch immer als Gefäß, als ist es beim Ankämpft und fängt an, sich ausgiebig und laut rein zu übergeben. Oh. Die Rache der Feinde des Empires. Jetzt kommt schon sofort ein Obergelaufener. Soll ich den Arzt rufen? Ich glaube, ja, wir gehen mal zum Arzt. Das ist vielleicht das Beste. Brauchen Sie Hilfe? Ja, vielleicht ist das so eine Männersache. Also, ich fand die Garnelen vorzüglich. Der Ober schaut sich ein bisschen hilflos um. Rings um ihn sind die anderen damit beschäftigt, abzuräumen. Und dann schaut er Leo an. Würden Sie der Dame helfen? Ja, selbstverständlich. Ja, kommen Sie, mein Lieber, Mr. Gerald Fitzelt. Wir gehen mal zum Doktor, nicht? Miss Johnson, was kann ich für Sie tun? Für mich? Ja, Sie hatten gerade, Entschuldigung. Nein. Er hatte nur gehofft, dass Sie dem Herrn vielleicht weg vom Tisch helfen, bevor er hier noch weiter... Ja. Der ist immer noch, der hat sehr viel gegessen und getrunken, immer noch dabei, um mal von sich zu geben. Ja, das heißt, Leo steht auf und hilft. Ja, irgendwie hoch und noch, jetzt ist aber alles draußen, nicht? Naja, klar, bei dem Geschaukeln und sowas. Ja, ist ja gut. Ja, wir gehen mal zum Doktor. Die Damen, Frau Obskur, Sie sollten bei der Polizei anfangen, nicht? Ich bitte Sie. Ja. Was mache ich denn, wenn ich jetzt so einen Typen mit braunem Hut und Brosche sehe? Muss ich den gleich K.O. schlagen, weil der hier... So, wir gehen mal rüber.
So langsam, vorsichtig. Gute Besserung. Alles raus, was keine Miete zahlt, genau. Also gerade kann er es auf trockenes Würgen in sein Taschentuch irgendwie runter regeln. Aber seine Tränen laufen ihm aus den Augen in den Backenbart. Okay. Er ist rot angelaufen und er stützt sich tatsächlich schwer auf dich. Und so wankt ihr Richtung Heck, wo die Kabine und die sehr kleine, reingebaute Klinik bzw. Praxis des Arztes sich befindet, der auch offensichtlich schon benachrichtigt wurde und euch die Tür öffnet und euch hereinlegt. Drinnen riecht es nach Kampfer und nach reinem Alkohol. Es ist alles auch säuberlich aufgeräumt und selbstverständlich sind alle einzelnen Schuba und Regälchen und dergleichen verschlossen, dafür im Fall von hohem Seegang. Und er winkt zu einer Liege, wo man doch bitte den Kranken... Ja, denn sehen wir Tau, nicht? Ja, Doktor, ich glaube, Abendessen zu viel, zu durcheinander, nicht? Der Kalbsbraten und davor die Garnelen und die hat ihn auch schon hier gereizt und dazu der Seegang. Aha, ja. Haben Sie denn in einer Form eine Allergie, von der Sie wissen? Und er fängt an, Mr. Fitzgerald langsam zu befragen. Und dann, Sie können auch gerne draußen warten. Oh, danke. Dann, Mr. Fitzgerald verbreitet auch den säuerlich widerlichen Geruch von Krankheit unterbrochen. Dann, nichts für ungut. Ich gehe mal wieder. Alles Gute, Mr. Jeffitzelt. Und ja, Tür von außen zu. Tja, andere Gäste stehen draußen, wo sie rauchen oder sich unterhalten. Im Speisesaal sitzen Madame Obscure und Eleanor Johnson noch an dem Tisch. Ich glaube, ich brauche einen Schnaps. Und frische Luft? Ja, genau. Ja, unbedingt. Ein Schnaps und frische Luft vielleicht. Schnaps, frische Luft, vielleicht eine Zigarre. Zigarre? Ja, warum nicht? Ihr geht auf das angenehm hinten ein bisschen auch geschützt gelegene, also Außendeck, wo man sich die Beine vertreten kann und den Blick über den dunklen Ozean schweifen lassen kann, wo auch andere Leute stehen und wo ihr jetzt auch tatsächlich den Herrn Blum und die Vivian Clark wieder seht, die offensichtlich auch frische Luft schnappen im Moment. Und ihr seht auch tatsächlich die alte Lady Fritham und ihren Diener da stehen und die kühle Luft genießen, das ist bei Ihnen schwer zu sagen, was Sie tun. Neben Ihnen steht tatsächlich auch der Marcus Faltwith, der sich ja bei Eleanor Johnson schon gemeldet und eine Vorstellung gewagt hat. Und ansonsten waren dann halt eben andere Leute um euch herum. Der Vorgesetzte von Leonard Blum steht auch da und hat eine Zigarette locker zwischen den Fingern, beziehungsweise ein Zigarillo. Und der Rest schaut euch teilweise etwas neugierig und interessiert an, weil sie mitgekriegt haben, was da an eurem Tisch vorgegangen ist. Ansonsten werdet ihr meist ignoriert. Ja, ich winke mal Vivian und unserem Hamburger Jungen, dass sie uns finden. Ja, komm rüber. Geht's Ihrem Chef besser? Naja, er ist jetzt beim Arzt. Ich hoffe, das hat nichts damit zu tun, Ich glaube nicht. Gut. Vielleicht zu viel Fischsuppe, die Aufregung vor dem großen Fall. Ja, vielleicht alles ein bisschen zu viel auf einmal, aber er wirkte mir jetzt nicht wie ein Mann, der sich von sowas aus der Bahn werfen lässt, aber man kann ja nie wissen. Ja, steckt sich auch dann eine Zigarette irgendwie an. Ihr seht auch den Mr. Faltwith, der rübernickt zu Julia, offensichtlich in Erwartung, dass man dann das Gespräch vielleicht doch irgendwann mal anfängt. Und jemand anders kommt etwas näher. So, geht es dem Mr. Fitzgerald gut? Ja, er ist beim Arzt jetzt. Der Magen verdorben vielleicht. Also zu viel. Das heißt, also... Ich meine, wir haben uns alle sehr sicher gefühlt hier an Bord mit einem so bekannten Kriminalbeamten. Und ich hoffe doch, dass das jetzt nicht irgendwie gezielt gegen ihn gerichtet war, oder? Er ist ja immer noch an Bord. Etwas unpässlich. Ja, aber das macht er auch. Wenn irgendwas sein sollte, das schafft er auch aus dem Krankenbett heraus. Ah, Was meinen Sie denn genau? Entschuldigung, das klingt ja fast, als würden Sie von einem Anschlag sprechen oder etwas in der Art. Oh,
bitte. Das ist ein Mann mittleren Alters und ein paar Schritte hinter ihm steht seine offensichtlich besorgte Ehefrau, die also in einer sehr braven und etwas altertümlichen Kostüm angetan ist für das Abendessen. Nein. Es ist nur, ich meine, wir reisen über einsame Inseln, wo die Leute manchmal sonderlich werden, und nach Afrika. Ich meine, da ist man doch froh, wenn man jemanden an Bord hat, der ein Auge auf Umtriebe hat. So. Nicht? Naja, also, aber wenn Sie sagen, dass der gute Mr. Fitzgerald auch vom Krankenbett aus sicherlich ermitteln kann, dann sind wir ja ein bisschen beruhigt. Das ja sogar passt am besten. Er macht das mit seiner reinen Intuition. Ein bemerkenswerter Mann. Ein bemerkenswerter Mann. Wahnsinnig, ja. Danke. Sie sind die Sekretärin, richtig? Mhm. Oh. Das muss ein aufregendes Leben sein, für einen so faszinierenden und brillanten Mann zu arbeiten. Ja, in der Tat. Ja, so eine Ehre. Einen schönen Abend noch. Ich glaube, da kommen schon die ersten Fälle von Kabinenkolle. Naja, ich sag mal so, Seeluft ist nicht für jeden, weiß nicht. Entschuldigung. Madame. Nein, bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nein, ich frage mich nur, warum sich jetzt hier so Herrschaften, nichts gegen Ihren Arbeitgeber, Fräulein Clark, aber man muss sich doch fragen, ich meine, wir haben ja eine Top-Mannschaft, nicht wahr? Ein Kapitän, einen ersten Steward und viele bemühte Herrschaften, die für die Sicherheit der Fahrt ja irgendwo garantieren. Da muss man sich ja nicht auf... Ist er so gut? Ich frage das jetzt einfach mal so raus. Er hat schon einige große Fälle gelöst. Mordfälle in London. Doch, aber ja. auch dank Ihnen. Ja, ich habe einige Notizen beisteuern können. Wie lange sind Sie denn schon Assistentin von dem hier Jeff Hitzelt? Schon fast 10 Jahre. Ach, naja, so sehen Sie gar nicht aus. So. Ja, danke. Ich habe gleich nach der Polizeischule bei ihm angefangen. Also Sie waren selbst auf der Polizeischule? Nein, also er war bei der Polizeischule. Ich habe dann ja währenddessen die Ausbildung zur Sekretärin gemacht. Ja. Schade. Spannend. Entschuldige? Der Arzt kommt aufs Aussichtsdeck. Der trocknet sich gerade noch die Hände ab, offensichtlich frisch gewaschen. Oh, Doktor. Hier. Ja, er kommt auch rüber. Sie hatten ja eben den Mr. Fitzgerald gebracht. Ich schätze, es ist ein Infekt, wie er viele Leute auf der Reise befällt. Magen und Darm wollen einfach nicht mehr mitspielen. Ich hab ihm erstmal Bettruhe verordnet und eine Diät, die möglichst aus einfachen und stärkenden Nahrungsmitteln besteht. Ich habe die Küche angewiesen, ihm Hühnersuppe und dergleichen zuzubereiten und kein Alkohol. Dankeschön. Und vielleicht nicht zu viel Kontakt zu ihm haben. Das ist, die Wissenschaft ist sich noch uneins, ob das sehr ansteckend ist oder nicht. Gut. Danke für die Mühen, Doktor. Ja, selbstverständlich. Das ist ja meine Aufgabe hier. Er klickt leise die Hacken zusammen, was darauf hindeutet, dass er vielleicht tatsächlich auch mal als Militärarzt gearbeitet hat, verneigt sich vor den Damen, vor dem Herrn und schreitet ihn wieder langsam voneinander. Oh, Fräulein Clark, das ist mal ein früher Feierabend, nicht? Das kann man sagen. Ja. Das scheint jetzt eine ruhige Fahrt zu werden. Das war die komplizierteste Erklärung für flotte Otto, die ich jemals gehört habe. So sind sie, die steuchen Ärzte, nicht wahr? Oh ja, gut. Schiffszwieback für den Herrn Fitzgerald. Und für uns, es war Abendessen, nicht wahr? Ja, es war Abendessen. Ja, okay. Frau Johnson, Sie haben doch jetzt noch den Termin. Ich bin ja neugierig. Genau. Ich wollte gerade fragen, ob Sie vielleicht Interesse haben, mitzukommen und sich das auch anzuhören. Das klang doch recht spannend. Und ich denke, ja, einen weiteren langweiligen Abend auf See brauchen wir alle nicht. Klingt ausgezeichnet. Wenn das gewünscht ist. Also, von meiner Seite aus besteht da kein Problem. Es sei denn, Lady Frithem hätte da was dagegen. Die alte Krähe, meinte ich, aber ich, ja, warum nicht?
Jo, dann nehme ich mal Blickkontakt auf mit diesem Markus, wie heißt der gleich? Feldwith. Feldwith. Signalisiere, dass ich mal zu ihm rüberkommen würde. Er nickt auch, neigt sich nochmal kurz vor und unterhält sich offensichtlich mit der Lady Frithem, nickt dann und hält auf euch zu. Und sie und ihr Diener in ihrer Einheit bewegen sich und rollen dann langsam von Deck wieder nach drinnen. Zurück zu ihrer Kabine vermutlich. Ja, Miss Johnson. Wollen Sie, ich will nicht unschicklich sein, vielleicht können wir ja noch eine Anstandsdame mitnehmen, auf meine Kabine kommen, oder wollen wir uns in einen der Salons setzen? Nun, also, wenn es Sie nicht stört, dann wären die anderen hier anwesenden Herrschaften recht interessiert, um was es sich bei diesem Forschungsprojekt handelt, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ja, dann. Aber dann würde ich den Salon vorschlagen. Ja, und vielleicht ein Getränk. Deutlicher. Ja, das klingt hervorragend. Dann kommen Sie doch mit. Gut, ja, er winkt. Und spaziert nach drinnen, und es gibt ja mehrere Salons, es gibt Rauchersalons und es gibt andere, und er geht zu dem, wo nicht geraucht wird, oder zumindest nicht vorwiegend, und winkt dann auch an der Bar und bestellt ein paar Getränke. Ja, also, wir wissen darüber, dass Sie, auch wenn Sie den Doktortitel noch nicht errungen haben, doch zumindest auf einem sehr modernen Kenntnisstand in der Geologie sind. Und wir haben eben Untersuchungen an den verschiedenen vulkanischen Gesteinen auf Ascension gestartet und mussten feststellen, dass die Person, die wir dafür angeheuert haben, vielleicht nicht ganz die Eignung mitbrachte, auf die wir gehofft haben. Und vielleicht könnten Sie sich da ein paar von den Ergebnissen näher anschauen. Nun, das werde ich gerne tun. Was ist denn so ungewöhnlich an den Ergebnissen, oder warum vertrauen Sie dieser Person nicht? Dr. Black ist eher spezialisiert auf Edelsteine, wie sich herausgestellt hat. Und wir sind interessiert an sehr seltenen Erzen. Aha. Und was führt Sie zu der Annahme, dass die gerade auf einer Vulkaninsel zu finden sein sollten? Das wäre sehr untypisch. Das ist es auch tatsächlich, und deswegen sind wir daran interessiert. Ja. Kennen Sie sich mit Wolframerzen aus, zufällig? Jetzt nicht im Speziellen, aber ich denke, ja, in ausreichender Weise, um welche zu erkennen, wenn ich sie vor mir sehe. Mhm. Eine erstaunliche Menge Wissen, die Sie in diesem hübschen Kopf gespeichert haben. Ist das so? Ja. Nun, wenn Sie das sagen. Ja, von aus. Dann können wir vielleicht darauf zählen, dass wir auf Ascension Sea, das Schiff wird ohnehin ein paar Tage dort anlegen, weil auch irgendwelche Reparaturen irgendwo gemacht werden müssen, dass wir sie dann mitnehmen können auf unsere geologische Expedition. Die Insel ist klein, keine Sorge. Ja, wie gesagt, sehr gerne. Ich bin sehr interessiert. Das wird bestimmt auch für mich ein sehr interessanter Wissenszugewinn werden. Faszinierend. Das würde mich ausgesprochen freuen. Dankeschön. Und mir wird jetzt klar, dass Sie das Kompliment vielleicht falsch verstanden haben. Nein, ich wollte nicht sagen, Sie sind schlau, obwohl Sie eine gut aussehende Frau sind. Nein, ich wollte nur generell sagen, ich bewundere das Wissen, das Sie in Ihrem Kopf gesammelt haben, welchen Geschlechts oder wie attraktiv er auch sein mag. Ja, ich lächle freundlich und spare mir den Rest. Das freut mich sehr. Ja, hervorragend. Dankeschön. Er dreht sich etwas seltsam und etwas abwesend wirkend um. Und ich mache noch so eine Andeutung, so ein Papier und so schreiben. Und so ein Geldzeichen, wenn er gerade nicht hinguckt. Ja, das kapiert offensichtlich Eleanor überhaupt nicht. Ja, also. Ja. Ja? Was haben Sie denn damit sagen wollen, Mrs. Clark, gerade? Also frage ich Sie, wenn er weggegangen ist. Ja? Ich hätte vorgeschlagen, vielleicht, dass Sie vorher über das Gehalt verhandeln für Ihre Dienste. Na, die Sekretärin ist natürlich immer die helfende Vertragskraft. Ich habe gesagt, das was, kann gehen, sowas.
Da habe ich schon von schrecklichen Fällen gehört. Da hat Mr. Fitzjames einiges an Erfahrung sammeln können. Ich habe gehört, was Ihrem Dienstherrn passiert ist. Schrecklich. Tragisch. Naja, manche Menschen sind halt für Krankheiten anfälliger. Das muss man wohl leider so hinnehmen. Aber dann hoffen wir einfach, dass kein Verbrechen an Bord dieses Schiffes oder auf der Insel geschieht. Dann werden wir wohl auch ohne ihn sicher sein, nicht wahr? Ja, warum auch nicht? Er ist sehr gut darin, auch liegend zu arbeiten. Seine Intuition ist beeindruckend. Ich verstehe. Na dann müssen sich wohl alle möglichen Leute, die Finsteres vorhaben könnten, rein hypothetisch weiterhin in Acht nehmen. Das sollten sie. Das Auge des Gesetzes ist überall. War da jetzt irgendwo die Antwort auf diese Gehaltsfrage eigentlich oder ist da elegant beschifft worden? Frage. Die Untersuchungen laufen für eine Stiftung der Lady Frithem. Wir haben doch relativ große Geldmengen zur Verfügung. Er scheint kurz zu überlegen, dann für den eintägigen Ausflug und Ihre Expertise 40 Pfund. Ich werfe Mrs. Clark einen Blick zu. Keine Ahnung, ist das, habe ich einen Plan, ob das ein guter Betrag ist oder ob er irgendwie gerade versucht, über den Tisch zu ziehen? 40 Pfund am Tag für eine Frau ist sehr viel Geld. Sehr viel Geld. Ah, dann mache ich so unauffällig. Ich bin einverstanden. Dann die Hand drauf, Mrs. Johnson. Er schüttelt sie und hat dabei sehr intensiven Augenkontakt. Jetzt würde er da was suchen. Und nickt dann und dreht sich um. Danke. Ich werde der Lady Bescheid sagen, dass Sie zugestimmt haben. Sehr gut. Damit werdet ihr im Salon allein gelassen. Ja, dann mal herzlichen Glückwunsch zu dem Auftrag. Unverhofft kommt oft. Ja, wirklich. Und so ein seriöser und anständiger Mensch, wirklich. Ja, das hat er gelernt, nicht wahr? Das merkt man schon. Der ist mit geputzten Schuhen zur Welt gekommen, sag ich mal. Naja. Ich finde nur halt ein bisschen einen sehr anstrengenden Blick. Ist Ihnen das ja, so? Ja, das teile ich. Er guckt zu lange hin. Der Barkeeper kommt noch zu euch und stellt noch eine letzte Runde von Gin auf die Bar bei euch. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. So, dann. Stößchen. Ja. Chin, chin. Nicht langs Nagen, Kopf in Nagen. Ist tatsächlich auch eine gute Marke. Was hat es denn mit diesem Wolfram auf sich? Da habe ich jetzt ja noch nichts von gehört. Ja, es wäre mir völlig neu, dass man Wolfram auf einer relativ jungen Vulkaninsel findet. Also ich glaube eher, dass dieser Dr. Black oder wie er heißt, sich da schlicht geirrt hat. Das ist ein relativ seltenes Erz, das man, glaube ich, in einigen neuen technischen Anwendungen auch benutzt. Ja, in der Tat, ja. Ich möchte gerne, dass ihr alle mal einen Wurf auf Konstitution ablegt. Konstitution. Ha, nee. Ich hab's geschafft. So gar nicht. Jo, 30 von 65, also unter Hälfte. Ja. Ich bin auch unter der Hälfte. Ich bin wahnsinnig beschwipst wahrscheinlich. Ja, Vivian und Madame Obscure sind unnötig gut gelaunt und ein bisschen über den Kopf dreht, dann zieht das zieht der Raum etwas erst zu spät nach. Und eigentlich ist das alles schon ziemlich lustig, was hier passiert. Oder traurig, je nachdem, wie man veranlagt ist. Super. Sehr gut. Das wird ein schöner Abend. Auf jeden Fall. In so charmanter Gesellschaft noch dazu. Das heißt, es wird noch ein bisschen gesprochen und gefeiert, dass ein Auftrag von einer sehr seltsam wirkenden Person hereingekommen ist für die gute Mrs. Johnson. Und dann endet es vermutlich irgendwann. Ich nehme an, jeder geht auf seine eigene Kabine. Aber
Oh, ich bin da aufgeschlossen, aber vermutlich bin ich zu beschwipst. Kommen wir morgen schon in Ascension an? Morgen Abend kommt ihr in Ascension. Ja, okay. Ja, dann würde ich mich tatsächlich ungewöhnlicherweise als Erster entschuldigen. Die Damen, einen schönen Abend noch, aber ich muss noch ein bisschen was für meinen Auftrag vorbereiten und ein paar Sachen niederschreiben. Wir sehen uns bestimmt. Leo. Ja, finde ich auch dann. Ja. So. Gute Nacht. Johnson. Oh, gute Nacht, ja. Amix. Verabschiedet er sich. Willst du ins Bett gehen oder willst du tatsächlich noch in deiner Kabine sitzen und dich mit Literatur beschäftigen? Genau. Ich sitze in der Kabine und schaue mir mal an, was mein Chef mir noch da als Fehlermeldung oder als Prognose genannt hat und vergleiche das so ein bisschen und beginne so ein bisschen aufzuschreiben und zu schauen, warum ich da bin, was ich da machen soll. Ja, also was du in den Notizen rausfindest, ist, dass sich die Leute auf der Insel immer öfter darüber beklagen, dass über das Kabel, das dort entlang gelegt wurde, ist es ein Kabel, das tatsächlich ähnlich wie das Schiff, das ihr nutzt, den Norden der Welt mit dem Süden der Welt verbinden soll und nach Afrika dann abzweigt. Und es gibt Pläne, dann auch noch welche nach Südamerika rüberzulegen, die sind teilweise im Bau gerade. Und die sind in erster Linie, es sind Telegrafenkabel, weil sie auch von der Telegrafengesellschaft verlegt wurden. Und sie kriegen Geistersignale rein. Da kommen also Morse-Code-Folgen oder zumindest etwas, was sich zwischenzeitlich für möglicherweise zufällig wie Morse-Code entschlüsseln lässt, das aber dann Chaos ergibt oft oder unzusammenhängende Fetzen. Und es wurde von allen versichert, dass von keiner der Stationen an den anderen Enden der Kabel jemand sich da irgendwie einen Scherz erlaubt hätte. Da wurde offensichtlich überall die Daumenschrauben angesetzt und rausgefunden, ob irgendjemand da Schindluder mit Firmeneigentum treibt. Aber es muss wohl irgendwo auf der Insel selber entweder jemanden geben, der ein Störsignal betreibt, was unwahrscheinlich ist, oder einfach ein technischer Fehler vorliegen. Oder, und das ist die letzte Notiz, möglicherweise hat auch jemand einen Inselkoller. Inselkoller. Ja, genau wie bei Erik damals in der Fernmeldeschule. Verrücktes Ding, du. Ja, das ist eine Geschichte, weil wenn man die erzählen würde, das würde ja keiner glauben. Selbst die Madame Hobbs können wir da, bist du dir sicher. Hör mir auf, du. Die Damen werden dann... Ja, sobald der letzte Herr gegangen ist, nutze ich auf jeden Fall die Gelegenheit, um ein wenig über die diese eingebildeten und unglaublich selbstzentrierten Männer herzuziehen. Ja. Oh ja, da mache ich mit. Männer sind sowieso eigentlich für nichts zu gebrauchen. Man darf es ihnen nur nicht so deutlich sagen. Naja, selbst wenn man es ihnen sagt und ihnen das Gegenteil beweist, hilft das einem auch nicht unbedingt immer weiter, musste ich leider feststellen. Das ist wohl leider wahr. Wie halten Sie das mit Ihrem Chef aus, Mrs. Clark? Oh, ich habe dieses Gefühl, das kommt hier so rein und geht da so raus. Und es ist halt schwierig bei der Frau, bei der Polizei, also Scotland Yard vor allen Dingen. Da komme ich schon nah ran an die Fälle in seinem Windschatten, wenn ich das mal so sagen darf. Und der ist groß. Der Windschatten. Mhm. Die Fälle? Wahrscheinlich auch. Das stimmt. Und ich würde ja sagen, er ist nicht ganz so aufmerksam, wie er immer sagt. Naja. Das ist ziemlich offensichtlich, schon allein wie der Mann ist. Oh ja, furchtbar. Ich versuche mal nicht hin. Ich sitze immer so ein bisschen seitlich, dass ich das nicht so sehe. Ich an Ihrer Stelle, ich könnte ja alles verwenden. Die ganzen Kommentare, die steten Anspielungen, das die häufige Selbstbeweihräucherei. Was ich aber überhaupt nicht kann, ist, ihm ruhig gegenüber zu sitzen, wenn er isst. Wie machen Sie das? Ja, ich gucke nicht hin und Alkohol hilft. Ja, Prost. Prost, meine Liebe. Stösschen. Dabei kommt ein Ladies, letzte Runde. Ach, Entschuldigung. Ja, vielleicht sollten wir dann, bevor... Ja, vielleicht sollten wir dann... Die letzte Runde nutzen. Prost. Wir noch rein. Das heißt, einige etwas unsicherer, Miss Johnson noch ziemlich sicher auf den Beinen, begeben sich dann zu ihren Kabinen, die auch auf der Steuerbordseite des Schiffes, wie so eine Perlen an einer Kette nebeneinander liegen, alle mit dem Blick nach draußen. Und an dem Ende neben Vivians Kabine wäre eigentlich die nächste, die von Mr. Fitzgerald, aber du vermisst, als du reingehst, sein lautes und durchdringendes Schnarchen, also vermutlich noch beim Arzt. Und alle begeben sich
dann zur Ruhe. Wie lange ist Ben, wie lange ist Leo noch beschäftigt, Ben? Eine gute Stunde. Also es wird so zeitgleich, wenn die den letzten Gruß gemacht haben und dann lösche ich die Lampe und die Fliege. Jetzt habe ich vergessen, dem meine Fliege zurückzugeben. Ach so. Naja, morgen ist ja auch noch ein Tag nicht. Ja. Und wenn dann alle sich niedergelegt haben in ihren Nachthemden und Puschen und schlafen, hätte ich gerne von allen einen Wurf auf Horchen. Julia und Ben müssen einen schweren Wurf schaffen und die Selina und Ivy müssen aufgrund ihres trunkenen Zustands einen extremen Wurf schaffen. Ich habe eine 99 gewürfelt. Ist das sowas wie ein Patzer? Ja. Ja. Okay, ich notiere mir das. Sowas Ähnliches. 20, also keinen schweren, das ist ganz normaler. Ich habe einen einfachen Misserfolg. Du hast einen einfachen Misserfolg. Ich höre ganz sicher gar nichts. Ich schlafe immer mit Ohrenstöpseln. Dann wird Eleanor Johnson erst davon wach, als etwas ihre Haare berührt und zur Seite streicht. Okay, ich fahre wahrscheinlich auf, weil da sollte nicht sein, dass meine Haare berührt, oder? Ich schrecke mich aus dem Schlaf, ja, und versuche danach zu greifen, was auch immer. Vielleicht ist es ein Tier, irgendwie eine große Spinne oder sowas, was da in meinen Haaren... Es ist absolut dunkel in deiner Kabine. Irgendjemand hat auch alle Vorhänge vorgezogen. Du siehst gar nichts und schlägst um dich und deine linke Hand trifft auf etwas Hartes, das ein trockenes, pochendes Geräusch von sich gibt. Und deine rechte berührt eine Masse an irgendwie an weichen Auswüchsen, als würde man in eine Anemone greifen oder irgendetwas Ähnliches. Und es macht auch ein seltsam matschendes Geräusch, als du reinpackst. Okay. Ich stoße einen Schrei aus, einen markerschütterten Schrei. Ich vielleicht träume ich auch einfach nur und versuche das irgendwie so von mir wegzuhalten. Ne? So, sie kämpft wie eine Katze mäßig so. Ne? So ja. Ja. Dann werden jetzt alle wach, außer Vivian. Die schläft selig weiter, als ein schriller Schrei auf einmal durch das Schiff hallt. Du hörst über dir ein Knistern und Knacken und Murmeln und Zwitschern. Ja, ich was ist das? Wer sind Sie? Etwas Hartes. Du schreist wieder, etwas Hartes und Trockenes berührt dich an beiden Schläfen und fängt langsam an, Druck auszuüben. Kann ich es irgendwie von mir fernhalten? Also kann ich irgendwas packen, dass ich wegdrücken kann oder so? Wir können das gerne abhandeln, als dass diese Kreatur versucht, diese Person mit sehr trockenen Fingern versucht, einen Nahkampf, einen Handgemengeangriff gegen dich durchzuführen. Und du kannst entweder versuchen, dich wegzurollen und auszuweichen oder tatsächlich gegenzuschlagen und zu versuchen, dem eine zu verpassen. Dann nehme ich in dem Fall wahrscheinlich... Das wäre dann ein Ausweichen, oder? Wenn ich versuche, irgendwie wegzukommen. Genau. Oder, ne? Okay. Moment, ich habe mir meine Würfel aus Reicher mitgelegt. Das war sehr schlau von mir. Nein, das habe ich nicht geschafft. Nein. So. Ja. Das heißt, du kannst der Druck wird nicht stärker. Lässt sogar ein kleines bisschen nach, aber du kannst den Kopf jetzt quasi so einen Zentimeter nach rechts und links bewegen, aber die sind immer noch da. Das fühlt sich fast sogar so an, als wäre das ein Werkzeug, als würde jemand irgendwie so ein phrenologisches Messgerät, ein Vermessgerät anlegen oder ein Bohrer möglicherweise. Dein Gehirn geht ganz viele Möglichkeiten durch. Ja, ich habe bestimmt einen ganz schlimmen Albtraum. Das ist ein Albtraum, das muss ein Albtraum sein. Ja. Ja. Ich schreie wahrscheinlich weiter. Wir reagieren Leo und genau, wir reagieren Leo und Tilda. Beim ersten Schrei noch gar nicht. Ja, umgedreht und irgendwo im... Beim zweiten springe ich mit. Ja, also definitiv, sofort aufspringen, Nachtrock, kann auch offen sein, Wurst, Pantoffeln müssen sein, ich greife das Schwert, das scheint mir jetzt die sicherste Variante und ich stürme auf den Gang und versuche rauszufinden, was gerade passiert. Gleichzeitig geht die Tür dir gegenüber auf und in Pyjama-Hose irgendwie hochgehalten mit einem Brecheisen steht dir Leo entgegen. Sie waren das also nicht. Ich war es garantiert nicht. Das klang nach dort. Ich deute auf die Tür von Miss Johnson. Na, denn mal tau.
Von hinter dieser Tür erklingt auch jetzt der zweite spitze Schrei. Dann öffnen wir diese Tür. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe ein Brecheisen. Wunderbar. Na dann. Nach Ihnen, Herr Blum. Eine einfache Probe auf Stärke. Ja. Es wird diese berechtigte Frage gestellt, warum Leo ein Brecheisen auf dem Zimmer hat. Niemand fragt. Ich habe einen Werkzeugkasten. Ich bin Technikmechaniker. Ich habe einen kompletten Werkzeugkasten dabei. Ich habe auch niemand gefragt, warum ich ein Schwert auf dem Raum habe. Das finde ich viel, viel wichtiger. Es gibt tatsächlich ein professionelles Ansetzen und dann ein Hebeln. Es gibt ein Knacken und das Schloss löst sich aus dem Rahmen und die Tür fängt an langsam aufzuschwingen. Und ihr hört drin ein Klackern, ein Klappern von harten Gegenständen auf dem Boden und auf dem Wand und dann ein Zischen. Fräulein Johnson? Der Druck auf deinen Schläfen lässt nach. Okay. Ich versuche mit meinen Händen in dieses weiche, anemonenartige Zeug reinzupatschen, um was auch immer es ist, einfach von mir wegzuschieben. Mhm. Willst du dafür tatsächlich einen Angriff würfeln oder ist das quasi nur ein wildes Um-sich-Schlagen? Ja, ich kann andere versuchen, aber sie ist in sowas nicht so gut, deswegen. Ja, belassen wir es einfach bei panisch um sich schlagen. Und es dringt jetzt auch ein ganz, ganz schmaler Streifen von Licht aus dem etwas schummrig, nur nachts schummrig beleuchteten Gang von deiner Kabine. Und du kannst kurz etwas ausmachen, was tatsächlich deinen Eindruck von einer Anemone irgendwie fast bestätigt. Ein bizarr geschmückter Hut oder sonst irgendetwas mit einem seltsamen Schimmern. Und dann weicht, was auch immer das war, aus dem Licht zurück und du hörst das Klappern und Klackern. Wie von jemandem mit Holzbeinen und ein natürliches Bein und ein Knirschen und dann das laute Krachen, als die Person oder was auch immer das war, mitsamt der eher leicht gehaltenen Tür auf den Balkon von deiner Kabine hinausstürzt in die Nacht. Ja, ich schreie Hilfe und wenn ich sehe, dass die Tür aufgeht, dass irgendjemand offensichtlich kommt und wenn das Ding sich von mir löst, ja, bleibe ich erstmal wahrscheinlich an Ort und Stelle völlig entsetzt sitzen. Und warte, dass mich jemand rettet. In der Tür stehen Madame Obscure mit einem Schwert in der Hand, in ihrem Bademantel und Nachthemd. Und neben ihr steht Leo mit einem Brecheisen in beiden Händen. Da war irgendwas in meinem Zimmer. Irgendwas Widerliches. Es war weich und klackerte. Und es war wie eine Art Anemone oder... Es ist da lang! Ja, also ich zeige Richtung Balkontür. Ich lasse Herr Blum vorgehen und lege das Schwert mal so, dass ich es noch greifen kann und kümmere mich um Miss Johnson. Das ist gut. Ja, völlig außer sich scheint. Ja. Ich öffne mal die Balkontür, Brecheisenanschlag. Du gehst zu der Balkontür und es ist stockduster ansonsten in der Kabine. Das heißt, du kannst nur mit dem bisschen Licht, was vom Flur reingeht, ausmachen. Dann stellst du fest, da ist keine Balkontür. Es sind Reste einer Balkontür. Okay. Ja. Teilweise ist auch der Rahmen gesplittert und rausgerissen. Und Teile und Glas liegen draußen auf den hölzernen Dielen von dem Aus. Doch, geh nicht raus. Ich habe Barfuß. Hier meine Pantoffeln. Oh, Dankeschön. Ich bin vielleicht ein bisschen klein, aber ich... Oh, aber warm. Immer, man sagt immer, ich habe große Füße. Ja, und ich habe ganz kleine. Das passt sicher. Da ist irgendwas durch die... Ich glaube, das werden Sie berechnet bekommen. Da ist die ganze Tür kaputt. Packen Sie besser das Brecheisen weg, Herr Blum. Falls jemand jetzt kommt, werden die denken, das waren Sie. Wieso haben Sie eigentlich ein Schwert? Was? Ach, das ist nur eine Requisite. Ach so. Ja, ich war früher mal beim Film, aber verraten Sie das bitte nicht. Das verschreckt die Kundschaft immer so. Oh, verstehe. Miss Johnson, Sie müssen nicht um Miss Johnson, die ist ja ganz aufgeregt. Ja, meine Liebe. Was ist denn passiert? Ja, was ist denn passiert? Hier ist nichts mehr. Wenn ich das wüsste, ich bin einfach aufgewacht, weil irgendetwas meine Haare berührt hat. Und dann war da dieser Druck an meinen Schläfen, als würde irgendetwas versuchen, sich hier reinzubohren. Und irgendjemand ist in meine Kabine eingedrungen. Ich mach mal Licht. Oder etwas. Es ist natürlich, auf diesem Schiff ist teilweise schon elektrifiziert. Es gibt einen elektrischen Aufzug zum Beispiel, aber tatsächlich die Lichter sind zu einem guten Teil immer noch tatsächlich altmodische Lampen. Ja. Es wird jetzt hell und du siehst jetzt den ganzen Ausmaß des Chaos, wie die Tür regelrecht zerrissen worden ist. Und seltsame Kratz- und Scharspuren auf dem Boden, immer in Paaren. Boden. Und dann war es über ihn im Bett. Ist irgendwas an der Wand oder an der Decke über ihr, an der Koje? Dass es irgendwie so gecreept hat von oben?
Du schaust dich da um. Du kannst gerne mal auf Verborgenes erkennen. Ja, das machen wir. Herrschaft, wir brauchen dringend Miss Clark. Sie hat Erfahrung mit sowas. Nee. Nein. Das ist eine gute Idee. Wo ist denn ja. Sauber? Ja. Soll ich sie mal holen gehen? Das wäre doch, ja. Gut. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Bei dem Geschrei, da wäre doch jeder wach geworden. Ich gehe mal und hole Miss Clark. Und du läufst quasi direkt in einen der Deckoffiziere rein, der dich auch etwas erschrocken anschaut. Und dann ist das in Ordnung, wir haben einen Schrei gehört. Ja, es gibt da ein Problem mit der Balkontür. Ich deute mal auf die Kajüte. Er setzt an, reinzuschauen, dann sieht er, welcher Name an der Tür steht und dann hält er die Augen. Sind Sie denn angezogen? Ja. Ich bin auch hier drin, ich habe gar nicht gefragt. Kommen Sie mal rein, guter Mann. Ah, ich bin. Oh, da hätte ich aber auch geschrieben, was denn hier passiert. Ja, das ist... Irgendetwas war in meinem Zimmer. Miss Johnson wurde überfallen. Überfallen? Kann so etwas passieren auf einem Schiff mit diesem Ruf? Ja, das ist natürlich... Ich wecke den ersten Offizier. Und damit zieht er sich rückwärts aus dem Zimmer wieder zurück. Befehlskette, das ist dann immer so. Ja, das ist wichtig. Ich nutze die Gelegenheit, um mal einen Morgenmantel überzuwerfen, um irgendwie etwas ordentlicher auszuschauen. Und dann würde ich gerne gucken, ob es auf dem Bett, auf der Decke oder so irgendwelche Spuren gibt, weil das sich ja so weich und matschig angefühlt hat, ob das irgendwie Schleimspuren hinterlassen hat oder nass war oder so. Mhm. Die, ganz kurz noch, die Madame Obscure wollte ja nach nebenan gehen und nach Vivien schauen. Ja, ich mache mir langsam auch ein bisschen Sorgen, weil wenn jemand so schreit, da wird man doch wach. Selbst wenn man so beschwipst ist. Du stellst fest, ihre Tür ist nicht abgeschlossen, nachdem du ein bisschen dran gebollert hast. Okay, ich würde mal die Tür öffnen. Und du siehst, dass Vivien möglicherweise kurz wach geworden ist, aber dann direkt wieder zurückgesagt ist und sie so halb im Bett liegt, halb daneben und wie so ein Seestern ausgebreitet. Und halb in ein Bein auf dem Boden, damit es sich nicht so dreht. Gut, dann würde ich sie mal versuchen zu wecken. Vorsichtig, nicht, dass sie auch noch denkt, ich würde sie begrabbeln. Du bist langsam und vorsichtig und dann immer entschlossen. Was denn? Rufen Sie 110? Miss Clark, nein, es ist dringend. Miss Johnson wurde, wie soll ich sagen? Tilly, was machst du denn hier? Begrabbelt. Was? Ein Sexualdelikt. Im Dunkeln. Ich bin nicht sicher. Und wer auch immer es war, hat die Balkontür zerstört. Und wir dachten, Sie können helfen. Sie haben doch Erfahrung mit sowas. Ja. Morgenmantel. Haben Sie denn nichts gehört? Nee. Oh. Nun gut, dann schlafen Sie wohl wirklich, wirklich sehr, sehr gesegnet. Gut, nach nebenan. Ja. Ich ziehe mir schnell meine Jacke irgendwie über, stolper in meine Schuhe, Notizblock, Zettel, Stift. Okay, und komm mit. Nebenan ist Eleanor Johnson auch schon selber dabei, ihr Bett und die Laken genau zu untersuchen und würfelt da mal auf Verborgenes erkennen. Mhm. Und 50, jawohl, das habe ich geschafft. Aber ganz normal nur. Du findest etwas, wo du erst denkst, es ist möglicherweise eines deiner eigenen Haare, aber dann schaust du es dir ein bisschen genauer an und es wirkt zu dick. Und als du es anstupst, bewegt es sich auch nicht wie Keratin, sondern eher wie ein weicheres und formbareres Material. Es ist dunkelbraun und als du es dann hochhebst, auch ähnlich leicht wie ein Haar, aber es macht nicht halt, es hält halt nicht seine eigene Spannung, sondern es schlaft. Das ist einfach. Ich hole mal eins von meinen Probengläschen. Ich habe ja so Equipment dabei, logischerweise, ne? So kleine Probengefäße und Geologenhammer und so ein Zeug. Und ich hole mal ein Gefäß und packe mal dieses Haar da rein. Oder was ist das? Ja. Packst es da rein und du schließt es und du könntest schwören, dass das Haar oder das, was auch immer es gerade eben noch länger war. Das sind die Nerven. Was ist das denn? Haben Sie ein was Haar. Gefunden? Ein Haar. Oder sowas Ähnliches. So haarig war der Typ also auch. Ich gehe da jetzt mal raus. Ich habe ja die Puschen an. Ich bin ja vorsichtig. Ich schaue jetzt mal doch raus auf den kleinen Balkon und guck mal die Bordwand entlang oder so. Mhm.
Nimmst du Licht mit? Ja, ich würde die Lampe kurz mitnehmen. Okay. Er hält draußen die Lampe, wilde Schatten schwanken umher und du darfst auch noch einmal eine Probe auf Verborgenes erkennen yes. ablegen, während du versuchst, im Zwielicht was auszumachen. Nein, um 3 nicht. Um 3 nicht. Ja. Dann ist das Einzige, was du siehst und wovor du dich erst einmal erschreckst, ein Stück weiter eine unförmige Nein, es ist einfach nur die Lady Frithem mit ihrem Diener, die im Balkon sind und aussahen wie eine Silhouette, aber er hat einfach nur die Hände mal wieder um den ihren Rollstuhl gekrallt und dreht langsam den Kopf in deine Richtung, als du dann von dir gibst. Ja, schöne Nacht das. Ja, und dann gehe ich wieder rein und oh, das ist viel gruseliger als alles, was ich hätte entdecken können. Er nickt mit deinem betobernden Kopf und schaut dann wieder geradeaus. Ja, ich gehe wieder rein mit dem Versuch, die Tür zu ach, da ist ja keine mehr. Ja, hängen die Lampe wieder auf und die anderen zwei sind noch nicht da. Ja, die kommen jetzt rein. Ja, es hat eine Weile gedauert, Vivien wach zu bekommen. Mrs. Clark, gut, dass Sie da sind. Ja, ich habe es schon gehört. Es ist ja schrecklich. Fürchterlich. Sind Sie unverletzt? Ich nehme so Zettel raus und Stift und fange an, Notizen zu machen. Schau noch mal an mir runter, ja, taste noch mal an die Schläfen. Kann man da was spüren? Kann man da was sehen vielleicht auch? Also die anderen? Wenn du hinschaust, da sind so Druckpunkte, wo die Haut noch gerötet ist. Mhm. Ah ja, das sehen wahrscheinlich die anderen, weil ich selber würde es in einem Spiegel sehen, ja. Wenn du drüber fährst, merkst du nur, dass da ein bisschen empfindlich ist, wie so ein blauer Fleck, auf den man drückt. Ja. Sehen Sie das? Das? Sehen Sie das? Ja, ich sehe das. Da hat mich irgendwas gepackt. Wie so mit so einem Stab oder einem Vorkopf oder so. So in der Art. Seltsam. Wie so in seiner Zange. Gut, wir brauchen hier mal mehr Licht. Ja, ich kann noch ein bisschen aufdrehen. Oder eine zusätzliche Lampe holen. Also was, ja, schauen Sie mal, sie hat ja noch Glück gehabt, dass da nur so 2 kleine Pünktchen am Kopf sind. Ich meine, schauen Sie mal, was sie mit der Tür gemacht hat, was immer das war. Ja. Komplett aus den Angeln. Sieht das so aus, als ob das von draußen nach drinnen geplatzt ist oder von drinnen nach draußen? Das Fräulein Obscure und ich haben es verjagt, als wir hier reingebrochen sind. Also das sieht aus wie so Schröpfgläserabdrücke oder so. Oder ist das zu klein dafür? Zu klein dafür, aber tatsächlich, also dass sich Hämatome so schnell bilden können, wirkt tatsächlich fast ein bisschen so, als habe da jemand irgendwie entweder starken Druck oder Unterdruck angewandt. Blutegel. Ein Perverser. Oh, ganz auf. Aber draußen echt nicht. Ne? Ist wirklich, also man muss sehr, sehr gewandt sein, um da von Balkon zu Balkon. Also ich bin sicher, dass es durch die Balkontür erst abgehauen ist, weil das war ja ein Splittern und Poltern. Wenn was da schon reingekommen wäre, wäre ich doch davon aufgewacht. Aber das wo ist es dann müsste hin? Man doch sehen. Also ins Meer? Guck mal, nach den Scherben auf dem Boden sind die, also wo ist der Scherbenhaufen? Drinnen oder draußen? Die Scherben sind da draußen, du neigst dich vor, kämpfst kurz gegen mit deinem Gleichgewichtssinn. Und dann, ja, die Scherben und die Splitter sind größtenteils draußen. Du guckst dich um, da sind ein paar, die innen liegen, aber so 90% würdest du sagen, sind nach draußen geschmissen worden. Ich prüfe mal, ob die aufgebrochen wurde, die Balkontür, so mit reinschlagen und dann öffnen oder so. Das ist sehr schwer nur noch festzustellen, da ja das Ding nur noch irgendwie in Hälften übrig ist. Vielleicht sieht man, ob das Schloss rausgebrochen wurde oder ob das offen war, als die Tür, sowas halt. Mhm. Du hast ja auch, habe ich dir nicht sogar irgendwas wie in der Richtung gegeben? Ermittlung? Genau, würfel mal auf Ermittlung. Nee, ich habe keine Ermittlung. Na dann brauche ich einfach mal Verborgenes entdecken. Dann mach eine schwere, musst du eine schwere Probe auf Verborgenes entdecken schaffen, also unter der Hälfte. Eine 39 und ich habe da 35 stehen. Ja, das der letzte Gin war auf jeden Fall 3 zu viel. Außerdem Teile vom Schloss sind hier, Teile vom Schloss sind da. Wer weiß, wann die schon auseinandergenommen worden sind. Außerdem brauchst du dringend Wasser und wenn du es irgendwo finden kannst, ein Katerfrühstück. Ist hier noch ein Bullauge in der Kabine?
Zwei Stück, ja. Okay, die schaue ich mir mal an und so am Rand mal so entlang. Wissen Sie das, es war ja, die Tür war ja ordentlich, wie Miss Johnson ist, abgeschlossen. Wir mussten ja hier mit Gewalt rein. Das heißt, Hände hoch, Perversling, kommt es von der Tür? Ich greife das Schwert, nur zur Sicherheit. In der Tür steht der erste Offizier und der hat die Hand an einer Seitenwaffe, die er offensichtlich angelegt hat, etwas hastig. Seine Uniform ist falsch geknöpft. Die hat er sich offensichtlich über sein Nachthemd angezogen. Wir haben hier Berichte davon, von einer sexuellen Belästigung einer der Damen. Stopp, bitte, bitte, das sind meine Retter hier. Was auch immer mich belästigt hat, ist der durch die Balkontür geflohen. Ich verstehe die. Au, hat aber. Ach so, ja. Die wollen sicherlich in eine andere Kabine verlegt werden, richtig? Unbedingt. Ja, das haben wir auch, wird auch schon veranlasst. Sie können sofort umziehen, wir lassen Ihr Gepäck hinterhertragen. Machen Sie sich da keine Sorgen. Sollen wir eine Wache vor Ihrer Tür postieren? Unbedingt. Ja. Wenn Sie jemanden übrigen können, dann wäre ich Ihnen dankbar. Ja, das können wir. Ein sehr unangenehmes Erlebnis. Ja, das tut mir auch sehr leid. Und im Namen der Northern Line möchte ich mich auch entschuldigen dafür. Das ist natürlich nichts, was normalerweise geschieht. Wir werden auch selbstverständlich spätestens in Kapstadt eine Untersuchung einleiten. Sie sollten auch dringend etwas zur Beruhigung aufs Zimmer der Dame bringen lassen. Und was würden Sie vorziehen? Möchten Sie einen Tee oder etwas Stärkeres? Ich glaube, einen Tee. Selbstverständlich. Und wir können sicherlich da auch über eine Entschädigung uns einig werden, hoffentlich. Gut, darüber können wir ja vielleicht reden, wenn die Nacht vorbei ist. Ja, wir können Sie verlegen in die Kabine Nummer 6 am Ende. Gut. Kommen Sie alle mit für den Moment? Hat er mich gerade Perversling genannt? Hatte. Ein Missverständnis, ja. Schon gut, Freund, aber Sie sollten sich klar werden, dass ein wirklicher Triebtäter hier an Bord ist. Ich kann das eigentlich nicht glauben, aber wir werden selbstverständlich versuchen, rauszufinden, wer das war. Und Vorsicht, er hat die Tür einfach so aufgebrochen. Wahrscheinlich ist er bewaffnet. Einer der Stärkeren. Wir werden, ich meine, demnach, wir können nicht die anderen Gäste jetzt aus ihren... Nein, wir bleiben da auch sehr diskret, kein Problem. Ja, dann... Wenn ich Sie damit bitten darf, du siehst auch zwei Angehörige der Crew, die schon bereitstehen, um deinen Koffer rüberzutragen und deine Kiste. Mhm. Und willst du selber zusammenpacken oder lässt du die packen? Ah, die Sachen, die mir wichtig sind, also Kleider oder so, das können Sie gerne. Aber die Sachen, die mir wichtig sind, meine Bücher, mein Geologen-Equipment und sowas, meine persönlichen Dinge, die, glaube ich, packe ich selbst zusammen. Wenn du das machst, fällt dir dann tatsächlich auf, da war doch das Probenglas, da hast du eben dieses Ding reingetan. Das Glas ist leer. Wie, das Glas ist leer? Das Glas ist leer. Es ist immer noch verschlossen, aber da ist nichts drin. Es ist noch verschlossen und es steht noch an der Stelle, wo ich es hingestellt habe. Du bist dir relativ sicher, ja? Also zumindest sehr, wenn, dann ist es nicht weit bewegt worden. Boah, ich lasse einen Seufzer der Enttäuschung, kommt über meine Lippen, ja, und halte das leere Glas Mrs. Clark unter die Nase, ja? Da war ein Haar drin, ganz sicher. Ein Haar, ein dickes, komisches Haar. Das habe ich von meinem Bett gepflückt und es ist jetzt weg. Wie kann das denn sein? Es ist nichts mehr drin. Ich fange an meinem Verstand zu zweifeln. Ich bin ganz sicher. Der Tee wartet schon in Ihrer Kabine. Ich würde sagen, wir schauen uns das bei Tageslicht noch einmal an und ich nehme das in polizeiliche Verwahrung. Ja, das ist gut. Der erste Offizier wird kurz amüsiert und dann reißt er sich zusammen. Mr. Bloom? Miss Johnson, ja. Würden Sie vielleicht noch mit mir meine neue Kabine inspizieren? Oh, selbstverständlich, ja, natürlich. Mache ich. Kein Ding. Nummer 6, nicht? Ja. Ja, gehen wir mal. Und gerne mit als Anstandsdame, wenn Sie wünschen. Ja, ich bitte darum. Sehr gerne, außerdem haben sie ein Schwert. Das ist ja immer noch. Ja, du siehst auch einen von der Crew, der das Schwert irgendwie so... Requisit, das ist ein Requisit. Er schaut sich so, als wäre das vom Himmel gefallen. Ah, ja, dann reicht erst Leo, der gesagt hat, das ist Requisit. Offensichtlich glaubt er, Leo sei ein Handwerker-Darsteller oder was auch immer und reicht ihm das Schwert.
Und dann in einem kleinen Konvoi. Ich nehme an, Vivian geht mit. Ja, ich habe diesen Reflex bei dem Steward, also bei dem ersten Offizier, so kurz am Dings zu zuppeln, um ihm zu zeigen, dass das schief ist. Und dann geh ich weiter. Das wird drin sein. Das kann ich gar nicht vermeiden. Er schaut dich kurz fragend an, dann schaut er an sich runter und dann wird er rot. Aber er begleitet euch dennoch, ohne weiter darauf einzugehen, zu Kabine Nummer 6. Die Tür von Kabine Nummer 7 geht dabei kurz auf und ihr seht, dass auf der anderen Seite auch in einem eleganten Seidenschlafanzug der Marcus Faldwith steht, der rausschaut, euch anschaut und erst etwas verwirrt wirkt und dann habe ich vorhin einen Schrei gehört? Nee, drei, aber anscheinend nicht richtig. Ist denn alles in Ordnung? Und er schaut speziell Richtung Miss Johnson. Aha, er schaut direkt zu mir, interessant. Ja. Weil wir sind alle im Schlafanzug, ne? Und ja, wir gehören alle nicht auf diesen Gang. Ja, ich schaue ihn auch an und meine, ja, alles bestens. Sehr gut. Ich will nicht unhöflich sein, aber das wäre ja ein sehr großes Pech, wenn Ihnen jetzt was zustößt, nachdem ich endlich eine Fachperson gefunden habe für unseren Auftrag. Nichts passiert. Ist nur eine ziemlich fette Möwe durch die Tür gekracht und jetzt brauchst du eine neue Kabine. Ja, diese Maven. Wir sind nah an Land. Hold a hold. Da müssen wir wohl schon relativ nah an Ascension sein. Wahrscheinlich. Dann hoffentlich eine ruhigere Nacht ohne störende Seevögel, Miss Johnston. Ich meine, wo kriege ich jetzt da so spontan noch einen neuen Geologen her? Das wäre schon unangenehm. Da haben Sie recht, das wäre bestimmt sehr schwierig. Ja. Apropos unangenehm. Gehen wir. Gute Nacht. Gute Nacht. Er schließt die Tür wieder langsam. Ja, Mr. Feldwood ist ja wirklich sehr besorgt, muss man sagen. Er ist ein wenig zu besorgt. Besorgt. Meine ich? Ich glaube ja. Der ist scharf auf Sie. Bitte? Deshalb hat er auch die Miss Johnson als erstes angeschaut. Ja, aber ganz sicher. Also, ja, auf mich ist er nicht scharf. So für den war das hier der Lotteriegewinn. Ja, im Schlafanzug, im Nachtgewand. Bitte, ich trage einen Morgenrock. Ich bin anständig. Das soll ich mir auch mal anholen. Selbstverständlich. Vor der Kabine steht ein Mitglied der Crew. Schon bereit und in ordentlicher Uniform. Der erste Offizier sagt, mein Mann wird die Tür bewachen heute Nacht. Sie können sich absolut sicher fühlen. Und die Kabine ist bereit. Offensichtlich gab es eine freie oder sie haben spontan jemanden rauskomplimentiert und sehr, sehr schnell diese Kabine wieder bereit gemacht. Auf jeden Fall ist das Bett frisch bezogen, alles ist sauber und riecht auch dementsprechend gerade frisch sauber. Jemand hat sogar einen kleinen Strauß Trockenblümchen auf den Tisch gestellt und daneben ist eine dampfende Teekanne mit einer Tasse. Und natürlich selbstverständlich Milch und Zucker. Ja, ich fange an, die Kabine zu untersuchen und hoffe, dass Herr Blum mir dabei hilft. Also ich helfe mal, vor allen Dingen halt. Hier haben wir auch wieder eine Tür nach draußen zum kleinen Balkon. Mhm. Also auch die hat einen kleinen Balkon. Ja, da gucke ich mir besonders hier das Schloss mal an. Mhm. Das ist ein ganz einfaches Schloss, das man einfach mit so einem Drehknauf öffnet und das kann man auch nicht wirklich abschließen. Man kann nur quasi diesen Drehknauf in so eine Feststellung packen. Das ist keine komplexe Sache und es braucht auch nicht viel Kraft, um das Ding einfach dann rauszuschieben aus dem Schloss. Ja, also sieht soweit alles zu aus, aber nicht sicher, nicht? Das Blöde ist, wir sind hier an Bord, das heißt, man kann nicht mal einen Stuhl davor rücken oder sowas, weil hier alles festgenagelt ist. Herr Blum, ja. Ich habe ja keinerlei handwerkliches Geschick, aber ja, Sie doch sicher. Ich kann dafür nicht mit Geistern reden. Ich habe mal in diesem Historienschinken mitgespielt und da hat man gegen den anrückenden Feind so eine Falle gebaut, irgendwie aus Draht und so mit, wenn man da reingelaufen ist, hat es laut gegeben. Können Sie sowas vielleicht auf dem Balkon von Miss Johnson oder so vor die Tür? Was dann, so scheppert oder was dann? Ja, irgendwie, keine Ahnung. So jetzt mit der Nacht eine Falle bauen hier. Ja, da müsste ich mal gucken, ob ich noch so ein paar alte Konserven oder sowas bekomme. Das kriegt man sicher. Ich gehe mal in die Küche und guck mal, ob da was geht. Wenn Sie sagen, Sie kriegen das mit einer Konserve. Ein bisschen Drahtgetüttel kriege ich das hin, du. Ich finde Draht, ich finde Konserven. Ich bin sofort wieder da. Passen Sie auf mein Schwert auf, bitte. Ja. Du gehst zur Küche. Da sind tatsächlich auch noch ein paar einsame Gestalten, die mit dem Abwasch beschäftigt sind und die gerade auch Teezeugs wegräumen.
und die überrascht aufschauen, als du dich da hinein verirrst, wo normalerweise keine Fahrgäste hinkommen. Guten Morgen. Ist es schon Morgen? Ist es noch Nacht? Guten Tag. Was können wir für Sie tun? Ich habe für eine sehr, sehr einflussreiche Passagierin ein paar kleine Sonderwünsche. Ich bräuchte bitte 5 bis 6 leere Konservendosen, eine Spule Draht und wenn Sie vielleicht so etwas haben, ich weiß nicht, einen alten Teller und 2 nicht mehr ganz so feine Handtücher. Aber nichts zu essen? Derzeit nicht. Ja. Moment. Und das Ganze möglichst schnell. Es wird gewunken und du bekommst 4 leere Dosen und eine, die schnell geleert wird. Ach, und wo und ich gerade hier bin, einen Schnaps, bitte. Der wird dir auch gereicht. Und du bekommst dann tatsächlich auf einem Tablett überreicht einen alten Teller, mehrere zerzauste, zwar sauber gewaschene, aber etwas fadenscheinige Tücher, mehrere leere Dosen und zwar kein Draht, aber eine feste Korde. Wunderbar. Herzlichen Dank. Weitermachen. Und dann wird eine Falle, eine Klingelfalle improvisiert. Ja, ich glaube, dass da keine große Probe für nötig ist. Du bindest Dinge aneinander und machst sie fest. Genau, außen tatsächlich. Und zwar, Frau Johnson, es macht jetzt keinen Sinn, mal frische Luft zu schnappen, dann machen sie das Bullauge auf, weil ich vernadel ihnen jetzt hier komplett die Tür. Ja, weil man weiß ja nicht, ob es unten oder oben reinkam. Ich mache jetzt mal so kreuz und quer tatsächlich über die Tür. Und dass ich mich auch selbst erst durchbücken muss, um wieder reinzukommen und dann so zu machen. Jetzt ist es langsam schon fast wieder Morgen, aber die Kabine wirkt relativ sicher. Ich werde noch so ein Haar nehmen und es mit der Spucke so festkleben, dass man sieht, wenn die Tür geöffnet wird. Ihnen dreien so dankbar für Ihre Hilfe, wirklich. Gar nicht für. Danken Sie meinen Augenringen morgen. Dann würde ich sagen, auch gute Nacht, solange wir noch können, oder? Ja, ja. Oh ja. Wir sehen uns beim Frühstück. Oder vielleicht auch erst beim Mittag. Beim zweiten Frühstück. Frühshoppen. Oh, gerade nicht. Sie haben doch bestimmt schon mal was vom Gegenbier gehört. Das ist das Bier, was man am nächsten Morgen trinkt. Anne, bis morgen. Bis morgen. Schlafen Sie gut. Gute Nacht. Sie auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Der Rest der Nacht ist da tatsächlich auch angenehmerweise ungestört, selbst wenn einige vielleicht nicht so gut schlafen sollten, aber keine weiteren Eindringlinge in irgendwelchen Kabinen. Und am nächsten Morgen beginnt der Tag ganz üblich mit dem Gemurmel und Geklapper von Leuten, die sich zurechtmachen in den anderen Kabinen und aufstehen und durch den Gang rausgehen und sich auf Balkonen einfinden und in Richtung Speisesaal sich bewegen. Und man hört natürlich auch immer in dem ganzen Schiff immer mal wieder meistens kann man es irgendwie ausblenden, aber das leise Wummern von den schweren Maschinen, das hört man fast immer. Und dann, je nachdem, wie lange ihr ausschlafen wolltet, beginnt für euch irgendwann der Tag. Vergleichsweise ereignislos. Beim Brunch. Ihr habt wieder den üblichen Tisch zugewiesen bekommen, nur ein Platz ist frei. Mr. Fitzgerald hat sich offensichtlich noch nicht so weit erholt, dass er wieder Brunch essen möchte. Ach, vielen Dank. Ich frage nicht nach, wie es ihm geht. Es wird ihm gut gehen. Ich komme ohne meinen Chef zu suchen, zum Brunch. Guten Morgen, die Damen. Mhm. Morgen, Herr Blum. Guten Morgen, Miss Clark. Guten Morgen. Ich bin beim 4. Kaffee. Ich bin beim 3. Schnaps. Jeder hat seine eigenen Methoden. Ich habe ein Tässchen Tee und einen Zwieback. Und viele Papiere auf dem Tisch tatsächlich. Ich mache extra Platz, als Miss Clark kommt so ein bisschen und mache das, was ich gestern Abend beendet habe, heute Morgen weiter, damit ich echt vorbereitet bin auf der Insel. Der erste Offizier kommt auch nochmal an den Tisch. Ich möchte mich nochmals entschuldigen für den Vorfall gestern Nacht. Und wir werden mehrere Tage im Hafen bei Ascension liegen. Und in der Zeit werden wir selbstverständlich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen und möglichst den Schuldigen zu finden. Ja, vielen Dank. Das ist, denke ich, das Mindeste, was man tun muss. Weil das, denke ich, würde ein sehr schlechtes Licht auf diese Schiffslinie werfen, wenn sich das herumspricht. Ja,
Ja, das ist, ich verstehe, was Sie sagen wollen. Und dann wendet er sich fast hilfesuchend an Vivian. Möglicherweise wird sich Mr. Fitzgerald ja bis dahin erholt haben und kann uns unterstützen. Das tut er. Das tut er auch in Gedanken schon. Er ist dabei, alles durchzugehen. Und falls er sich nicht erholt hat, kann Miss Clark sie vielleicht unterstützen. Sie ist sozusagen die rechte Gehirnhälfte von eigentlich beide, nicht? Also, sie hat einiges gelernt. Aha, ja. Entschuldigen Sie mich, der erste Offizier geht weg und hinter ihm steht quasi schon so in Warteposition Markus Feldwith, der sagt, sie isst sein Gehirn. Ja. Das ist eine amüsante Formulierung. Sind Sie das? Bitte? Zumindest sein Gedächtnis. Sie schreibt zum Beispiel alles auf. Ist das so? Sein Blick fällt auf den Notizblock und den Stift, die du quasi fast immer dabei hast. Ja, guten Morgen, Herr Feldwist. Guten Morgen. Ich wollte mich nur nochmal versichern, dass es Ihnen gut geht, Miss Johnson. Mir geht es hervorragend. Wir sind gut vorangekommen und sollten im Laufe des Tages in Ascension ankommen. Guten Appetit. Ja, vielen Dank. Mhm. Ihnen auch. Ja. Ihr werdet wieder alleingelassen am Tisch, abgesehen von den Bediensteten, die immer mal wieder vorbeikommen, Dinge abräumen, fragen, ob du noch Kaffee willst. Ich nehme bestimmt noch einen, mit Sicherheit. Oder ob Tee gewünscht wird oder irgendetwas anderes. Wie geht's denn den Schläfen? Ich guck mal so ein bisschen, ob ich das sehe, ob das noch gerötet ist. Oder? Nee, es sind jetzt kleine, so punktuelle blaue Flecke geworden im Grunde. Wer macht denn sowas? Ich weiß nicht. Und warum? Ich habe ja schon einiges gehört, aber sowas? Haben Sie sonst noch irgendwelche Sachen gefunden, nicht so sichtbar? Sie meinen an mir Spuren? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Also, ach, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich das den anderen schon mal beschrieben hatte, wie sich das angefühlt hat und wie dieses, also das war eine ganz seltsame Mischung aus Klackern wie auf Holz und ein weicher, sehr weicher, schleimiger Körper irgendwie. Wissen Sie, ja, wie eine Art Seeanemone oder so. Was ist denn eine Seeanemone? Naja, das ist so ein Tier, das im Wasser lebt und so ganz weich ist, so ganz weich und so. War es auch nass? Sind Sie noch nie am Strand spazieren gegangen und haben eine Seeanemone gesehen? Nicht bewusst. Eine Wattwanderung gemacht, da sind auch ganz viele schleimige Viecher im Watt. Ja, das kenne ich. Aber sowas ist eigentlich nicht am Schiff, nicht? Nee, na, schon gar nicht im Schlafzimmer und saugt sich am Kopf fest. Seltsam. Naja, das war vielleicht auch irgendein Gegenstand, den derjenige da benutzt hat, oder? Vielleicht sollten wir es mal mit Hypnose probieren. Vielleicht erinnern Sie sich ja an was Ihnen jetzt so nicht bewusst ist. Hypnose? Ja. Meinen Sie, dass das bei mir funktioniert? Ich bin eine äußerst rationale Person. Das macht gar nichts. Wenn Sie glauben. Das könnte funktionieren. Sie haben ja trotzdem ein Unterbewusstsein. Auch als rationale Person. Einer der Bediensteten, der Herr, kurze Mitteilung, wir sind tatsächlich deutlich schneller vorangekommen als gedacht und werden heute schon am frühen Nachmittag in Ascension eintreten. Oh. Ah, dann, dass Sie Bescheid wissen, falls Sie an Land gehen wollen, das würden wir empfehlen. Es ist eine ausgesprochen interessante Insel, die schon Charles Darwin höchst faszinierend fand und deswegen ein Projekt dort gestartet hat, sie in einen Garten Eden umzuwandeln. Also das ist tatsächlich ein interessantes Fleckchen Erde. Ja, danke. Oh, Dankeschön. Gut. Ich muss da beruflich sowieso einen Landgang machen. Fräulein Obskur. Ja. Ist jetzt ein bisschen komisch, weil Sie gesagt haben, Sie haben handwerklich jetzt mal so gar nichts am Hut, aber ich hätte trotzdem mal eine Anfrage, dass Sie mir eventuell, ich sag mal jetzt, was sage ich denn da, beratend zur Seite stehen können. Wenn ich das kann, sicher? Ja, eventuell. Erinnern Sie sich an die Geschichte aus Berlin, wo ich gesagt habe, zwischen den Morsezeichen war plötzlich eine Stimme bei einem meiner Kollegen? Ja.
Ja, sowas Ähnliches scheint es mit dem Kabel auf hier Ascension auch zu sein. Na, aber Sie wollen mich doch jetzt nicht bitten, ein Kabel zu verlegen. Nee, aber mal am Kabel zu horchen. Am Kabel zu horchen. Naja, ob da was drin ist, was eben nicht technisch ist. Ich könnte das Kabel pendeln. Ja, und wir könnten ein bisschen mit Weihrauch arbeiten, um zu sehen. Oh, je, ich weiß nicht, ob das da ganz ungefährlich ist, so ein Kabel zu pendeln. Also wir reden hier von den Seekabeln. Ja, die haben sie 1908 haben die verlegt und vorher haben sie ja den Knallfunk. Ich lasse das mal mit dem Knallfunk. Jedenfalls scheint es da Probleme und Störungen zu geben. Und ich dachte immer, das hat was mit dem Vulkanismus zu tun. Da hätte ich jetzt unsere Geologin gefragt. Aber anscheinend, ich weiß es nicht. Es geht ein Kabel direkt nach Afrika runter. Und bevor die jetzt weitere verlegen wollen, wir sind ja sozusagen mitten in der Mitte, wollen die halt diese Störung erstmal klären, nicht? Und wenn da irgendwelche Geister im Kabel sind, bin ich mit meinem Latein am Ende. Ja, also man kann dieses Kabel gar nicht anfassen. Das ist quasi unterseeisch, oder? Ja, nee, ein bisschen was ist auch oberseeisch, aber ja, das sind schon. Das reicht doch. Ja, aber ich weiß nicht, kannst du die dann pendeln? Ich weiß ja nicht. Ja, also pendeln bedeutet, ich habe ein Pendel und ich erpendle dann. Ach so, und ich tschüss, ich denke da, so ein riesiges Kabel wird da gependelt. Ach so, nein, ich muss das Kabel gar. Also ich meine, es wäre natürlich gut, wenn ich das Kabel gefahrlos anfassen könnte. Ja, nee, das kriegen wir hin. Das ist ja nicht. Ja, ja, das ist ja gar ja nicht. Ja, natürlich. Ja, nee, dann. Würde dafür für eine solche Untersuchung denn Ihr Arbeitgeber aufkommen? Ja, der hat zwar noch nie jetzt Kabel gependelt und da wissen wir jetzt gar nicht, was da auf der, aber ich denke mal schon, es ist ja, also ich bin ja von einer größeren Firma, ja, wir sind ja zusammen jetzt mit London, den Kabel das ist und ich bin da als Experte runtergeschickt worden. Ja, wunderbar, also nur um einfach, man könnte es ja verkaufen, als um sicher zu gehen, dass da nichts ist. Du, ja? Das machen wir so. Ja, das kriege ich verkauft, du. Ah, prima. Klingt ja nach einem sehr spannenden Landgang, wer uns da erwartet, würde ich sagen. Ja, endlich Landgang. Oh ja, ich werde einmal nach dem Auge des Gesetzes gucken und ihm darüber informieren, dass ich von Bord gehe, um für ihn Informationen zu sammeln. Ja, tun Sie das. Ich gehe mal rüber zum Arzt und gucke, ob er da halt ist. Du siehst den Arzt, der unterhält sich gerade mit einer Dame mittleren Alters, die dramatisch eine Hand an ihre Schläfe und ihre Stirn gelegt hat. Der sieht auf, als du an der Tür halt eben kurz reinlinst. Einen Moment noch. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche den Mr. Fitzgerald. Oh, der ist gestern Nacht noch zu seiner Kabine zurückgekehrt. Ah, dann schaue ich da. Danke. Selbstverständlich. Dann, also, seit wann haben Sie die Kopfschmerzen? Merken wir die Frau und gehe dann runter zur Kabine von meinem Chef und klopfe halt mal an die Tür. Stille. Ich rückel mal an der Tür, ob die offen ist. Du drückst dran. Und die Klinke geht runter und sie ist nicht verschlossen. Das dann klopfe ich und gehe halt rein. Ich habe den, glaube ich, schon in schlimmeren Zuständen gesehen. Du gehst rein und die Kabine ist leer. Ich gucke, ob er im Bett lag, also ob das aufgewühlt war. Das ist tatsächlich gemacht worden. Ist die Zahnbürste nass? Oh, gute Frage. Nein, ist sie nicht. Der ganze Raum wirkt, ist kühl und sehr, sehr neutral. Normalerweise riecht man, wenn Fitzgerald länger in einem Zimmer war. Oh Gott. Ich weiß nicht, prüf mal an der Tür, ob die, also an der Balkontür, ob da irgendwie, ob er die aufgemacht hat. Die ist auch ganz normal zu öffnen mit einem Drehen des Knaufs. Und draußen ist der Balkon.
Da ist ein am Boden befestigter kleiner Stuhl und ein Tischchen. Gut. Tja, dann gehe ich auch wieder raus und mache die Tür zu. Und komm, verwundert wahrscheinlich, wenn ihr noch draußen am Deck seid, würde ich dann zu euch wiederkommen. Ja. Hm? Sehr seltsam. Der Herr Fitzgerald ist weder beim Arzt, noch hat er heute Morgen sich ist er aufgestanden in seiner Kabine. Also die Kabine war leer. Und er soll gestern Abend zurückgegangen sein. Naja, er hatte ja wohl Verdauungsprobleme. Vielleicht ist er auf dem Abort. Oder ja. Ein Spaziergang auf Deck, um sich von seinen Magenproblemen zu holen? Er hat die Nacht nicht in diesem Zimmer verbracht. Aber nicht, dass der jetzt in einem anderen Zimmer, also ich meine, der war jetzt nicht bei Miss Johnson, oder? Nein. Nein. Aber er ist kein umtriebiger Kerl, ist er? Dass er vielleicht sich schon vorher da was klar gemacht hat? Naja, das möchte ich weder bestätigen noch ausschließen. Wir kennen nicht alle Fakten. Natürlich. Andere Sache, die Dame, die mit dem violetten Schal immer am Deck steht, ist gerade beim Doktor und hat über Kopfschmerzen geklagt. Oh. Vielleicht kann jemand von uns mal mit ihr reden und nochmal schauen. War denn irgendwas sichtbar? Ich war nur kurz drin. Ah. Ich habe ja nach Mr. Fitzgerald gesucht. In dem Moment dringt das laute des Schiffshorns zweimal und dann dringt, hört ihr in der Ferne auch eine leise Antwort. Scheint, wir nähern uns der Insel. Ja, das ist nicht mehr lang. Vielleicht kann Miss Johnson, ich meine, wenn die Dame was erzählen kann, dann haben Sie die meiste Erfahrung, das Erzählte wieder zu erkennen. Verstehen Sie? Ich könnte ihr erzählen, dass ich auch Kopfschmerzen habe und ihr diese Stellen zeigen, oder? Ha. Beispielsweise. Ja. Oder vielleicht haben Sie so ein Kräuterchen, Madame Obscur, was Sie anbieten können als... Ja, sicher. Also ich habe da noch diese Gesichtsmaske, die ich vor nicht ganz 3 Monaten von diesem Quacksalber... Ja, ich finde was. Das heißt, ihr lauert der armen Dame beim Arzt auf? Nicht direkt beim Arzt, aber so vielleicht vor der Praxis, vor der Arztkajüte oder so. Und ich grab mal so einen Tiegel aus meinem großen, sehr vollen Koffer. Wird einen Moment dauern, befürchte ich, bis ich da was Passendes finde. Kram. Die Dame kommt auf jeden Fall dann relativ bald auch aus dem Behandlungszimmer des Arztes heraus und macht so ein kleines und hat ein Döschen mit Pillen in der Hand, mit dem sie rappelt und dann relativ gelassen und offensichtlich unbeschwert über das Aussichtsdeck flaniert und euch auch zunickt, den Leuten, die da schon warten. Ich schwenke mal auf sie ein, um neben ihr her zu flanieren. Ascension sollte, sie neigt sich, ja, da kommt es in Sicht. Ich schiel mal so ganz unauffällig auf ihre Schläfen. Nein, da ist nichts. Da ist nichts. Sieht sie denn irgendwie bleich oder nachhaltig verstört aus oder irgendetwas, was so... Die wirkt ziemlich gesund für dich. Okay. Die wirkt ziemlich gesund. Sie guckt dich irritiert an als du. Verzeihung. Ach, ich... Wir sollen gleich einlaufen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sind doch... Ja, ich hatte so diese Schwingung, als sie an mir vorbeigelaufen sind. Ich will sie da jetzt auch gar nicht beunruhigen. Haben Sie meine Augen sehen? Sowas in der Art. Und nun, sie besorgt mich ein wenig. Kann es sein, dass sie unter Kopfschmerzen leiden? Also, nur wenn mein Mann fragt. Ah, ich verstehe. Also ansonsten ist alles in Ordnung. Ja, ja. Ihnen geht es gut? Ja. Ja. Aber Sie waren, bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber Sie waren doch gerade beim Arzt. Ja, natürlich.
Aber Ihnen geht es gut. Haben Sie noch nie? Sie klappert mit dem kleinen Kistchen. Ah! Natürlich. Ich verstehe. Ja. Ja. Ja, wir sollten bald anlegen. Es ist wirklich ein wunderschöner Tag. Ja. Ich nicke gönnerhaft und gehe. Der Dame geht es gut. Falscher Alarm. Sie braucht, sie braucht lediglich was für die Nerven. Dann ist ja gut. Da wird Fräulein, man ja schon misstrauisch. Fräulein Clark? Ja, Herr Blum? Ich bin ja jetzt nicht vom Fach, aber ich habe mir gerade überlegt, wenn wir jetzt gleich anlegen, wird ja eine ganze Mannschaft und ein paar Besucher, also es werden einige das Schiff verlassen. Wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie die Erste sind, da Ihr Chef ja jetzt nicht da ist, und einfach mal schauen, wer so das Schiff verlässt. Wenn ich, rein hypothetisch, jetzt gestern Miss Johnson angefallen hätte, wäre es sehr gelegen, jetzt dieses Schiff zu verlassen, bevor man mich findet. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Einfach mal so einen Blick drauf werfen. Vielleicht jemanden, den wir jetzt... Ich meine, wir sind jetzt schon Tage unterwegs, aber man sieht ja dann doch immer nur dieselben Herrschaften und Damenschaften am Tisch sitzen. Einfach mal so einen Blick. Ja, vielleicht warte ich einfach am Ausgang ein bisschen. Auch ob mein Chef da langsam auftaucht. Ich mache mir ja doch Gedanken, wo er jetzt... Ich schaue nochmal. Ich hole jetzt nämlich mein Werkzeug, meine Ausrüstung unten und schaue nochmal, ob ich ihn finde. Ja, gut. Verzeihung? Nein, nach Ihnen. Nun, ich wollte mich nur entschuldigen. Ich muss noch kurz in meine Kabine und meine Ausrüstung für den Landgang packen, denn ich brauche ja ein paar Dinge. Unbedingt. Für diese Exkursion. Sie werden mich hoffentlich begleiten, nehme ich an, oder? Selbstverständlich, das klingt wahnsinnig spannend. Wolfram. Die Arundel Castle ist jetzt mittlerweile auch dabei, langsam auf das Pier zuzuhalten. Vor Georgetown, der einzigen größeren Siedlung auf der Insel, die sich auch mit ihrem ungewöhnlichen Profil jetzt deutlich sehen lässt, weil das Schiff seitlich anliegt. Und die größten so aussieht, als hätte man einen flachen Teigkuchen aufs Meer gesetzt und dann einzelne große Mehlberge da drauf geworfen, die also auch tatsächlich regelmäßig nach oben zu gehen, die eine wirklich fast schon bilderbuchartige klassische Vulkankegelform mit einem besonders großen Kegel und mehreren kleineren, die im Umkreis davon verteilt sind. Das heißt, auch gerade die Geologin, wenn sie einen Blick rüberwirft, denkt sie sich, oh, das ist, könnte man fast so als eine Zeichnung in einem Lehrbuch unterbringen, dieses Inselchen. Und an vielen Stellen sieht man auch relativ kahles Gestein, einen rötlich-braunen Boden, aber der wird an mehreren anderen Orten und auch von Georgetown aus grün langsam zugewuchert. Und ihr seht, dass da manche von diesen Pflanzen auch sauber mit einem quasi im Rhein die Hänge hochwandern und offensichtlich gezielt dort angelegt und gezogen wurden. Ich würde ein bisschen da, wo der, wie nennt sich das, Schiffsausstieg, ist in der Nähe halt warten, dass ich sehe, wer das Schiff verlässt. Du gehst quasi als Erste runter, also als erstes geht jemand von der Mannschaft runter. Ja, und sieht das. Ja. Es kommen auch Leute vom Hafen euch entgegen und dann sieht man, dass du offensichtlich es sehr eilig hast und reicht dir auch dann vorsichtig die Hand, um dich zu führen. Und ja, es kommen mehrere Gäste runter und einige Leute von der Crew, die offensichtlich auch Landgang haben dürfen. Dann siehst du ein Pärchen, das schwatzend darunter flaniert. Und dann schiebt der Diener mit seinem Turban und seinem Vollbart die Lady Rhythm über den Gangplank langsam runter mit einem leisen Knarzen und Quietschen von den Reifen ihres Rollstuhls. Und dahinter kommt Markus Feldwith, der in einem Notizbuch liest und gleichzeitig sich ein paar Sachen... Ich warte da einfach. Ich warte eher auf die Damen und auf Herrn Blum. Kann es sein, dass bei irgendjemandem im Hintergrund noch jemand anders redet? Ja, ich werde Clemens sagen. Er muss seine Oma mal auf leise stellen. Das habe ich ja schon gefragt. Wie heißt Geisterstimmen aus dem Off? Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit gehofft, dass es nicht ich bin. Das sind doch die Störungen im Kabel. Gut.
Sie beobachtet also und wahrscheinlich notiert sie sich auch, wer runterkommt, die einzelnen Personen. Also auffällig sind tatsächlich die Lady Frithem, der Markus Feldwith. Du siehst dann neben dem einen Pärchen, das du gesehen hast, siehst du auch die Dame, die sich die Tabletten besorgt hat mit ihrem Ehemann, einem sehr bleich und etwas wie so ein Bassethund wirkender Mann. Und dann noch jemand mit einem ordentlichen Tweedanzug und einem Buch unter dem Arm, der sich umschaut und dann auch gleichzeitig auch noch einen Kasten mit Farben offensichtlich dabei hat und das klassische, ich muss dies in einer Skizze festhalten, Blick um sich wirft, mit dem er ausführlich schon den Leuten vormacht, dass er ein Künstler ist. Ja, also du notierst dir jeden Einzelnen, der die Planke herunterkommt. Und dann kommen vermutlich auch die anderen drei von deiner Tischrunde dazu. Werkzeugkasten, Brecheisen, Schutzbrille, Flachmann eingesteckt, Notizblock, Bleistift, eine robuste Hose, Hosenträger, Werkzeuggürtel und die Schieberkappe. Und dann schiebe ich mich auch die Gangway runter. Ja. Ja. Und wer auch mal runtergekommen ist, ist dein Auftraggeber Frederik Janssen, der da auch steht und ein bisschen unwohl wirkt und dann sagt, ja, ich glaube mal, es gibt nicht so viele Transportmittel hier auf der Insel, Leonard. Ja. Ich schätze irgendwie, ich glaube, es gibt sowas wie ein paar Maultiere hier und ansonsten vielleicht muss man sich wohl per Penis fortbewegen und Fahrräder hat irgendjemand auch hierher gebracht, aber was für ein Unsinn. Ich hab sowieso schon Seegang, Herr Janssen. Ist es denn weit von Georgetown? Wir müssen, glaube ich, zu English Beach hoch. Das ist nicht so. Ja, andererseits nicht, wahr? Solange die Beine tragen. Ich merke nur meine Schulter. Das Klima hier ist ja doch ein bisschen was anderes als in Lübeck. Es kommen jetzt auch mehrere Leute mit etwas improvisierten Pagenuniformen euch entgegen und deuten auf das Gepäck von mehreren Leuten. Jemand nähert sich auch. Wollen Sie ein Zimmer im Hotel? Oh, nee, im Hotel nicht. Wir haben ja eins in dem schwimmenden Hotel hier. Dankeschön. Ich bin nur zur Reparatur hier. Die Damen vielleicht? Ich gerade nicht, danke. Naja, dann trotzdem einen angenehmen Tag. Danke. Markus Feldwith ist unten stehen geblieben, während die Witwe sich halt weiter schieben lassen und jetzt irgendwo in dem kleinen Ort verschwunden ist und sieht auch mit seinem Lächeln dem Missmaßen entgegen. Ja, so langsam, aber sicher kommt mir sein ständiges Lächeln irgendwie schon ein bisschen komisch vor. Ich habe mich auch fertig gemacht für die Exkursion, mit Hosen bekleidet. Und das scheint ihn nicht zu stören. Mit Ausrüstung und genau, und schließe dann zu ihm auf. Sehr schön, sehr schön. Wann werden Sie, sind Sie sofort bereit? Ja, ich bin aufbruchbereit. Vielleicht. Gut, dann wir müssen ein bisschen die Wege sind hier teilweise nicht alle gleich sicher. Ein Stückchen nördlich gehen und dann ein bisschen eine Kurve laufen. Sie sind gut zu Fuß? Ich bin gut zu Fuß, natürlich. Ja, und unser quasi unser Hauptsitz, der ist näher am Green Mountain. Er deutet auf den größten von den Kegeln. Und Hauptsitz. Ja. Was meinen Sie mit Hauptsitz? Wo die Untersuchungen sind. Aber zugegeben, der Ort, das Zimmer, das Gebäude. Das Gebäude, in dem wir die meisten Proben und sowas untergebracht haben, die sind bei English Beach. Vielleicht wäre das auch interessant. Ah, ist das nicht der Ort, an den Sie hinwollen, Herr Blum? Ja, müssen, aber richtig, wir müssen nach Norden und hervorragend. Warum dann nicht wir zusammenwandern? Ja, eben, genau. Das wäre ja ganz schön. Dann holen wir doch noch Miss Clark, Fräulein Obscur. Ja. Ich komme mit so einer Tasche. Mit Kram aus der Seite hängt auch so ein bisschen ein obstruses Kraut aus. Manche Leute würden denken, könnte Weihrauch sein. Leute, die sich mit Rauchkraut auskennen, sehen auf den ersten Blick, das ist sicher kein Weihrauch. Sondern? Oh,
Ja, eine Genussdroge mit ziemlicher Sicherheit. Hm. Naja, was Illegales und was Legales ist ja 1920 teilweise noch anders als heute. Ja, das ist richtig. Außerdem, sie hat außerdem schon den Flachmann in der Hand für so einen kleinen Marschschnaps und bietet auch an, wenn jemand möchte. Ein guter Scotch. Oh, ich habe einen Cognac. Oh, wunderbar. Na, dann machen wir uns doch auf die Wanderung, richtig? Mhm. Gut. Ist der allgemeine Aufbruch. Rings um euch mehrere Leute nehmen offensichtlich auch ein Zimmer im Hotel und scheinen ein bisschen einen Urlaub machen zu wollen. Ach, ich habe ja gehört, dass hier alle meine möglichen exotischen Pflanzen auch angebaut wurden, nachdem Darwin das zu einer Edeninsel erklärt hat. Gesprächsfetzen, die um euch herum schwirren. Und dann macht ihr euch auf den etwas behelfsmäßig einen ausgeschilderten Weg Richtung English Beach, was nördlich von euch auf der Insel liegt. Wirkt Mr. Feltham eigentlich irgendwie beunruhigt oder eben irritiert, dass die anderen mitkommen? Er scheint immer zu versuchen, entweder schneller zu gehen oder langsamer zu gehen und irgendwie ein bisschen Abstand zu der Gruppe herzustellen. Okay, also ich versuche definitiv das Gegenteil davon. Ja, also ich arbeite für die Stiftung, das habe ich ja schon erwähnt, richtig? Das sagten Sie bereits, ja. Was ist denn das Ziel der Stiftung oder der Zweck davon? Wir suchen nach seltenen metallurgischen Vorkommen und versuchen quasi eine weltweite Karte zu erstellen ihrer Verbreitung und ihrer Vorkommen und wo sie sich am günstigsten abbauen lassen. Aha, da erscheint mir eine Vulkaninsel für Wolfram nicht sehr naheliegend. Deswegen ist es ja tatsächlich so spannend. Ich glaube eher, dass es nicht an dem vulkanischen Gestein liegt, sondern was hier an die Oberfläche gedrückt wurde, an anderem Material. Und das wäre doch interessant herauszufinden, wie das zusammenhängt und ob man vielleicht an einem anderen Ort besser suchen sollte und wie hier nur ein Ausläufer von einem... Verstehen Sie, was ich meine? Eine tiefer liegende Ader, meinen Sie, die man an anderer Stelle vielleicht besser abbauen kann. Tiefer, sozusagen. Tiefer. Wie tief wollen Sie denn abbauen, wenn ich fragen darf? Schließlich dürfte die Meeresumgebung hier vielleicht doch einige Hindernisse bereithalten, was einen solchen Abbau angeht. Ja. Ja, zum Beispiel das Meer. Ja, genau, das Meer, das meinte ich. Das sollte man annehmen, aber wir verfügen über modernste Abbautechnologien. Die Insel hat ja auch mehrere Taucheranzüge und Ausrüstungen dafür zur Verfügung. Ein dafür ausgestattetes Boot, wegen des Kabels. Aha. Ja, ja. Das Kabel, nicht wahr? Puh. Also darunter, ich meine, nichts dagegen. Schauen Sie sich den Strand an hier. Wunderschöner Strand. Herrlich. Aber weiter, also ins Wasser, da bin ich irgendwie nicht gemacht. Das ist total untypisch für Nordjung. Aber auf Wasser, kein Problem. Aber in und dann noch unter. Herrje. Also dafür sind wir nicht gemacht, sage ich. Naja, vielleicht nicht jeder ist für alles gemacht. Manche Leute bringen mehr Fähigkeiten und Wissen mit als andere nicht. Ach, Sie tauchen, oder was, Markus? Das und anderes, ja. Sie sind doch sicherlich auch eher eine Frau, die für ein solches Abenteuer zu haben wäre. Er starrt weiterhin Miss Johnson an. Ich fühle mich. Guckt er dir in die Augen oder tiefer? Nein, er guckt dir in die Augen. Ja, ich glaube, er stiert wirklich so richtig, ne? Also ja, Eleanor ist ja eher ein bisschen naiv, was andere Menschen angeht, aber wie gesagt, so langsam wird er ja auch ein wenig unangenehm. Er stolpert auch hin und wieder, während er den Blickkontakt hält. Mhm. Ja, geht es Ihnen nicht gut? Die Lady und die Gesellschaft, für die ich arbeite, haben mir nachdrücklich gesagt, dass sie wirklich daran interessiert sind, mit Ihnen vielleicht auch längerfristig zusammenzuarbeiten. Und er versucht wieder ein bisschen Abstand zur restlichen Gruppe herzustellen, wird etwas langsamer und macht diese Gesten, dass du auch ein bisschen Abstand einnehmen sollst. Mhm. Denkt dann auch die Stimme. Und wir verfügen über Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung, die sie erstaunen würden. Und Möglichkeiten, an Orte zu gehen, die sie... Wir können sie in Tiefen bringen und in Höhen, die sie sonst in ihrer Karriere niemals sehen werden. Das klingt überaus verlockend.
Es scheint mir, diese Stiftung ist wirklich sehr außergewöhnlich. Sie scheinen ja wirklich unbeeindruckende Mittel zu verfügen. Sagen Sie, wie machen Sie das? Wir haben eine Reihe reicher Gönner und wir haben erzielt gute Ergebnisse. Verstehe. Nun, lassen Sie uns doch erstmal diese Probeexkursion abschließen und dann kann ich mir überlegen, ob eine weitere Zusammenarbeit für mich von Interesse wäre. Glauben Sie mir, es ist absolut in Ihrem Interesse, für die Montane Investigationsgesellschaft Ost zu arbeiten. Wenn Sie das sagen, dann glaube ich Ihnen das sofort. Also, Sie haben gesagt, Tiefen? Wie meinen Sie das mit Tiefen? Also Tiefen, in die man kommen kann? Wissen Sie, ich stelle mir vor, ich habe ja noch diese Doktorarbeit, diese ungeschriebene. Mhm. Da gäbe es bestimmt das eine oder andere gute Thema dafür. Mit Sicherheit. An Orte, wo normalerweise die Menschen dem Druck oder dem Unterdruck nicht standhalten könnten. Es sind nur ein paar Modifikationen nötig, aber wenn Sie mutig sind? Oh, mutig bin ich auf jeden Fall. Sicher. Wir sollten wieder zu den anderen aufschließen. Wir verlieren den Anschluss. Ah ja, natürlich. Aber wir trennen uns ja eh in English Beach dann, wenn die zur Kabelstation gehen und wir zum Hauptsitz der Gesellschaft. Ja, theoretisch würde ich mir das ganz gerne anschauen, was Madame Obscure da eigentlich vorhat mit diesem Pendeln an dem Kabel. Das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube nämlich nicht, dass das funktioniert. Ja, das glaube ich auch nicht. Es gibt solches Dinge, von denen die meisten Menschen nichts wissen, aber Pendel gehört, glaube ich, nicht dazu. Auf dein Drängen hin schließt er auch mit dir in der großen Gruppe wieder auf und pfeift leise vor sich hin, offensichtlich. Es ist ja ein bisschen suspekt, wenn die beiden sich so absondern. Ist da irgendwas aus der Körpersprache rauszulesen? Also nicht jetzt direkt über die Konversation, aber so wie die Konversation auf zwischenmenschlicher Ebene stattfindet? Ob ihr das unangenehm ist oder ob... zum Beispiel. Ob ihr das unangenehm ist. Ja, oder auch. Julia kann ja mal sagen, ob das deutlich lesbar ist. Wenn sie gut ist im Körpersprache lesen, dann wird sie wahrscheinlich feststellen, dass Eleonor wahrscheinlich skeptisch wirkt, aber irgendwie auch interessiert. Also sie hat schon eher eine offene Körpersprache. So das, was er sagt, scheint irgendwie für sie auch durchaus interessant zu sein. Hast du denn irgendwie, wie sehen denn deine Werte in Psychologie oder Psychoanalyse aus, Ivy? Psychoanalyse glaube ich nicht, aber Psychologie dürfte ich haben. Oh Gott, Alphabet, ja, so ganz einfache Sachen im Leben. Ja, ich hab Psychologie, ich könnte da drauf würfeln. Oder willst du nur den Wert wissen? Ich will nur den Wert wissen. Achso, 35. 35. Also ja, so kannst ein bisschen Halbwissen. Dann kannst du feststellen, dass da zumindest irgendwie, sie wirkt nicht irgendwie so angewidert oder als würde sie unbedingt ihn loswerden wollen, aber so ein bisschen ein unklarer Eindruck liegt in der Luft. Ja, ach, vielleicht brauchst du auch nur eine Pause, ich sag mal. Mr. Feldsmith? Mr. Feldsmith? Ja? Ja, ja. Dürfte ich um einen Gefallen bitten. Hier, der Herr Blum hat ja schon... Madame Obscure. Er scheint im Kopf eine Liste durchzugehen und dann... Pendeln. Ja, der Herr Blum, der hat ja schon so schwer zu tragen und ich würde wahnsinnig gerne eine rauchen. Tragen Sie doch mal meine Tasche. Und halt's ihm direkt. Ist die Tasche schwer? Ich habe so eine, ich weiß nicht, wie sich das nennt, so eine Mary Poppins Tasche, so eine große Tasche mit Handgriff und da ist... Also, ja, ich würde schon sagen, also so 5-6 Kilo hat die schon. Das heißt, er nimmt sie und dann... Selbstverständlich. Vielen Dank. Wenn ja. Es bis zum Ort. Vielen Dank. Und dann stecke ich mir eine an. Ja. English Beach kommt in Sicht. Ihr müsst so erst einen Hang hoch und habt dann einen von den kleineren Kegeln so halb umrundet. Und jetzt seht ihr unter euch tatsächlich eine ausgesprochen hübsche weitere kleine Sandbucht. Einen mit Strand. Und da es Frühjahr ist, seht ihr dort tatsächlich auch einige Schildkröten als kleine Punkte über den Strand kriechen. Und dort ist ein kleiner Ort, der vor allen Dingen sich durch ein nettes, aber relativ schlicht gehaltenes Herrenhäuschen auszeichnet. Mehrere einfache, eher so Arbeiterkabäuschen erinnernde Hütten
und eine Einrichtung, wo auch ein Zaun drumherum ist und wo mehrere offiziell aussehende Schilder dran stehen. Das müsste wohl die Anlage sein, wo die Kabel verwaltet werden. Wenn der gute Marcus beschäftigt ist mit Tasche tragen, würde ich mal die Gelegenheit nutzen, zu Mrs. Clark aufzuschließen und ihr mal zu berichten, dass also diese Gesellschaft oder diese, wie sagen die, diese Stiftung wirklich über scheinbar herausragende technologische Errungenschaften verfügt und was für ein richtig gutes Angebot er mir gemacht hat. Ich habe noch nie von dieser Gesellschaft gehört, oder? Ja, wie sagte er, Montane Investigativgesellschaft Ost oder so irgendetwas in der Art. Ja, ich habe davon auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Aber man weiß ja nicht alles, nicht wahr? Ja, ich würde mich auf jeden Fall vorher kundigen, was das, ob sie eine renommierte Stiftung sind. Ja, wissen Sie, ich denke mir halt, das wäre eine gute Gelegenheit für meine Doktorthesis. Oh, tatsächlich. Ja, warum nicht? Ich meine, wenn sie scheinen ja auch scheinen ja aufgeschlossen zu sein, Frauen anzustellen, was ja durchaus ein modernes Ansinnen ist. Ja, in der Tat. Naja. Ihr betretet den Ort, insofern man diesen Ort betreten kann, halt nicht so wirklich eine Grenze, sondern da sind halt eben ein paar Häuschen an einer sehr einfach angelegten Straße, die da sich an die Küste schmiegen. Und Marcus Feldwith reicht Madame Obscure demonstrativ ihre Tasche zurück. Oh, vielen Dank. Und deutet dann auf das kleine Herrenhaus. Miss Johnson? Hier? Ja? Viel Erfolg bei den Kabeln. Und dann winkt er dir eben zu folgen zu dem Gebäude. Wollen wir nicht einmal bei dieser Pendelaktion zusehen? Oder haben wir es sehr eilig? Ich weiß es nicht, wie sehr sind Sie denn an Wissensgewinn interessiert? Wollen Sie beim Pendeln zuschauen oder sich wirklich modernste Technologien ansehen? Nun gut. Ich werfe den anderen nochmal irgendwie so einen Blick zu, ein, halb hilflos, halb resigniert. Dann lassen Sie uns gehen. No, Fräulein Johnson, einen kleinen Augenblick mal. Wollen Sie wirklich alleine gehen, nachdem diese Möwe gestern Nacht ja sie ziemlich durcheinander gebracht hat? Also so ganz alleine? Ja, wissen Sie, Herr Blum, nicht unbedingt, aber wenn es eilt. Aber Sie haben ja hier was zu tun, leider. Ja, das eilt jetzt mal nicht so. Also ich meine, ich kann ja Jansen sagen, dass ich da ein bisschen Nachforschungen. So. Ich muss mich außerdem, bevor wir pendeln, erst mal auf die Aura dieses Ortes einstellen. Ja, das so, so dauert, Aura. Das dauert eine Weile. Richtig. Ja, also wenn das nichts ausmacht, Herr Fisselwiss, da würden wir doch zusammen noch einfach mal gucken, was da in dem Herrenhaus, also bei Ihnen so, außerdem ist ja noch früh am Tag. Das macht leider was aus. Ah. Also ich kann einfach nicht jeden auf das Gelände der Stiftung lassen. Außer Gäste natürlich. Und das Auge des Gesetzes. Oder haben Sie was gesagt? Entschuldigung, Sie sind doch eine Sekretärin, oder? Bitte? Sie sind doch eine Sekretärin, oder? Ich sehe hier keinen Mr. Fitzgerald, Ermittler von Scotland Yard, sondern nur eine Frau mit einem Block. Richtig, richtig. Aber Sie wollen nicht, dass ich ihm Bescheid sage, dass hier etwas sein könnte, oder? Dann ist das Auge des Gesetzes mit seiner vollen Aufmerksamkeit hier. Das können Sie gerne machen, sagen Sie Ihrem Chef Bescheid, wenn Sie ihn finden. Miss Johnson, wenn wir Ihre entfernten Bekanntschaften dann hier zurücklassen könnten. Ja, richtig. Ich will Ihnen nur kurz was kommen Sie nochmal, wenn Sie da alleine hoch müssen, ganz kurz noch nur eine Sache. Ja, ich gehe mal rüber. Er holt eine Taschenuhr raus und schaut drauf. Ja. Und zwar ist jetzt nichts gegen die Nationalität, aber das hier der einzige Engländer, der wirklich was taugt. Und ich gebe dir eine ziemlich schwere Zange mit. Sagen Sie, die brauchen Sie für Ihre meteorologischen Messungen oder sowas. Und wenn das zu viel wird, dann damit muss man gar nicht groß Schwung herum. Das Ding hat genug Schwung, ja? In Ordnung? In Ordnung. In Ordnung. Ja. Gut. Ich habe keine gute. Naja.
Falls was ist, wir sind nicht so weit beim Stellwerk da drüben. Also. Ich meine, er gehört einer Stiftung an und er ist ein Offizieller und er ist dann... Ja, aber er ist hier so ein Studierter und hat die Nase sehr weit oben. Ich meine, eine Frau mit Block, ich bin nur ein Handwerker, sie ist anscheinend verrückt und pendelt. Und außerdem guckt er sie so ganz komisch an. So ganz, ganz komisch. Meinen Sie? Ja, nehmen Sie mal den Engländer mit. Zwei Engländer sind immer zu viel. Ja, nicht also, von daher. Ja, vielen Dank. Ich stecke das mal in meinen Rucksack, was er mir gegeben hat. Die Zange. Wir haben noch, also im Relativ. Miss Johnson? Ich wäre dann soweit. Klack! Er macht die Uhr wieder. Hervorragend. Dann darf ich Sie bitten, ein etwas improvisiertes kleines Hauptquartier der Gesellschaft. Mhm. Er macht einen Flügel der Doppeltür auf, nachdem er einen Schlüssel rausgeholt hat. Und dahinter ist ein angenehm kühler, erstmal Vorraum, Empfangsraum mit zahlreichen kleinen Vitrinen, in denen ausstellungsmäßig verschiedene Erzproben und dergleichen sich befinden. Und von der Decke herab hängt tatsächlich ein Orrery, ein Astrolabium, eine Darstellung des Sonnensystems, die leise funkeln, sich hin und her dreht aus Messing. Besprechungszimmer, genau. Er deutet nach rechts und eilt dort auf eine weitere Tür zu. Ganz kurz gehen wir zu der anderen Gruppe. Die bewegt sich wohin? Ich will eher dafür, dass wir in der Nähe dieses Landhauses oder dieses Anwesens bleiben. Nur für den Fall, dass was passiert. Ja. Ich habe kein gutes Gefühl. Er hat ja auch gerade gedroht mit dem Herrn Fitzgerald. Sehr gut. Ja, ja. Also ich habe schon viel erlebt, gerade bei Männern. Und das ist ein ganz spezieller. Ja, dann machen wir es mal so. Ich lege meinen Kram da ab, wo er hin muss und komme dann so schnell wie möglich wieder. Und Sie behalten einfach mal das Gelände hier im Auge. Vielleicht können wir ja so an den Fenster ran so ein bisschen. Mhm. Ja, aber bringen Sie sich nicht in Gefahr. Wenn das irgend so eine Gesellschaft ist mit so Privatgedönsen und sowas, da ist ruckzuck. Ich meine, wir sind hier, ich weiß gar nicht, St. Helena, das gehört ja irgendwie auch zu Briten oder so. Aber da müssen wir aufpassen, nicht? Ich bitte Sie, ich habe mal beim Film eine Spionin gespielt. Ich weiß, wie sowas geht. Ja, alles gespielt haben. Ja, da würden Sie staunen, mein Lieber. Ja, ich habe mal im Theater das Licht gemacht. Auch eine wichtige Arbeit. Ja, na denn, ich bin gleich wieder da. Ich eile und hüpfe. Du eilst und hüpfst. Ja. Dann die beiden anderen Ermittlerdamen wollen sich näher an das Gebäude bewegen, unbemerkt? Ja. Dann dürft ihr beide mal auch verborgen bleiben. Kann ich das? Ich schau mal. Ich kann das gar nicht, aber das wird schon. Während Leonard Blum eilig zu der kleinen Station runterläuft und als du da einen neuen Blickwinkel bekommst und da so halb rumgehst, siehst du, dass auf dem Weg davor, der dann auch in ein Pier übergeht, an dessen Ende ein kleines metallenes Boot schaukelt, das aber relativ schwer im Wasser liegt, ein Rollstuhl abgestellt wurde mit einem Berg aus Decken darauf, der wie ein riesiger, unförmiger Haufen daraus hervorquillt und einem Schal, der darüber gelegt wurde. Ich erschreck wieder, weil, die Alte. Aber der Rollstuhl ist leer, also unter dem Berg aus Decken ist keine Person mehr, sondern sie ist dann wohl... Guckst du, also eine kleine Person könnte sich in diesen Bergdecken durchaus verbergen. Wenn du näher hinguckst, da gucken keine Hände, keine Füße raus, kein Kopf. Es scheint einfach nur ein Haufen warmes, flauschiges Zeugs zu sein. Okay. Es sei denn, du möchtest da noch genauer irgendwie drin rumwühlen. Nee. Könnte peinliche Ergebnisse geben, wenn wirklich jemand da drin ist. Auch. Tatsächlich. Ich würde tatsächlich das Werk sozusagen angehen, wo ich dann gebraucht werde, würde aber den dortigen, keine Ahnung, Ingenieuren oder derjenige, der am Telegraph arbeitet, sagen, dass ich gleich wieder da bin, nur mein Zeug hier, schwerer Werkzeugkasten. Du eilst also rein, da sitzt ein etwas verhärmt wirkender, aber trotzdem gepflegter und sauber rasierter Mann der sich so ein Ohrteil an den Kopf drückt und mit gerunzelter Stirn auf Aufzeichnungen schaut und hochschaut und sagt: Moin, hello. Wollten Sie nicht, mir wurde gesagt, dass jemand hierher... Ja, Janssen Engineering, wir sind aus Hamburg-Lübeck und wir sind hier wegen Störungen. In Störungen. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass Sie sich da irgendwie genauer was anschauen müssen, ganz ehrlich.
ich bin jetzt hier erste Klasse extra hergefahren worden. Was schreiben Sie denn da auf? Ich schaue mal über die Schulter. Er legt die Hand drauf. Also mir wurde gesagt, dann zerknüllt er das Papier, auf dem er notiert hat. Nein, das sind wieder nur Störsignale. Das ergibt alles keinen Sinn. Störsignale, genau. Also Morsesignale, die aber keinen Sinn ergeben, ja? Ja. Und deshalb bin ich hier. Ich bin hier, damit das Sinn ergibt. Tut mir leid, Freund, aber nicht jeder hat die Ausbildung an der Berliner Technikerschule. Ja, von daher, ich würde mal reinhören und gucken, ob ich vielleicht was rausfinde. Ich bin... Soll erst mein Chef kommen? Also Herr Jansen ist persönlich da. Naja, dann. Er rückt mit seinem Stuhl weg. Dauert nur ganz kurz. Gut. Wechseln wir zu den beiden Mädels, die erschleichen. Wie habt ihr gewürfelt? Schlecht. Eher nicht so. Also ich würde ja vorschlagen, gibt es da irgendwie so Palmwedel oder sowas? Oder einen Faden, den man sich kriegen kann? Okay. Du stellst fest, dass du dich gar nicht so richtig weißt, wie man überhaupt schleicht. Was du machen kannst, ist jetzt den Wurf forcieren. Das heißt, du darfst den nochmal würfeln, aber dann passiert wirklich was Schlimmes, wenn er daneben haut. Ach so. Ja. Oder ja, was Interessantes. Warum denn nicht? Ja. Unbedingt. Ja. Gut. Ich bin wirklich schlecht darin. Ich habe eine 1 gewürfelt. Ist das gut? Ja. Du schaust dich um, du findest mehrere sehr dicht wachsende Pflanzen, die dir unbekannt sind, aber eigentlich sehr hübsch aussehen, und nach etwas Rupfen und Stopfen bist du, inklusive Vivian, die du unter den Arm klemmst. Das ist ein laufender Busch. Quasi ein laufender Busch, der seitlich trippelnd in dem Garten verschwindet und sich an eins der Fenster lehnt. Yeah! Und ihr seht dahinter einen eher spärlich erleuchteten Raum. Jemand hat auch eine Blende heruntergelassen, aber du hast dich perfekt zusammen mit Vivian an einen Punkt positioniert mit einer 1, wo du durch diese Blenden linsen kannst und den Raum trotzdem relativ gut erkennst. Du siehst, wie jetzt gerade die Tür aufgeht und dann der Mr. Felsworth, die Miss Johnson reinwinkt. Und ansonsten sind im Raum eine ganze Reihe von seltsam aussehenden Messing Zylindern und Kanistern und Lautsprechern und dergleichen untereinander verkabelte und mit Röhren verbundene große, seltsame Gerätschaften, die für euch überhaupt keinen Sinn ergeben. Da bräuchte man wahrscheinlich einen Leonard Blum oder sonst irgendjemanden, der sich damit auskennt. Oder ein Geologiestudium. Mhm. Und du stellst fest, da ist doch noch ein kleiner Riss im Rahmen des Fensters. Ihr könnt sogar halbwegs ein bisschen hören, was da drin vorgeht. Oh, super! Was? Unglaublich. Was ein Zufall. Ja. Miss Clark. Ja. Wir sind live dabei. Eindruckende Fähigkeit. Tatsächlich, Julia, dein Charakter wird von Mr. Feldwith in den Raum reingewunken. Genau, der Besprechungsraum. Ja, gut. Wo sind denn die Proben, die Sie mir zeigen wollten? Die in den Gerätschaften, das sind Analysegeräte im Grunde. Interessant. Das ist eine Technik, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Vielleicht möchten Sie mir das näher erläutern? Selbstverständlich. Er deutet auf einen gepolsterten, schweren Lehnstuhl. Wollen Sie sich setzen? Natürlich. Ja, meine Gute, Folgendes. Er neigt sich vor. Ich arbeite für Wesen, die Ihnen Unmögliches anbieten können, wenn Sie bereit sind, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Glauben Sie mir, man kann reich entlohnt werden und die unmöglichsten Dinge erleben. Das ist ein Test, richtig? Ich meine es wirklich und absolut ernst, glauben Sie mir. Also wollen Sie sagen, Sie arbeiten nicht für das Empire? Nein. Sondern für wen? Nein, ich arbeite für eine Macht, die weit über eine irdische, kleine, wahrscheinlich bald wieder vergangene Gruppierung hinausgeht, glauben Sie mir. Ich befürchte, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Arbeiten Sie für die Russen? Vielleicht sind Sie... Wissen Sie, Sie können freiwillig für uns arbeiten. Und er schließt die Tür und schiebt einen Riegel vor. Oder wir können Sie dazu überreden,
für uns zu arbeiten. Wir wollen eigentlich nur, er streckt die Hand in eine Richtung aus, wir wollen eigentlich nur das, was in ihrem Kopf ist, wissen Sie? Die Kenntnisse, die sie da gespeichert haben. Und wir, er geht zu einem der Geräte rüber, und wir können da auch problemlos rankommen, wenn wir das wollen. Also, er schaut euch an, wollen Sie freiwillig mit uns arbeiten? Ich glaube, wir haben uns da irgendwie missverstanden. Ich erhebe mich mal aus dem Sessel, ja. Ich glaube, ich sollte vielleicht meine Doktorarbeit über ein anderes Thema schreiben. Oder unfreiwillig. Ihr legt einen Hebel um und eine von den Messingblenden faltet sich auseinander und dahinter siehst du etwas. Du hast wenig Ahnung von Medizin, aber ein Gehirn erkennst du. Du bist sogar fast ein bisschen überrascht darüber, wie klein und kompakt es ist. Und es hängt da in einer Flüssigkeit und mehrere Leitungen gehen hinaus, mehrere Leitungen gehen hinein. Und als er mit der Hand nochmal so mit einem leichten Klack einen weiteren kleinen Hebel umlegt, geht auf einmal Geräusche los. Einer von den Lautsprechern hier in diesem Raum muss daran angeschlossen sein oder sogar mehrere. Und du hörst auf einmal eine Stimme, die blechern klingt, aber trotzdem relativ deutlich durch das ganze Schnarren und Dröhnen hindurch anfängt zu reden. Wir wechseln kurz zu Leonard. Der hört jetzt rein in die Morsezeichen. Und ganz selbstverständlich, du hast einen Stift in der Hand, du hast ein Papier und du fängst an zu schreiben. Da ein H, ein E, ein L, ein P. Und du fängst an zu schreiben, Help, Hilfe, au secours, Help, Hilfe, au secours, SOS. Warum hören Sie uns nicht? Hilfe, sch, 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 Hilfe, Sie wollen uns nicht hören. Hallo, Hilfe, ist hier irgendwo jemand? Hallo, Hilfe, hört mich jemand? Und während dein Bleistift über das Papier geht, es fehlen die üblichen Stops und irgendwelche anderen Anzeichen von irgendwelchen Satzzeichen oder Unterbrechungen. Und immer wieder das Wort Hilfe oder Help oder andere Varianten davon kommen, wird dir langsam klar, dass das, wenn das zufällige Fetzen sind, ist das ein immenser Zufall. Du bist stumm. Help, Hilfe. So, kann ich was senden? Ja, tatsächlich kannst du was. Du kannst dann natürlich selber auch mit Klack, Klack, Klack. Okay, genau. Lang, kurz, lang, kurz, lang. Es ist Spruchanfang, also jetzt sende ich. Und ich beginne mal achtmal kurz. Fehlerierung, Wiederholung des letzten Worts. Also ich fordere jetzt nochmal an. Mhm. Und dann mache ich Spruchende. Kurz, lang, kurz, lang, kurz. Julia, Ivy und Selina, wieder kurz zurück zu euch. Ihr hört die blecherne Stimme. Help, Hilfe, au secours, help, Hilfe, au secours, SOS, SOS. Warum hören Sie uns nicht? Hilfe, Hilfe. Sie wollen uns nicht hören. Hallo, Hilfe. Und immer wieder wiederholt. Und fällt with. Manche vertragen es nicht so gut. Und dann schnick legt er den Hebel wieder um und es ist still im Raum. Haben wir bei uns am Fenster einen schweren Stein unterhalb des Fensters liegen? Würfel mal auf Glück. Wie würfel ich auf Glück? Du hast da einen Wert für? Ah. Einfach drunter. Ich habe bisher noch... Ja, das läuft bei mir mit den Würfeln nicht so gut heute. Das habe ich geschafft. Gerade so mit 65. Da ist ein Stein. Könnte größer sein, aber ich meine, das Fenster, das hat schon Riss im Rahmen. Ich meine, der bedroht sie irgendwie. Also sieht ja auch. Und ich würde dann. Er steht jetzt gerade wie ein Laiendarsteller und sagt: Entweder freiwillig. Die Scheibe zerschlagen möglich. Oder. Und als er in Richtung von dem Zylinder zeigt, schlägt jemand von draußen wuchtig gegen die Scheibe. Einfach eine Probe auf Stärke. Ich würde mal die Pistole rausgraben. Ja, Kram, Kram. Ruhe, sicherheitshalber. Ja. Kann einen Moment dauern in der Tasche. Genau geschafft, also einen drunter. Einen drunter. Du schlägst und mit einem Klirren bricht zumindest eine von den Scheiben. Das ist so ein halt mit einem Holzkreuz aufgeteilte Scheibe. Und Splitter fliegen nach innen, fallen gegen die hölzernen Blenden und prasseln dann dazwischen zu Boden. Und der Feldwisch zuckt auch etwas überrascht zusammen. Kurz wieder zurück zu Leonard. Die Nachricht fängt wieder, läuft einfach durch. Sobald du selber nicht mehr Signal auf das Kabel gibst, kommt ein: Hier ist eine Frau. Ich fürchte, nein, 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 lauf, lauf. Sie wollen ihr Hirn, sie wollen ihr Hirn. Lauf, Hilfe, hört uns niemand. Lauf!
Ja, ich schreibe mit und Sie wollen Ihr Hirn, da lasse ich den gleich fallen. Ja, hast du recht, ist total in Moss. Und dann greife ich mir mein Brecheisen aus dem Werkzeug und laufe zurück. Er versucht nach dir zu greifen und dich festzuhalten. Okay. Möchtest du aufbrechen oder ihm eine verpassen stattdessen? Also, wenn er mich greifen kann, dann würde ich darauf reagieren, wenn ich... Also, ja. Ich werde nicht ausweichen, nein. Damit rechne ich nicht, dass er mich jetzt greifen will. Okay, er greift ganz knapp daneben und du hörst einen Fluch hinter dir, als du zur Tür rausstürmst und dann, wie jemand stolpernd versucht, irgendwie Fahrt aufzunehmen. Rennst beinahe in den Rollstuhl, der da immer noch steht. Mhm. Den schiebe ich samt Decken ihm entgegen. Hoffentlich sitzt da keiner drin. Oh Gott, es tut mir leid. Er ist tatsächlich überraschend schwer und der Rollstuhl rollt ihm entgegen. Er kriegt nicht so richtig hin auszuweichen, rammt mit der Hüfte dagegen, der kippt um. Das ist ein ziemlich schweres Gerät und rutscht knackend und polternd den Gang runter Richtung Meer. Und rausfallen Decken und Schal und Kleidungsstücke und ein Turban und ein Bart und ein Hut und etwas, was blass und irgendwie gummiartig sich ausrollt und mehrere Löcher hat und in ganz komischen, seltsamen Assoziationen hervorrufenden Formen auf dem Boden liegen bleibt leicht klebrig. Er ignoriert das Ganze und versucht weiter hinter dir herzulaufen. Ja, also das lenkt mich ja tatsächlich etwas ab. Das heißt, er nimmt ein bisschen Fahrt auf. Dann würde ich ihn langsam, Junge, mit der Brechstange drohen, dass ich ihn angreife. Also ich schlag nicht das erste zu. Langsam. Ich hab doch gesagt, hier ist alles in Ordnung. Aber manche Leute wollen ja alles überpenibel haben. Alles in Ordnung. Ich muss nur auf die Toilette. Ja, natürlich. Wie wär's? Wir können ihn großzügig Zahlungen anbieten dafür, dass sie einfach ein paar Papiere unterschreiben und wieder gehen. In Ordnung. Er bückt sich und hebt etwas von diesem klebrigen Zeugs auf. Und als du es hochhebst, sieht es aus wie ein abgezogenes Gesicht und stopft es in die Decken hinein. Ja, das können wir machen. Das ist eine gute... Ich fange an zu laufen. Er ist etwas überrascht. Das heißt, du hast relativ schnell einen Vorsprung. Schicken Sie die Rechnung an Johnson! Als du um die Ecke kommst, siehst du vor dir halt das kleine Herrenhaus und die Vivian gerade mit einem Stein wütend gegen das Fenster hämmert und eine Scheibe nach der anderen offensichtlich klein schlägt. Ich würde gerne ist ein Busch. Mit der tiefen Stimme von Fitzgerald, ich habe Schauspielerei. Sie sind umstellt! Scotland Yard! Ergeben Sie sich! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Sofort! Dann würfel mal auf Schauspielerei. Ich bin sehr beeindruckt. Ist das nicht das erste Mal, dass du das machst? Wahrscheinlich nicht. Eine 0-0-0, das ist gut oder sehr schlecht? Das ist leider sehr schlecht. Sehr schlecht. Gut, du fängst mit einem Keksen. Kann ich das pushen? Nein, das geht wahrscheinlich nicht. Papa darf man nicht mehr pushen. Ach, dann, ja gut, dann versuche ich mein Bestes. Du hast irgendetwas gegen irgendwas an diesen Büschen, mit denen euch... die bei Demotskur getan hat, dagegen scheißt du allergisch zu sein und es geht erstmal einen Hustenanfall. Drin, Mr. Feldwurf hat sich erstmal erschreckt und dann... Sie kommen mit mir, greift er nach der Miss Johnson und versucht, den Handgelenk zu packen zu bekommen. Also ich war ja schon aufgestanden aus dem Sessel, ja. Genau, und ich weiß nicht, wie stand er so nah, dass er direkt meine Hand packen kann oder war ein bisschen von mir weg? Weil sonst würde ich versuchen, den Rucksack von der Schulter gleiten zu lassen und halt die Zange rauszuziehen. Du warst gerade tatsächlich weit genug weg, weil er ja bei diesem Gerät stand und da seinen Vortrag gehalten hat. Das heißt, du kannst tatsächlich von dem Stuhl aufstehen, rückwärts gehen und den Engländer rausziehen, den dir Leonard gegeben hat. Das würde ich machen, ja. Mit den Worten, bleiben Sie mir, Jakob, bleib! Mein Gehirn kriegen Sie nicht! Er schaut zu der Scheibe, wo jetzt... und ein Busch versuchen, sich Zugang zu verschaffen. Und dann dreht ihr um und läuft und schließt die Tür auf und läuft raus. Okay. Und lässt dich allein. Okay. Ja, ich bleib erstmal irritiert, glaube ich, stehen, weil ich wollte eigentlich, dass er abhaut und genau das hat er gerade getan. Ja, das hat er getan. Die Tür fällt hinter ihm langsam wieder zurück ins Schloss. Ich schaue von der Tür zum Fenster rüber. Fünfjährigen später. Umstellt.
Leonard, du kommst bei der Eingangstür an und ein paar Schritte weiter sind die beiden Frauen. Nein, da kommt niemand rausgelaufen. Also er ist einfach irgendwo, okay, also da ist nichts, ich sehe die zwei. Wo ist Madame Obscure? Hier! Boah. Sagt der Bosch. Respekt. Miss Johnson, kommen Sie schnell! Brüll ich so durchs Fenster. Gut, ich versuche mich irgendwie dem Rückweg zuzuwenden, also dem Ausweg, da wo wir reingekommen sind, irgendwie. Er ist ja auch durch verschwunden, es gibt nur eine Tür in diesem Raum. Ach so, das ist nur die eine Tür, okay. Ja, dann bleibt mir ja nur der Weg, ja, dann gehe ich ihm halt hinterher. Ja. Mhm. Da ist der Eingangsraum, durch den ihr rein auch gegangen seid. Und es gibt noch zwei weitere Türen, die abgehen und halt der vordere Eingang. Wir sollten da dringend mal reingehen. Warum kommst du denn nicht zum Fenster? Glaube ich auch. Der andere Fernmeldetechniker, der hinter dir hergerannt ist, wird jetzt etwas langsamer, als er sieht, dass du nicht alleine bist. Na, komm mal bei, mein Lütten. Komm mal bei. Also, wir können uns sicherlich gütlich einigen. Richtig? Ja, die wollen nur die eine und der Rest kann einfach wieder gehen. Und ihr das auf dem Schiff? Ich? Ja, was weiß ich, wer? Ihr, hier, die ganze Chose. Wir müssen Miss Johnson retten. Ja, stimmt. Miss Johnson sollten Sie vielleicht vergessen. Wie können Sie es wagen? Oh, der Busch, das habe ich schon wieder vergessen. Blasierter Mann. Scotland Yard vergisst nie. Hört man diese Unterhaltung? Also ist dieses... Du hörst ein bisschen dumpf. Okay. Dann wie sich die Bühnenstimme von Madame Obscure ein bisschen stärker sogar dann einen Weg schafft durch das Holz und das Gebäude. Dann würde ich in dem Fall versuchen, das Haus durch die Vordertür zu verlassen und quasi in den Rücken von dieser anderen Person, die da noch redet, zu kommen. Die Tür, stellst du fest, hat jemand abgeschlossen, als du reingekommen bist, offensichtlich. Damit. Okay. Ihr seht, wie sich der Türknauf da bewegt an der Tür. Offensichtlich ist da direkt jemand. Ja, wir fahren mal weiter. Ich mache mal Brecheisen an die Tür. Und versucht, die Tür aufzustemmen. Jetzt ganz ruhig. Ich wiederhole, ich habe auch dem Herrn, wie heißen Sie? Oh, wie unhöflich, Blum. Aber das vergessen Sie mal hier. Ja, ich habe auch ihm schon ein Angebot gemacht und das gilt selbstverständlich für Sie auch. Wir würden uns freuen, wenn wir unsere Arbeit hier ungestört fortsetzen könnten. Bestechung. Sie versuchen gerade einen Beamten zu bestechen. Welchen Beamten? Er wirkt verwirrt. Ich bin Postbeamter. Ausgebildeter Postbeamter. Hamburg, Berlin, Fernmeldetechniker. Ich bin Beamter und Sie versuchen gerade, mich zu bestechen. Na dann, werde ich wohl ein paar Leuten Bescheid sagen. Die Damen, der Herr, er dreht sich um und geht weg. Das werden Sie nicht. Machst du nur was oder sagst du nur was? Er dreht sich wieder um. Sie sind auf einer Insel. Wo wollen Sie schon hin? Ich richte die Pistole auf ihn. Wow. Er wirkt auch überrascht, dass du auf einmal eine Pistole hervorzauberst. Sie ist nicht groß, aber ich schwöre Ihnen, ich treffe direkt in Ihr Herz. Ist das auch eine Theaterrolle? Mit einem Knacken gibt die Tür nach, als du erschrocken an dem Brecheisen geruckt hast. Und der Eleanor Johnson, die auf der anderen Seite gerüttelt hat, wird die Tür fast direkt ins Gesicht geschoben. Aber jetzt ist der Ausgang quasi wieder frei. Sie heben schön die Hände. Der hatte sie schon gehoben. Entschuldigung, die Spielleiterin hat sie gesenkt. Ach so, dann kann ich hier wieder. Ja. Ich finde, sie reagieren über. Oh, nein. Das finde ich überhaupt nicht. Und jetzt kommen Sie nicht damit, mir Hysterie zu unterstellen. Das ist völlig unangemessen. Sie knien sich jetzt hin, die Hände auf den Rücken. Wunderbar, vielen Dank. Na gut, sehr gerne. Er kniet sich hin. Geht's Ihnen gut, Miss Johnson? Klick. Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen eine gute Idee mit dem Engländer. Ja.
Ich habe gehört, dass irgendjemand das Hirn von einer Frau wollte. Ja, ich glaube, das war meins. Yes. Sie wollen nicht sehen, was da drin aufgebaut ist. Aber Mr. Feldwith muss irgendwo noch da drin im Haus sein. Er hat es zumindest nicht verlassen. Also, ich glaube, wir müssen ihn dringend suchen, sobald wir diesen Herrn hier irgendwie versorgt haben. Ja, das Problem ist, der Schiedbüttel hat recht. Wir sind hier auf einer Insel und wahrscheinlich... ich habe den Rollstuhl der alten Dame gefunden, nur keine alte Dame mehr drin. So eine Glibbermasse in vielen Schals und Decken, wie man sie gekannt hat. Und da war auch der Bart des Sick und der Turban des Dieners. Also jemand hat sich verkleidet. Ja, richtig. Das ist alles eine groß angelegte Verschwörung, scheint mir. Ja, ob das Schiff auch mit drin steckt? Gute Frage. Der kniende Mann, dem du deine überraschend hervorgezogenen Handschellen angelegt hast, gibt auch so wieder so ein von sich. Jo. Haben Sie irgendwas dazu zu sagen? Dann spucken Sie es aus. Sie wissen doch sicher mehr. Ich glauben Sie mir, es wäre sehr ungünstig für mich, jetzt irgendwie weiter zu sagen, als Ihnen ein Angebot zu machen und zu sagen, dass es wirklich in Ihrem Interesse ist, die Miss Johnson zu überreichen und einfach die Sache auf sich beruhen zu lassen. Ich meine, Sie haben ja Glück, dass Sie mit mir reden und nicht... Und er schaut hoch und hört mitten im Satz auf zu reden. Wo guckt er hin? Zu dem kleinen Meldegebäude unten am Wasser, an dem Steg mit dem Boot. Und um die Ecke kommt ein Rollstuhl mit einer alten Dame und einem Sieg, der sie schiebt. Oh, shit. Oh, die haben sich wieder eingezogen. Wir sollten in Deckung gehen und der kommt mit. Was willst du denn mit dem? Damit der nicht wegläuft. Das Gehirn scheint wichtig zu sein, was Sie da haben. Vielleicht wäre dieser Raum mit dem Gehirn nicht schlecht. Dann haben wir ein Druckmittel. Ja, und vielleicht kann uns das Gehirn, ich kann es nicht glauben, dass ich das sage, aber vielleicht kann uns das Gehirn noch irgendwelche Hinweise geben. Vielleicht ist das irgendeine Aufnahme und kein... Naja, egal. Ja, ich bin dafür. Na dann. Also ihr zieht euch in das Gebäude zurück, während langsam der Rollstuhl sich nähert. Mit dem Typen, der Typ zieht dran und dann ruft er zu der Dame im Rollstuhl rüber... Ich würde den Mr. Black... Ich versuche ihn zumindest ordentlich zu schütteln, also schlagen, wer weiß. Ja, dann mach mal ein Handgemenge. Wird irgendwann ein guter Wurf sein. Du kriegst einen Bonuswürfel, das heißt, du darfst zwei Zehnerstellen würfeln, weil er Handschellen angelegt bekommen hat. Das eine ist eine 4 und das andere ist eine 1. Und dann hätte ich eine 10, das ist der beste Wurf des Tages. Du schüttelst so und du hörst das Klacken, als er sich auf die Zunge beißt beim Hin- und Herschleudern. Und dann gibt er nur noch einen Ersatz von sich. Der Sieg und die alte Dame halten an und dann ziehst du ihn rückwärts in das Gebäude rein, während die da starr euch entgegensehen. Hinter Bart und Schal und Hut hervor. Gibt es irgendwas hier in dem Raum, mit dem man die Tür verbarrikadieren kann? Die wurde jetzt aufgebrochen. Das sind eine Menge Podeste, auf denen verschiedene Mineralien ausgestellt werden. Die sehen aus, als hätte jemand zumindest versucht, sie wie Marmor aussehen zu lassen, aber sie sind aus irgendeinem anderen Gestein. Schnell, Herr Blum, helfen Sie mir mal. Jo, natürlich. Ja, schieb, helf. Ja. Und können wir mal einen Kollegen hier irgendwo binden? Ich würde den noch knebeln und der hat ja schon Handschellen und dann... Ach so, wer hat Handschellen? Ja genau, Knebel, dann irgendwie eine Socke in den Mund oder so, weißt du? Ich stehe gerade fest, ich hätte die Pistole vielleicht mal laden sollen, das mache ich jetzt. Was machst du jetzt? Klick, klick. Ich stopp wie beim Taschentuch in den Mund und knebel. So, und jetzt nochmal langsam die Damen. Ihr wollt jetzt mit einem Gehirn erpressen oder wie war das? Nein, also offensichtlich... Ich weiß ja nicht. Also Sie sagten ja, Sie, so absurd das auch klingen mag, Sie wollten Miss Johnsons Gehirn. Und da ist dieses Gehirn im, ich weiß nicht, im Glas konnte man schlecht sehen von dem Busch aus. Und nun ja, also ich habe mal da dieses Drehbuch bekommen für diesen Film. Da gab es einen verrückten Wissenschaftler und der wollte auch ein... Also egal. Und naja, auf jeden Fall, was auch immer Sie da machen, diese technische Apparatur ist wahrscheinlich wichtig. Und naja, ich glaube nicht, dass dem viel an dem Kerl gelegen ist, da den wir gerade geknebelt haben. Aber wenn wir Ihre Apparatur kaputt machen,
dann haben wir vielleicht Verhandlungsmasse. Also notfalls schlagen wir hier alles kurz und klein. Fräulein Obscur, gut, dass ich sie mitgenommen habe. Sie haben gerade die Störung entdeckt. Ja, ganz ohne Pendeln. Naja, ich glaube, ich habe das Gehirn um Hilfe rufen hören. Nein, ganz sicher nicht. Also das ist ja... Also doch, über die Leitung. Und das ist ein Broterwerb. Also ich hätte sie da schön verarscht. Ich glaube, also... Naja, nicht mich, den Janssen. Aber ja, ganz ehrlich, ich habe jemanden um Hilfe rufen hören und dann hat er gesagt, der Morsecode hat gesagt, sie wollen der Frau ihr Gehirn. Also jemand, der von außen beobachtet, wie Miss Johnsons Gehirn gewollt wird, das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, das tut es nicht. Aber gut, dass Sie rechtzeitig gekommen sind. Ja. Ich möchte aber auch anmerken, Madame Obscure, dass Ihr Klischee des verrückten Wissenschaftlers einfach völlig aus der Luft gegriffen ist. Naja, Sie waren die Erste, die vom Gehirn im Glas erzählt haben, nicht? Also, ja, aber das ist da hinten im Raum. Ja, ich guck's mir auch an. Ist ja gut. Ihr hört draußen ein lautes... Ein Rauschen und Schnaufen und Flattern. Und das Gebäude, die Fenster machen kurz ein Wuff. Und dann ist es wieder still. Wir sollten uns jetzt mal in diesen Raum zurückziehen mit dem Gehirn. Bitte. Was ist denn da draußen? Sind das Darwins Vögel? Ja. Geht in den Raum? Ja. Da sind haufenweise die schon beschriebenen metallischen Zylinder. Jetzt wieder geschlossen allesamt. Ein schwerer Stuhl. Wenn man ihn sich jetzt genauer anschaut, sieht man auch, dass der am Boden befestigt ist. Aber vielleicht fällt das einem nicht so auf, wenn man die letzte Zeit immer auf dem Schiff war, wo das ohnehin Usus ist. Was ist dein Problem? Ich marschiere mal rüber zu dem Zylinder. Ich habe ja vorhin den eingehend beobachtet bei dem, was er gemacht hat und versuche einfach das Gleiche nochmal zu machen. Also sprich, diesen Zylinder wie auch immer anzuschalten oder was auch immer. Du schaust dir das dabei genauer an und stellst fest, dass es auch alles am Boden, nein, sogar durch den Boden hindurch. Da führen Kabel durch den Boden nach unten. Aber dann findest du auch den Hebel und mit einem öffnet sich sauber der Verschluss und du siehst wieder den hohen Zylinder mit der Flüssigkeit drin und dem an verschiedenen Drähten und Leitungen hängenden Gehirn. Ich hab's doch gesagt. Jetzt brauche ich einen Schnaps. Aber vorhin gab es diesen, ja, ich will nicht sagen, hat's gesprochen, aber vorher gab es definitiv Worte. Hallo? Hallo? Ja. Also, ich hab's, wie gesagt, Morsezeichen. Das sind übrigens Kabel für einen Löschfunksender. Sehr, sehr modern. Ich setz mal meinen Kollegen auf den Stuhl, der da ist, auf den Ange. Der lässt sich da missmutig hinpacken. Oh, immerhin hast du es bequem, nicht? So. In der Tür stehen und lausche nach draußen. Also nicht an der Wohnungstür, an der Haustür, sondern an der Raumtür und gucke, ob da irgendwas sich was tut. Sagt das Gehirn denn irgendwas? Hat das irgendwie reagiert? Oder habe ich dass sie noch einen zweiten Schalter umgelegt hat? Ja, dann würde ich den auch umlegen, den zweiten Schalter. Und was du hörst, ist ein langgezogener Schrei. Hallo? Hallo? Sie lebt? Tief, 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 tief. Ach, nein, bitte. Machen Sie mich los. Verstehen Sie, was er will? Er, sie, es? Ob es die Kabel meint? Hilfe! Hören Sie mich? Ja. Vorhin hat jemand gefragt. Eine Frage war da. Die Botschaft zu wiederholen? Das war ich, ja. Es liegen Fesseln im Wasser und Fesseln in der Erde. Bitte machen Sie uns los. Bitte hören Sie. Au secours. Help. Hilfe. Hallo? Haben Sie die Zange? Ja, hier. Ja, dann knie ich mich mal an die Kabel und schaue mir das mal an. Kann ich die abdrehen? Hallo? Hilfe? Wer sind Sie denn?
Es geht wieder in einen langgezogenen Schrei über. Ist das derselbe wie vorhin? Also wiederholt sich das exakt dieselbe Nachricht oder ist es was anderes? Es wirkt eher so, als wäre es aus denselben Bauteilen immer wieder zusammengestapelt, beziehungsweise das, mit dem sie lebt. Und ich habe eine Nachricht gehört, jemand hat gefragt, war neu. Das war neu, okay. Leonard findet tatsächlich da Verbindungen und Drähte und aus anderen von den Geräten laufen da auch welche unter dem Boden zusammen. Und alle in den hinteren Teil des Gebäudes, nachdem du da eine Diele ein bisschen hochstemmst und guckst. Sauber gelegt. Fesseln im Wasser und in der Erde. Ich glaube, das Dingens ist durch die Kabel gebunden. Vielleicht. Und zwar tief, tief, tief. Sie sind der Fachmann. Oh, nee, für sowas bin ich nicht. Für sowas sind ja Sie der Fachmann. Fachfrau. Für Kabel. Nee, für Hirne und Stimmen, die wir hören, obwohl keine Münder sich bewegen. Aber ja, die Kabel übernehme ich. Und wir gehen hier hinten rein. Aber Kabel unter Wasser und in der Erde, das bedeutet doch, dass wahrscheinlich auch die Unterwasserleitung gemeint ist, oder nicht? Naja, mag sein. Ihr feiner Verehrer hat ja was von Tauchen und sowas erzählt. Also das war kein Verehrer von mir, dass wir das mal klarstellen, bitte. Naja, der Verehrer ihres Gehirns. Oh, das ist eklig. Ja, hab ich jetzt nicht erfunden. Da hat er recht. Ja, das stimmt. Die Kabel führen eher auf die andere Seite der Wand, die den Raum zum hinteren Teil des Gebäudes hin begrenzt. Und als du dran klopfst, würfel mal auf Verborgenes erkennen. Die wichtigste Eigenschaft neben Bibliothek. Immer, aber die habe ich diesmal nicht so hoch. 39, oh doch, 45 habe ich, ja. Also normal geschafft. Na, etwas suchen findest du, dass es da eine Unregelmäßigkeit gibt in der Vertäfelung der Wand. Ja, Busch am Bau. Ja, und dann haue ich mal in diese Unregelmäßigkeit rein mit der Zange. Und versuch mal, die Vertiefung rauszuhauen. Und als du sie loshebelst, siehst du dahinter eine Angel und den Rand einer metallenen Tür, die dahinter verborgen in der Wand ist. Naja, eigentlich hatte ich gehofft, hier ist einfach nur ein Verteiler. Oder ein Resonator. Jetzt haben wir hier eine Tür. Die Dame? Da muss es ja einen Mechanismus geben. Ja. Hat die Tür denn eine Klinke? Ihr habt nur die Angel jetzt gerade gesehen. Die Klinke ist meistens dann am anderen die auf der anderen Seite. Also, ja, genau. Achso, die ist noch nicht ganz gesehen. Leg die Zerge komplett frei und. Ihn schreit das Gehirn. Lautstärkeregler. Tu ich ihm weh damit? Nein, das verfällt zwischendurch dann auch wieder in das Hilfe, okay. Help, Ossikur, Hilfe. Können Sie uns nicht hören oder wollen Sie uns nicht hören? Jetzt hätte ich meinen, hier gibt's halt nichts zum Morsen, da könnte ich mich mit dem unterhalten, ja. Du setzt an, wo du vermutest, dass die andere Seite der Tür sein kann und müsst ein bisschen ruckeln und dergleichen, gibt es dann ein Knacken, ein Holz springt ab und du siehst darunter eine Feder, die jetzt mit so einem Sprung dir entgegenkommt. Ich hab's kaputt gemacht. Dann dran ziehst, geht in einem Klick tatsächlich ein guter Teil einfach der Vertäfelung auf, der an der eigentlichen Tür angebracht ist, wo du jetzt mit ein bisschen hoher Gewalt gearbeitet hast, musste man wahrscheinlich nur an der richtigen Stelle drücken und diese Feder lösen. Und dahinter ist ein in Metall gehaltener, quadratischer, enger Raum mit einem einzelnen großen Hebel auf der anderen Seite. So, das war ich. Der Fachmann tritt zurück. Damit habe ich keine Frau Polizistin, Miss Clark. Jetzt ist doch das ist doch der Tatort. Ja, das, ich würde auch sagen, hier fand ein Mord statt. Gucke so zu dem Gehirn. Und hier haben wir einen Hebel. Wie groß ist denn dieser Hebel? Der ist so arm, das ist unterarmlang tatsächlich. Und so ein klassischer von oben nach unten legbarer Hebel. Naja, das würde ich jetzt an einem normalen Tatort nicht tun. Aber wollen wir diesen bewegen? Ja. Dann ziehen wir so Handschuhe an, so Stoffhandschuhe. Ist immerhin ein Tatort. Und ziehe am Hebel vorsichtig und gucke, ob sich irgendwas im Raum tut. Seid ihr alle in dem Raum oder seid ihr teilweise davor? Wie groß ist der Raum? Ja, genau.
So 2x2 Meter? Nee, das macht ja keinen Sinn. Also ich steh in der Nähe von dem Gehirnzylinder, den er eingeschaltet hatte. Das heißt, Vivian steht in dem Raum und zieht am Hebel und der Raum fängt an, sich nach unten zu bewegen. Ah, ich zieh den Hebel wieder zurück. Der Raum fährt weiter. Oh, es ist noch so ein halber Meter, man sieht Vivian. Engländer dazwischen. Prallt das Ganze aufeinander und du siehst jetzt auch die Aufhängung von Seilen und dergleichen und dann bricht dein Engländer. Gehärtete Stahl deines Werkzeugs. Das kann kein Messing sein, aus dem das Ganze gebaut wurde. Und Vivian und der Aufzug verschwinden nach unten mit einem leisen Rauschen von Seilen, die über Umlenkkurbeln gehen. Ui. Ich sag ja, die Briten halten nichts aus. Können wir den Hebel wieder umlegen? Der ist mit dem Raum nach unten gefahren. Der war im Aufzug. Oh. Ja, und man sieht den Schacht jetzt sozusagen runter. Man kann jetzt den Schacht runterschauen. Wie geht das runter? Also sie ist jetzt schon 10 Meter unter euch, würdet ihr sagen. Und ihr seht gegenüber auf der anderen Seite der Seile, die leise wispern, sich gegeneinander bewegen, Sprossen an der Wand. Oh nein. Sie wissen schon, Herr Blum, dass wir den Weltkrieg gewonnen haben. Jo, mit so einem Material. Zuerst können Sie nicht alleine darunter fahren lassen, oder? Nein, natürlich nicht. Wir müssen da. So, und das Frettchen hier wird natürlich sofort irgendwie. Och, Mensch, das tut mir jetzt echt. Ja, ich nehme das Brecheisen. Oh, das ist aber schon hart. Haben wir hier irgendwas anders? Oh, das sind ja so Geoden. Ja, ich gehe ins Nebenzimmer und nehme so ein geologisches Steingedönsel. Mhm. Was soll ich sagen? Du hast verdient, nicht? Und hauen so an den Kopf, seitlich. Der hat zwischendurch so, als Vivian runtergefahren ist, so ganz schön blöd, du Bock. Außerdem ist er rein und er sackt nach links zusammen mit einem schönen, verspritzten Blut an der Seite des Schädels, wo du die dünnste Haut getroffen hast. Ja. Gut, dass unsere Polizistin jetzt nicht da ist, nicht? Sonst wäre ich ja direkt so. Apropos die Polizistin. Der Fahrstuhl fährt und fährt und fährt und du bist dir nicht sicher, wie schnell er fährt, aber er braucht tatsächlich mindestens eine halbe Minute, also ungefähr die Zeit, die man braucht, um oben sich einen Stein zu suchen und jemanden K.O. zu schlagen und kurz darüber zu reden, wer den Weltkrieg gewonnen hat. Und dann gibt es ein leises... Ich möchte mich so an die Wand drücken. Oh Gott. Der hatte ja keine Tür, die sich geschlossen hat, sondern das ist einfach nur die glatte Wand von einem Schacht, der in den Boden getrieben hat. Und du konntest schön es gibt eine leichte elektrische Beleuchtung im Raum, die anging, sobald er sich bewegt hat, die einzelnen Schichten von Lava und anderen Gesteinen, die da übereinander liegen, beobachten. Und dann siehst du vor dir einen weit ausgedehnten, hohen Raum mit einer Wölbung, die von mehreren fast lebendig, also wie pflanzengeformten oder wie Pilzauswüchse geformten Streben gehalten wird, die aus Messing oder einem ähnlichen Metall sind. Und dir gegenüber ein riesiges Bullauge mit mindestens 5 Metern Durchmesser und auf der anderen Seite eine dumpfrot glühende Masse, die sich langsam und zäh bewegt, wie Pudding halb erstarrte, indem jemand rührt. Ich starre sie an und ziehe einfach diesen Hebel wieder und bete, dass das funktioniert. Und als du ihn ziehst, es gibt ein Dumm und dann setzt sich der Fahrstuhl langsam wieder nach oben in Bewegung, siehst du gerade noch, wie eine Gestalt in einem Rollstuhl, die von einer einzelnen Person mit einem Bart geschoben wird, sich langsam als Silhouette mit dem leisen Quietschen von Rädern vor das rote Leuchten jenseits des Bullauges bewegt. Ich starre einfach geradeaus und halte diesen Hebel fest. Die Seile oben haben zwischendurch angehalten und jetzt bewegen sie sich wieder in die Gegenrichtung. Manchmal zahlt es sich aus, darüber zu diskutieren, wer den Weltkrieg verloren hat, denn sonst wären wir jetzt wahrscheinlich schon im Schacht. Ja, das in der Tat. Jetzt habe ich das Frettchen ganz umsonst. Das tut mir jetzt noch leid. Oh, ihr wacht ja wieder. Glauben Sie, da kommt Miss Clark wieder hoch? Wer weiß. Okay, jetzt Brecheisen. Pistole bereit? Ich glaube, damit ist die Schauspielerin gemeint. Pistole bereit? Entschuldigung? Ja, natürlich. Gut. Und nur falls es nicht Miss Clark ist. Ich packe meinen Rucksack einfach. Jules erscheint
Und eine blassaussehende Miss Clark, die einen Hebel hält. Ich halte den Hebel fest und starre geradeaus. Entwarnung. Wow. Gott sei Dank. Ist das in Ordnung? Ist nicht in Ordnung. Nein? Nein. Kommen Sie jetzt mal da raus. Ja. Was haben Sie denn gesehen? Das war verrückt. Die Frau ist wieder da mit dem Rollstuhl. Und eine rote Masse, die sich hinter einem Bullauge bewegt und ganz schrecklich aussieht. Und da unten? Ja. Die rote, die Frau und ihr Diener waren doch da draußen vom Haus. Wie kommt? Nee, die sind da unten. Da kann ich aus dem Fenster gucken nach draußen? Ist da noch jemanden vor dem Anwesen? Du guckst raus und erst in die Richtung, wo ihr zuletzt die Lady und den Sieg gesehen habt. Da ist jemand und dann siehst du da mehrere Leute, die draußen stehen in einfachen Arbeiterklamotten. Und einer von denen lädt gerade ein Gewehr. Oh oh, wir sollten verschwinden. Möglichst flott. Aber wo raus? Das Fenster. Da unten ist ein schöner Busch, der könnte Deckung bieten für den Rückzug. Ja. Also das ist die Seite, wo gerade diese Leute stehen. Nein, nicht den Busch, nicht das Fenster. Die Herrschaften sind da draußen. Jemand lädt gerade ein Gewehr. Andere Seite? Ja, vielleicht eine der anderen Türen. Vielleicht gibt es einen Hinterausgang oder... Dort unten vielleicht noch Gänge oder so? Gibt es vielleicht ein... Ich meine, irgendwie muss doch die Frau mit dem Rollstuhl... Ich meine, mit einem Rollstuhl... Also, die muss irgendwie auch da reingekommen sein. Vielleicht kommen wir da auf demselben Weg wieder raus. Ich habe erwähnt, dass die Frau nicht, also im Rollstuhl war und überall Decken und Masken. Hey, kommt von draußen deine Stimme. Und jo. Die dann deutlich souveräner als Vivien bei ihrem letzten Versuch sagt, das Gebäude ist umstellt. Wir können uns gerne darüber unterhalten, wie wir diese Situation auflösen. Wir haben auch Ersatz für Miss Johnson aufgetrieben. Sie brauchen keine Angst zu haben. Kommen Sie einfach mit erhobenen Händen raus. Ich glaube denen kein Wort. Nein. Die befinden sich illegal auf dem Gelände der Montan-Investigationsgesellschaft Ost. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie es jetzt verlassen könnten. Wir gucken hinten raus. Ja, ja, pst, einfach nichts sagen. Geht es hinten raus? Es hat ja irgendwie noch mehr Zimmer. Es ging aus der Eingangshalle noch hoch, oder? Oh. Also Herrschaften, wir haben hier ein Problem. Und zwar ist das Problem folgendermaßen. Ich bin hier... Ja, wir gehen dann gucken nach einem Ausweg. Geholt worden, um Störungen in der Funkanlage zu überprüfen. Ja, 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 ja. Wir haben schon noch einmal gemeldet, dass das unnötig war. Und der Auftraggeber hat sich schon bereit erklärt, gegen eine nette Summe zu unterschreiben, dass die Untersuchungen hier nur eine leichte Störung aufgrund von Unwettern. So, wenn das mein Chef gesagt hat, dann habe ich ja hier auch nichts mehr verloren. Jetzt ist aber der Fall, dass ich gerade so ein bisschen um Leib und Leben. Ich meine, wenn ich das richtig sehe, haben Sie da ein Gewehr. Ja. Ich bin unbewaffnet. Ich bin ein Handwerker. Dann brauchen Sie sich ja keine Sorgen machen. Wir sind Ehrenleute. Ja. Das erklärt und natürlich. Und auch die alles. Herren auf den anderen, an den anderen Seiten des Gebäudes sind Ehrenleute. Also. Ja, dann würde ich mal sagen: Ehre, wem Ehre gebührt, dann kommen wir wohl raus. Ganz ruhig. Ich suche eine Option. Nicht überreagieren. In Ordnung? Womit denn? Ich hoffe ja. Ja. Also, Ihre kleine Schauspielerfreundin hat ja eine Waffe, wurde uns zumindest gemeldet. Ja, wurde das dann wohl. Ja. Die Damen suchen nach einem Ausgang. Und wenn ihr hinten aus den Fenstern rauslinst, also da findet ihr einen sehr karg gehaltenen Schlafraum mit mehreren Betten, die da zusammengestellt sind. Und da sind auch die Blenden runtergelassen. Wenn ihr da rauslinst, seht ihr da draußen auch mehrere Leute in ähnlichen Uniformen, die teilweise mit geologischer Ausrüstung an den Gürteln da stehen und sich fast ein bisschen gelassen unterhalten. Manchmal kommen halt von den Schiffen irgendwelche Idioten runter, muss man hinterher aufräumen. Aber solange sie nicht nach unten kommen, dann ist ja eigentlich alles sicher. Ich meine, ist auch unwahrscheinlich. Ich glaube, der eine
einzige Ausweg, meine Damen, ist die Flucht nach vorn. Beziehungsweise, ich befürchte, in diesem Fall nach unten. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Gehen Sie mal tief in sich, Herr Blum, und reden Sie mit den Damen und beruhigen Sie die mal. Ich gebe Ihnen 5 Minuten. Wie wär's damit? Und danach kommen wir rein. Ja, dann hole ich mal die Damen dazu, nicht wahr? Herr Blum, es gibt ein Problem. Ja, hinten sind auch welche. Ich wollte es euch gerade sagen. Wir sind umstellt. Ja, wir sind umstellt und Sie haben gesagt, was war das? Solange Sie nicht nach unten gehen, ist hier alles in Ordnung. Deswegen befürchte ich, der einzige Weg, um mit heiler Haut hier rauszukommen, das habe ich damals beim Untergang Trojas auch schon gesagt, ist, nicht ganz so, die Flucht nach vorn. Also der Weg nach unten. Jetzt müssen wir ein großes Pferd bauen. Nein, wir werden natürlich kein Pferd bauen. Wir sind ja auch in dem Fall die Trojaner und nicht die Griechen. Ist ja auch egal. Also wir sollten auf jeden Fall vielleicht, ich weiß es. Nein, das ist nicht egal. Die einen gewinnen, die anderen verlieren. Also lassen Sie uns denken, dass wir diese Griechen und Griechen sind und dann griechen wir jetzt darunter. Ja. Gut. Kurze Frage, Frau Doktor, Walddoktor. Ja? Was glauben Sie, ist mit diesem Gehirn? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht diese Art von Doktor. Ich will es mal so sagen, ich gönne diesen Flundern da draußen nicht so viel, aber ich sehe gerade echt wenige Möglichkeiten, wenn da unten die Rollstuhl-Oma ist, dass wir hier überhaupt... Aber wenn das Gehirn wichtig ist, dann will ich Ihnen das kaputt machen. Können wir es mitnehmen vielleicht? Das ist schließlich auch ein Zeuge. Jetzt gucke ich gerade Miss Clark an. Ja. Streng genommen gab es ja auch keinen Mord, weil das Gehirn redet ja irgendwie auch noch. Eben. Also Beweisstück oder Zeuge. Kann man das denn mitnehmen? Also der Zylinder ist ja relativ handlich, oder? Auch in den Raum. Das brabbelt immer noch leise vor sich hin. Wenn du das anguckst, siehst du, dass der Zylinder oben und unten so Fassungen hat, die fast aussehen, als wären sie dazu gedacht, die einfach loszuschnappen. Mach ich das mal los. Noch 3 Minuten, jetzt aber los, die halten sich bestimmt nicht an ihre 4-5 Minuten. Ja, und dann kannst du den oben und unten im Metall gefassten Glaszylinder mit dem Gehirn drin rausnehmen. Und sobald du es einhebst, verstummt die Stimme aus dem Lautsprecher. Aber vorsichtig damit. Es ist ziemlich schwer. Ist ja auch ein Beweisstück. Ich stopfe es in meinen Rucksack, würde ich sagen. Da ist es gut abgehoben und ich muss es nicht sehen. Ja. Okay. Das passt nicht ganz in deinen Rucksack rein, aber immerhin der größte Teil des Gehirns ist jetzt verdeckt. Gut. Ab in den Aufzug. Mhm. Ja, und zwar alle. Ja. Ihr geht alle in einen kleinen Raum. Ja. Wer bewegt den Hebel? Natürlich der Herr Blum, weil der muss die Hände oben halten. Er ist mit 3 Damen im Aufzug, einem sehr engen Aufzug. Ich halte mal hier den Hebel fest die ganze Zeit. Ja. Und schaue auf den Boden, wie man es im Aufzug so macht. Das ging vorhin irgendwie schneller, oder? Mhm. Ich fange an zu singen. Heute bin ich über Rungold gefahren, die Stadt ging unter vor 600 Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild empört. Wenn ich stört, dann höre ich auf. Der unten, die Steinwand ist an uns euch vorbeigefahren, von nahezu lautlos, nur mit so einem ganz leichten Schleifgeräusch der Seile. Und dann beginnt unten das rötliche Leuchten in die Kammer zu dringen, als ihr langsam in den Raum herunterfahrt. Ja, also mein Blick wandert als erstes zu diesem Bullauge, das ja schon Mrs. Clark beschrieben hat, weil ich schon einen gewissen Verdacht habe, was sie da als rotes, puddingartiges Zeug beschrieben hat. Ja, was sehe ich denn durch das Bullauge, wenn wir unten ankommen? Du siehst etwas, was normalerweise Menschen nicht zu Gesicht bekommen. Du siehst Magma. Also geschmolzenes Gestein, bevor es an die Erdoberfläche tritt. Okay. Und irgendein Material, Glas kann es nicht sein, Glas hätte sich schon lange verabschiedet, hält dieses glühende Gestein von euch fern und die Temperatur in der Halle, in der ihr euch befindet, ist tatsächlich sogar recht angenehm. Um das Pool herum, jetzt wo sich die Augen an das düstere Licht gewöhnen, seht ihr auch eine ganze Reihe von ähnlichen Aufbauten aus Zylindern und seltsam mit Schaltern und Ausbeulungen versehenen Metalltischen und Kabel. Unter anderem ein
fast ja unterarmdickes, mehrfach umwundenes Kabel, das dem Leonard sehr bekannt vorkommt. Das ist eine von den mehrfach liegenden Leitungen, die auch über ganze Kontinente verbinden zuweilen. Trutz Plangehans, na sowas hat man noch nicht gesehen. Ich schaue nach der Frau mit dem Rollstuhl, die da ja vorhin noch war. Gerade nicht, aber du hörst Schritte von der Seite kommen. Und ihr könnt vage ausmachen, dass es mehrere Ausgänge noch zwischen den massiven, aus Metall, messingfarbenen Metall bestehenden Streben sich dann noch Zugänge, Ausgänge verbergen, dunklere Flecken in der dunklen Felswand, aus der das Ganze herausgearbeitet wurde. Die wollen überall hin, meine Damen. Wir sind hier im Zentrum des Meeres. Und da ist Afrika, da ist Südamerika. Leonard, da kommen die Schritte. Wollen überall, was? Ja. Da kommen Schritte. Es ist klar, von wo haben Sie denn diesen Rollstuhl herkommen sehen? Von da, wo die hergekommen sind, müssen wir raus. Ich zeige in die Richtung, wo ich den Rollstuhl gesehen habe. Und aus dem Ausgang kommt tatsächlich jetzt eine einzelne Gestalt. Ein Mr. Feldwith. Und er hält auch einen weiteren von diesen großen Zylindern, so einen, wie Miss Johnson gerade in ihrem Rucksack hat, vorsichtig und nähert sich den ganzen Aufbauten bei dem Bullauge. Sieht er uns? Gerade nicht. Wir müssen ihn überraschen. Ja, aber ohne dass er das Gehirn fallen lässt. Er balanciert den und legt ein paar Hebel um und es öffnet sich eine solche Fassung und er fängt an, das Gehirn vorsichtig da reinzusetzen. Vielleicht haben wir noch mehr davon. Und sobald das Gehirn fest sitzt, würde ich so ein Jetzt-Zeichen versuchen. Okay, dann hoffen wir mal, dass Herr Blum was macht. Ja, ich warte auf das Jetzt-Zeichen. Ich würde dann auch mutig vorstürmen. Ich meine, es ist immerhin ein Verbrecher. Du stimmst vor? Ja. Nehme an, das ist das Jetzt-Zeichen auch für Leo. Ja, okay. Jetzt. Ja. Und was macht der Rest? Was machen die anderen beiden? Ja, ich stimme hinterher. Du stimmst hinterher. Ach, da zwei Frauen vor mir am Stürmen. Ja, da bin ich aber baff. Dann sammle ich mich und das Brecheisen und laufe schnellen Schrittes. Und das hört er jetzt aber auch tatsächlich, so taub ist er dann auch wieder nicht. Kurz entgleitet ihn beinahe das schwere Glas mit dem Gehirn drin, aber dann kriegt er es in die Halterung geschoben und dreht sich um und sieht euch vollkommen fassungslos an. Moin. Da wollten sich doch andere Leute drum kümmern. Unter dem ist der Vivian schon da. Gehirnlieferung. Ich würde ihm meine Handtasche einfach vor den Kopf schlagen wollen, einfach um ihn abzulenken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihm damit wehtue, ist null, aber das hindert schon mal daran, irgendwas zu tun, was er nicht soll. Und der Rest, der ist dann für Herrn Blum. Ich würde das einfach mal, ich würde da jetzt keine Kampfwürfe oder sowas drauf machen. Du lenkst ihn einfach ab und versuchst Herrn Blum zu unterstützen. Richtig. Was möchte der denn machen, außer Moin zu sagen? Der schwingt sein Brecheisen wieder. Ja, dann mach doch mal einen Angriff und du kriegst einen Bonuswürfel, ja, weil die Vivian beherzt mit ihrer Handtasche herumtädelt. Während Herr Blum angreift, würde ich schauen, dass ich im Notfall das Gehirn auffangen kann, falls es zu Boden geht. Und als du die Hände danach ausstreckst, siehst du, dass da auch tatsächlich eine kleine saubere Plakette angebracht ist mit dem heutigen Datum und der Bezeichnung Dr. Black. Ah, da ist er. 7, das ist fast extremer Erfolg. Ja, den triffst du sowas von. Bum. Ich würde sagen, wir halten uns gar nicht so sehr jetzt mit irgendwelchen Trefferpunkten oder dergleichen ab, sondern du zimmerst ihm das einmal sauber, seitlich, es ditscht an der Schulter ab und haut ihm dann gegen das Ohr und gegen den Schädel und taumelt, greift er zur Seite und packt an den Tisch und dann reißt du die Hände wieder weg und sagst, seid ihr wahnsinnig, ich wollte den ganzen Raum mit Magma fluten. Wenn ich ihn in den Kopf einhaue, flutet hier Magma. Er weicht von dem Tisch zurück. Das sind hier sehr diffizile Geräte und Steuerungen und die sind festgenommen. Ja, das glaube ich nicht. Hinter euch hört ihr ein Ich wirbel herum. Brecheisen mit der Kante bei ihm an den Hals mit Druck
Ich hoffe, du bist wichtig, Freundchen. Die alte Dame, in ihren Decken zusammengesunken, hinter ihr ihr Sieg-Diener, den Kopf unterm Turban gesenkt, der Bart, der fast das ganze Gesicht verdeckt. Er ist hilfreich gewesen, aber wir können viele kaufen. Ja, kommt immer auf den Preis an, nicht? Und der Bart sieht mal sowas von falsch aus. Es hat lang genug funktioniert. Legt die primitiven Waffen nieder. Die Damen. Das sieht nicht bedrohlich aus, was sie da tun. Sie lassen uns jetzt gehen. Niemand wird ihnen glauben. Als Wahnsinnige wird man sie darstellen. Das befürchte ich aber auch. Wir müssen es ja keinem erzählen, ich will hier nur raus. Das wäre gut. Miss Johnson würden wir gerne behalten, auch wenn Nein. wir Ersatz besorgt haben. Nein. Keine Option. Wir stehen kurz vor einem Forschungsdurchbruch. Ausgeschlossen. Dann, Sie haben eine schwache Verhandlungsbasis. Wir haben zwei Gehirne und ein Brecheisen. Wenn wir wollen, habe ich sie alle. Die alte Frau sinkt nach vorne zusammen und platzt am Rücken auf. Und aus den Decken, aus dem Material des Rollstuhls und aus dem Körper des Sieg arbeiten sich mehrere mit großen Scheren bewehrte Arme heraus und ein Kopf, an dem keine Augen oder sonst irgendwas sind, sondern ein Haufen wie Anemonenarme umherwedelnde, feine kleine Tentakel, die schmatzende Geräusche machen. Und das Ding, das seinen Körper irgendwie gänzlich in diese Tarnung von zwei Menschen hineingepresst hatte, breitet Flügel aus, sprengt die Beine in allen Richtungen von sich, Teile des Rollstuhls fliegen davon. Und das falsche Gesicht, das von Bart und Turban und im anderen Fall von einem Schal und einer Mütze eingerahmt war, verlieren jetzt ihren inneren Halt und sacken in sich zusammen wie feuchtes Leder. Und dann steht eine 2 Meter hohe, auf jeden Fall höher als ihr Gestalt, die einen in sich gekrümmten, seltsam an eine Krabbe, die man aus der Schale gezogen hat, erinnernden Körper hat, diesen augenlosen Kopf voll mit feinen Tentakeln, Flügel und vor allen Dingen Scheren, die jetzt nach euch greifen und deren Spitzen die arme Miss Johnson doch daran erinnern, was sie denn nachts berührt hat an der Schnelle. Und die Geräusche wahrscheinlich auch, die das Ding macht, oder? Ja. Die Schmatzenden und so. Das Schmatzen und... Das ist das Ding aus meinem Zimmer! Sagt doch mal an, was eure Geschicklichkeit jeweils ist. Das ist die Reihenfolge, in der ihr agieren dürft, wenn ihr denn agieren wollt. Geschicklichkeit. 60. Geschicklichkeit... 60, ja. Alle 60. 70. Die Schauspielerin ist als erste dran. Ich entleere mein Magazin in dieses Ding. Gut, vorher möchte ich jetzt den ersten und möglicherweise einzigen Stabilitätswurf haben. Ob du überhaupt abdrücken kannst in dem Fall. Ja. Von allen, oder? 20. 20. Ich hab's nicht geschafft. Gut. Ja, 28, das ist unheimlich. Bist du auch 28? Ja. Okay. Ah. Die es geschafft haben, die nehmen nur 2 Schaden an Stabilität. Und die anderen, die es nicht geschafft haben, leider 9. Das heißt, auch eine kurze geistige Umnachtung, die sie ergreifen. Ich denke ja auch nicht unbedingt, dass das jetzt das Klügste ist, mein Magazin da zu verballern, aber... Hast du es denn geschafft, Ivy? Du warst eine von denen, die es geschafft haben? Ja, ich habe es geschafft. Also ich könnte... Das heißt, du kannst tatsächlich dich so weit beherrschen, dass du abdrückst? Okay, dann mache ich das doch mal. Oh ja, das sollte gut sein. Das sind 12. Also das ist sogar... Du triffst tatsächlich. Ja, das ist sogar ein schwieriger Erfolg. Das ist ein schwieriger Erfolg. Ja. Und du hast eine leichte Pistole, nehme ich an. Ich habe, ich weiß nicht, was das an Schaden macht, allerdings. Ich mache mir Notizen, aber sie haben nicht viel Bedeutung. Ja.
okay. Rauscht auf euch zu. Mehrere von den Anemonenfasern fliegen weg, als du schießt. Aber offensichtlich ist es für das Ding nicht wirklich wichtig, dass es einen Kopf hat oder seine Organe sind anders gelagert. Und es wirft sich vorwärts und versucht, die Miss Johnson zu packen. Und es wäre vor den anderen jetzt gerade tatsächlich dran und greift zu. Miss Johnson hat, glaube ich, ihre Probe nicht geschafft. Genau, also Miss Johnson wurde klar, dass das das Gleiche ist, dass in ihrem Zimmer war und kauert sich auf den Boden. Ich habe diesen Gehirnzylinder fest im Arm, ja, und ja, kauere einfach nur wimmernd auf den Boden und starre dieses Ding an. Dann würde ich sagen, du kannst nicht ausweichen oder gegenschlagen, sondern du bist quasi das Opfer. Das Ding packt dich mit einer von den Krallen an der Schulter. Es ist ausgesprochen schmerzhaft und hebt dich einfach hoch und schüttelt dich dort wie einen ungezogenen Welpen. Und gleichzeitig sagt es irgendwo eher so aus dem Brustbereich heraus mit dieser seltsamen, unklaren, fistelnden Stimme: Das hier gehört mir und euch verfüttern wir. Jetzt sind die anderen dran, ihr könnt euch gerne absprechen. Nee. Du hattest auch 60, oder? Ich habe auch 60, bitte. Ja. Ja, also ich würde meinen Freund Markus loslassen und Richtung irgendwelcher Dinge, die auf mich gehen wollten, aber das ist ja, also den schubse ich vor zu seiner Omi. Und dann macht es kurz klick, klick, klick und Miss Johnson wackelt da oben. Du hast das komplette Ding entleert und geschossen. Markus' Blick geht zur Seite auf den Tisch, der so viele Apparaturen hat und Magma. Und ich beginne mit meinem Brecheisen auf den Tisch einzuschlagen und die defizilen Apparaturen zu zerstören, auf dass das Ding mit Magma geflutet wird. Und rufe vielleicht noch: Ladies, zum Aufzug. Was macht Vivian? Ich versuche, den Arm, an dem Miss Johnson hängt, mit meiner gefährlichen Handtasche, also so dran zu haken und mit Schwung vielleicht, so einfach, dass sie loslassen muss. Schlag zu. Ein Angriff mit Handgemenge. Das ist süß. Und eine 28, da ist sie wieder. Das ist ein Erfolg. Ich weiß es nicht. Was ist denn das für eine Waffe? Ich würde das einfach unter Handgemenge laufen lassen. Handgemenge, ja. 25%, wenn du nichts drauf gemacht hast. Ich habe eine 25%, genau. Ich würde das dann gerne forcieren. Also immerhin ein Viertel Chance. Irgendwann, nein, es wird schlechter. Das heißt, du schlägst, du verhackst dich tatsächlich an dem Arm und wirst dann selber, als du instinktiv fest zugreifst, hochgehoben und eine andere Hand. Das Ding hat viele Hände. 3, 4, 5, 6, 7. Eine ungerade Zahl. Ihr seid euch nicht sicher, aber eine weitere von diesen Klauenhänden, von diesen Scheren greift zu und packt dich um die Leibesmitte und drückt zusammen. Und ein stechender Schmerz gerade in deiner Flanke blüht auf, als dabei mehrere von deinen Organen gequetscht werden, die nicht gequetscht werden wollen. Julia, diese Runde würde ich dich noch schreien und da hängen lassen. Und in der nächsten Runde fängt tatsächlich wieder die Schauspielerin an. Das Ding übrigens hat jetzt da auch seinen Kopf. Offensichtlich sind da zumindest Wahrnehmungsorgane drin von diesen tausenden kleinen zappelnden Härchen und Tentakeln zu Leonard umgedreht, der auf die ganzen Materialien eindrischt. Während neben ihm Foldwith unverständlich vor sich hin brabbelt und nein, nein, was? Ja. Was tust du? Kann ich auf, ich weiß, das klingt drastisch, aber könnte ich auf Miss Johnsons Kopf zählen? Ja. Dann würde ich das machen und würde dann möglichst dramatisch, also so dramatisch wie ich kann, als wäre das die Rolle meines Lebens, verkünden: Entweder wir gehen oder Miss Johnson hat kein Gehirn mehr. In 3, 2, 1. Büffel auf Schauspiel. Das sieht gut aus. Das Ding hält tatsächlich inne und hört auf, die beiden anderen Frauen zu schütteln. Und sein Kopf wandert langsam hin und her zwischen dir und Leonard. Seine nächste Aktion besteht darin, zu sagen: Vorsicht!
Wir waren sehr geduldig zum Verhandeln bereit. Und wir haben auch Ersatz für Miss Johnson. Ihre Verhandlungsbasis ist immer noch nicht sehr gut. Und hören Sie auf, die Sachen zu beschädigen. Leonard, was machst du? Also ich beschädige gerade nur, was beschädige ich denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was da beschädige ich. Oh ja, wild drauf. Was ist das denn alles? Gläser oder sowas? Das sind Schalter, Gläser, kleine Kristalle, die eben so in feine Fassungen eingelassen sind. Ein hoher, dünner Zylinder mit einer blauen Flüssigkeit drin. Eine Reihe ineinander verwobener Kabel. Würfel mal auf Glück. Ja. Jetzt hätte ich mich auf die Schalter. Ich will hier irgendwie 26. Das dürfte ich auf Glück eigentlich. Glück, Glück, Glück. Ja, ja klar. Ja, 70. Ja. 26. Ja, und irgendetwas daran reißt, bricht, knirscht und du hörst das laute Klirren von etwas, das sich löst, von Schrauben, die aufgehen, von Muttern, die herabfallen, von Dingen, die unter Druck nachgeben und du siehst, wie der ganze Rahmen um das Bullauge anfängt zu erzittern und oben langsam sich ausbeult in einer Blase, als das Magma anfängt, es zu verformen und nach außen sozusagen mit wie eine Flüssigkeit zu füllen in einem Ballon, der aufgeblasen wird. Ja. Naja, wenn die Dame das wünscht, höre ich damit auf. Aber ich kann nicht zulassen, dass was auch immer das ist, hier unten kreucht und fleucht und mit den ganzen Kabeln die ganze Erde verbindet. Tut mir wirklich leid, die Damen. Miss Obscura ist der Aufzug. Vivian, Miss Johnson, ihr hängt in den gerade aber zur Ruhe gekommenen und regelrecht erstarrten Krallen von dieser Kreatur. Ich mich daraus zu winden, ich meine, es tut wahrscheinlich furchtbar weh und so gegendrücken ist eine sehr blöde Situation, Position, um Druck auszuüben. Also ich würde mich versuchen, da irgendwie rauszuwinden. Würfel mal auf Geschicklichkeit. Julia, was macht Miss Johnson? Ich habe wahrscheinlich immer noch meinen Rucksack über der Schulter hängen und würde einfach versuchen, mit der Hand, die nicht festgehalten ist, irgendwie an diesen Gehirnzylinder zu kommen, um den irgendwie, den Ding einfach irgendwie irgendwo hinzuhauen, egal wohin. Okay, dann von euch beiden eine Geschicklichkeit, einfach um sich zu verrenken und Dinge zu greifen zu bekommen. Okay, wie sieht's bei dir aus, Selina? Hat geklappt. Das heißt tatsächlich, als das Ding gebannt in den tentakelten Kopf nach oben richtet, schaffst du es, dich rauszuwinden. Du merkst, wie deine Haut an der Seite reißt, aber dann fällst du zu Boden, zum Glück nur so 30, 40 Zentimeter und kannst abfedern. Julia? Ich habe es nicht geschafft. Also ich haue mit dem Ding irgendwo dagegen, aber ich treffe. Ja, es gibt ein seltsam knackendes Geräusch, als du mit dem Zylinder zuhaust und du wirst noch einmal kurz von der Kralle geschüttelt und dann birst das Glas und du glaubst kurz einen frei, nein, nein, Fessel zu hören, das in der Luft hängt und dann schnappen die Drähte und das Gehirn fällt zu Boden mit einem Ivy. Ja? Über dir bildet sich eine Blase von Magma, die inzwischen bemerkenswerte Ausmaße bekommen hat. Du würdest sagen, die muss jede Sekunde platzen. Okay, ich muss doch was tun. Ich habe ja einen Flachmann, da ist ja hochprozentiger Alkohol drin und ich rauche ja chronisch. Die Frage ist, wie groß rechne ich mir Chancen aus? Ich habe keine Ahnung von Krabben und das ist auch keine Krabbe, das ist ein sehr großes Schalentier mit vielen Armen. Aber es ist ein Schalentier und ich habe so den Verdacht... Möchtest du es flambieren? Ja, genau. Ginge das vielleicht, weil dann lässt es sie vielleicht los, wir können einen Aufzug und wir kommen alle lebend und völlig irre hier wieder raus. Das wäre so schön. Du ziehst deinen Flachmann hervor und dein Feuerzeug und gib mir einen Wurf auf Werfen. Oh Gott, Werfen, ja, meine große Stärke. Wahrscheinlich flambiere ich jetzt den Herrn Blum. oh nee, das sieht gut aus. Ich habe 20, das sind 20. Tatsächlich, du wirfst einen Flachmann, der zieht eine elegante Spur von einzelnen Alkoholtropfen hinter sich her, prallt gegen die Kreatur an der Seite und dann kommt ein Feuerzeug in einem eleganten Bogen hinterher und es gibt dann so, puff, normalerweise wie so ein Chefkoch, der neben dem Tisch etwas zubereitet und das Ding schaut nach unten, schaut hoch und dann wirft es regelrecht die Miss Johnson von sich und eilt nach vorne zu den Tischen und gibt nur noch ein Brabbeln und ein Kreischen von sich und versucht offensichtlich rückgängig zu machen, was auch immer Leonard ausgelöst hat.
Was macht der Rest? Zug! Flüchten? Ihr rennt. Ich krieche wahrscheinlich. Wir helfen nicht. Ihr helft? Ja. Ihr wollt alle gemeinsam helfen? Da möchte ich von jedem noch einen letzten Glücksruf. Wir lassen dieses Gehirn nicht hier. Dieses Gehirn wird nicht hier. Ich meine, Miss Johnson. 45, ja. Elf! Ich hab's auch geschafft. Was habe ich denn, Glück? Das ist angekreuzt unter Stabilitätspunkte mittlerweile. Ah. Ja, das passt. Ihr habt's alle geschafft. Ihr eilt zum Fahrstuhl. Mehrere von euch stolpern. Die Miss Johnson schwankt hin und her. Und die Vivian presst sich die Hand an die Seite, wo sich Blut durch ihr Kostüm abzeichnet. Und dann seid ihr in einem Raum. Und als ihr euch umdreht und der Hand am Hebel habt, dann gibt es ein... Oh nein. Und die Blase platzt. Und auf einmal ist eine unglaubliche Hitze in dem Raum. Und das rote Licht wird deutlich intensiver, als der Fahrstuhl anfängt, sich zu heben. Und unter euch fühlt ihr dann ein Zittern und ein Rumoren. Über euch auf einmal ein Aufschreien, als wären auf einmal alle von den einzelnen Lautsprechern angemacht worden. Ein Kreischen und Hilferufe, die dann auch mit einem Pah auf einmal enden. Und dann seid ihr oben in dem Raum und seht draußen einen dunklen Schatten. Und dann fängt es an zu regnen. Kleine Steinchen und Asche. Als hinter euch der bislang inaktive Vulkan wieder ausgesprochen aktiv wird und ausbrennt. Was immer da unten ist. Das ist der Punkt, an dem ich dann heute enden würde, während ihr da oben zitternd, teilweise verletzt, aber noch im Besitz eurer Gehirne steht in diesem Gebäude. Und wir sind 2 Minuten nach 10. 10 Uhr war angesagt, insofern fast eine Punktlandung. Aber das ist jetzt der Moment, wo wir es langsam übergehen lassen in den Ausklang der Convention. Und wir könnten den Peter noch dazu holen, weil wir müssen auch noch ein paar Wettbewerbe auflösen. Genau. Ja, ich würde noch eine Nachbesprechung machen, aber dass wir schon mal dem Peter Bescheid sagen und dass ihr klärt, wer gewonnen hat und solche Sachen. Genau. Also, Himmelfahrt hieß das Abenteuer. Es ist tatsächlich ausnahmsweise eins gewesen, wo ich den Namen wusste, bevor wir es gespielt haben. Ascension. Und ich glaube, alle wissen mittlerweile, was für Kreaturen ihr da hattet, denen ihr gegenüberstandet. Die Julia auf jeden Fall. Ich glaube, ihr habt es recht früh schon gewusst. Also um 20.39 Uhr habe ich Migo zusammengetüftelt. 20.39 Uhr, Migo. Aus der Organisation. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, habt ihr den Hintergrund euch irgendwie zusammengepuzzelt oder soll ich ein bisschen drüber reden, was da vor sich gegangen ist oder was man noch rausfinden könnte? Erzähl gerne mal, auch Raffel in Chat, würde ich sagen. Also, ich meine, es war offensichtlich, es war ein Migo für die Leute, die den Cthulhu-Mythos noch relativ frisch gegenüberstehen. Das sind, sie werden auch die Fungi vom Joghurt genannt, was ein großartig doofer Name ist. Aber es sind Wesen, die halt nicht wirklich als Tier oder Pflanze oder sonst irgendetwas zu definieren sind, weswegen sie am ehesten als fungusartig gelten, obwohl sie die Form von irgendwas zwischen Krabbe und Tausendfüßler und Fledermaus haben mit Flügeln und sonst irgendetwas. Und sie sind intergalaktische Prospektoren, könnte man sagen, und in unserem Sonnensystem auf dem Pluto beheimatet, den sie Jugot nennen. Die meisten der Planeten haben auch noch irgendwie kuriose Mythosnamen bei Cthulhu. Und die sind auf der Erde vor allen Dingen, um dort seltene Metalle abzubauen, wie zum Beispiel Wolfram. An solchen Sachen sind die durchaus interessiert. Und die Idee, die dahinter war, dass sie auf dieser Insel unter anderem festgestellt haben, dass die nicht nur vulkanisches Gestein hat, sondern die hat halt eben auch Meeresboden hochgehoben und da interessante Spuren von Wolframerzen nach oben gebracht. Und das wollten sie sich doch mal besorgen. Und die Migo sind pragmatisch, ja. Wenn man Menschen irgendwie täuschen kann und abspeisen und sie davon abhalten oder bezahlen oder sonst irgendwie, dann ist ihnen das auch recht. Die haben keinen Bock auf einen Weltkrieg mit der Menschheit. Das wäre nur anstrengend. Und deswegen täuschen sie und verbergen sich unter ihnen und sie zieren sich sozusagen selbst und bauen sich um. Also einige von, normalerweise können die nicht reden, aber die können sich selbst operativ verändern, sodass sie menschliche Sprache nachahmen können. Und sie tarnen sich durchaus mal. Ich glaube, die erste Geschichte, in der sie aufgetaucht sind, ist das auch ein Thema. Sie tarnen sich als Menschen, indem sie halt Körperteile züchten, die sie dann an sich dranhängen. Und ganz klassisch ist es, dass sie Leuten die Gehirne rausholen
und in diese Glaszylinder stecken, weil die Körper sind überflüssig, man braucht nur die Gehirne und dann kann man deren Wissen benutzen und vor allen Dingen ermöglicht das den Leuten, das ist dann auch so deren Angebot, so hey, wollt ihr nicht das Weltall bereisen, ihr müsst nur euren Körper zurücklassen und quasi zu einem kleinen Gehirnrädchen im Migo-Imperium werden. Und die waren interessiert halt eben an dem Gehirn von der Miss Johnson, weil die halt die geologischen Kenntnisse hatte. Sie haben stattdessen nur den Dr. Black bekommen, der war halt nicht so gut. Und sie wollten nicht, dass da Leute rumschnüffeln. Deswegen haben sie erst den Mr. Fitzgerald vergiftet nur, dass der ausgeschaltet ist. Und als sie dann erfahren haben, der kann noch vom Krankenbett noch ermitteln, haben sie ihn über Bord geworfen. Das heißt, Vivian hat mit ihrer Aussage den Tod ihres Bosses herbeigeführt. Ich habe das ja befürchtet. Aber er konnte ja eh nichts. Das ist wahrscheinlich. Du findest einen anderen Inspektor, den du benutzen kannst als deine Handpuppe. Ja, und also insofern, es war durchaus auch interessant, dass sie dann halt selbst die Migo wiederum euch unterschätzt haben an manchen Momenten. Und ihre ganzen Bauten da und ihre Anlagen haben eben auch die Telegrafenkabel gestört. Und eigentlich hatten sie ja schon gesagt, da stimmt was nicht, aber diese blöde deutsche Firma, die den Auftrag bekommen hat, hat den nicht mehr zurückgenommen. Es wurde sich im Chat schon sehr darüber amüsiert, dass das der erste Telekom-Techniker ist, der rechtzeitig kommt. Sogar früher als angekündigt, einen halben Tag. Ja, und es hätte halt verschiedene Verlaufe geben können. Es war auf jeden Fall klar, dass die Person mit dem geologischen Kenntnis, da versuchen sie ans Gehirn ranzukommen. Sie versuchen das halt erstmal, nachdem sie euch was in den Alkohol gemischt haben. Das heißt, ihr wart nicht nur betrunken, Ivy und Selina, ihr wart tatsächlich ein bisschen vergiftet. Aber Julias Charakter hat das ja gut weggesteckt. Die hat eine starke Leber, deswegen ist sie aufgewacht, als man angefangen hat, an ihr herumzufingern mit seinen Krallen und Werkzeugen. Und dann haben die sich lieber zurückgezogen und sich wieder ihre alte Oma und Sieg-Tarnung angezogen, das Migo. Das ist das, was da passiert ist. Das heißt, Leonard ist rausgestimmt, hat tatsächlich den Mord, die Person gesehen, die versucht hat, Julias Charakter das Gehirn rauszuoperieren, nur dass die halt eben sich wieder ihre Menschenverkleidung angezogen hatten, so schnell als möglich. Und also es war relativ offen. Ihr hättet auch schon auf dem Schiff rausfinden können, dass mit denen was nicht stimmt und dass der Fitzgerald verschwunden ist und die dann schon mehr unter Druck setzen. Ihr hättet auf der Insel auch zu den geologischen Lager gehen können und dann hättet ihr den Dr. Black kennengelernt, bevor ihm das Gehirn rausgerissen wird. Und was noch eine Option war, die jetzt leider nicht irgendwie angegangen worden ist, anstatt in dem Gebäude den geheimen Fahrstuhl zu finden, hätte man auch einen Tauchgang machen können und dann in diesen alten, schweren Tauchanzügen sich runterlassen. Dann hättet ihr Unterwasseranlagen gesehen, die mit demselben Komplex zusammenhängen und ihr da ans Kabel rausführen. Das haben sie nämlich durchaus auch, also dass da irgendwie diese Störungen waren, lagen daran, dass sie das mit eingebaut haben, um das quasi als so eine Art Echolot zu benutzen, um die Gesteinsschichten zu durchleuchten. Das war so der ganze Hintergrund und die Sachen, wie es unterschiedlich hätte laufen können. Ich war gerade abgelenkt. Wofür brauchten Sie die Gehirne und warum mussten Sie die an die Kabel? Die Gehirne, genau. Sie haben sich quasi Datenbanken mit geologischem Wissen besorgt und ihr dieses Kabel angeschlossen. Das heißt, sie haben mit dem Kabel die Gesteinsschichten durchleuchtet und ihre Wissenschaftlergehirne haben ihnen dann die Daten geliefert, was da unten tatsächlich vor sich geht. Wo ist jetzt welches NSC-Gehirn gelandet im Verlauf dieser? Der Dr. Black, der immer nur erwähnt wurde, den hätte man kennenlernen können, wenn man dann in das geologische Lager gegangen ist. Er war halt ein inkompetenter Forscher. Ja, der hat halt größtenteils mit, ich habe da studiert und Ahnung, sich irgendwie durchgemogelt und irgendwann haben die Migo rausgefunden, der Typ ist ein Idiot, dessen Gehirn wollen wir gar nicht, können wir ein anderes besorgen, möglichst schnell. Ah, da ist diese Frau auf dem Schiff. Und dann haben sie aber, als sie an Julias Gehirn nicht so, das Gehirn von dem Charakter nicht so schnell rangekommen sind, haben sie sich dann halt das Gehirn zweiter Wahl besorgt, den Dr. Black. Tja. Was war mit Selinas Vorgesetzten passiert? Selinas Vorgesetzten haben sie über Bord geworfen. Ach, also erst haben sie ihn vergiftet, weil sie wollten ihn nur unauffällig ausschalten, damit dieser berühmte Detektiv nicht ermittelt auf der Insel. Ja. Aber dann hat sie gesagt, nein, der kann auch vom Krankenbett aus ermitteln. Dann haben sie sich gedacht, oh, dann gehen wir lieber sicher. Also hat Selina ihn umgebracht. Ja. Im Endeffekt. Das weiß sie aber zum Glück nicht. Nee. Nein, das weiß sie nicht. Ich dachte kurz, sie wollen trotz allem sein Gehirn, obwohl es offensichtlich nicht so weit her damit ist, weil er vielleicht einen Spürsinn hat irgendwie. Nee, sie wollten einfach nur nicht, dass dieser berühmte Meisterdetektiv auf der Insel zu viel rumschnüffelt. Und sie wussten ja genau wie alle anderen eigentlich nicht, dass das die Sekretärin ist, die Arbeit macht. Und als sie Andeutungen fallen gelassen hat, haben die Sozialen nicht so, also mit zwischenmenschlichen Botschaften, nicht so bewanderten Migo, nicht verstanden, eigentlich mache ich die Arbeit, zwinker, zwinker, sondern der ist so begabt, der kann sogar ohne, dass er rumlaufen kann, ermitteln und haben ihn gleich direkt entsorgt stattdessen. Tja, Lucy Tabaxi im Chat und seitdem wurde nie wieder ein Telekom-Techniker pünktlich gesehen. Ja genau, Leonard hat das so zurückgemeldet, was da passiert ist und dann haben alle gesagt, ab jetzt dürfen wir nie
nie unseren Termin wahrnehmen, weil wir ihn angekündigt haben, weil sonst werden wir von Monstern in eine Falle gelockt. Ja. Richtig. Ja. Ein paar Dinge. Wir haben fast keine Stabilitätswürfe gemacht. Das mache ich bei One-Shots, gerade wenn die Zeit eng ist, relativ selten. Weil meistens, ich sehe, der Peter klopft an, hoffentlich noch nicht so lange. Weil das auch manchmal dazu führen kann, dass es den Schwung rausnimmt. Und vor allen Dingen, wenn man halt eine Gruppe von Spielern hat, die alle ohnehin sehr konsequent mitgehen mit der Stimmung, finde ich das auch gar nicht nötig. Und deswegen war es nur in dem einen Moment entscheidend, ob man überhaupt irgendetwas tun kann angesichts des Monsters. Wir können die Greenscreens wieder ausmachen. Wir können die Greenscreens ausmachen. Ja, das Grün ist schlimm. Jetzt hat der Ben einen Vorteil. Der muss gar nichts ausschalten. Ich muss schauen, ob ich das wieder hinkriege hier. Da. So. Ja. Und wir hatten tatsächlich, bevor wir jetzt über Gewinner reden, haben wir noch mehr Kandidaten. Ne? Wir haben noch mehr Kandidaten. Genau, du hast zwischendurch auch noch welche gezeigt. Da habe ich auch ziemlich schmunzeln müssen. Da war ein aus Pappe gebastelter Pyramid Head. Ich habe den Chat gezeigt, aber sie liefen noch nicht hier im Stream. Und das wollte ich jetzt noch nachholen. Genau, wenn wir uns zurücklehnen. Ich mag Evies Greenscreen, den habe ich auch. Er ist nur immer irgendwo 10 cm zu klein, egal wie man ihn anfängt. Ich behebe das mal. Ansonsten ist er. Ja, den kannst du gerne wegräumen. Ich möchte mich bedanken für die Einladung, für die tolle Runde, die tolle Gruppe und die tolle Leitung. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich jetzt stumm und ausschalten. Mein Kater nervt schon die ganze Zeit, der will gefüttert werden. Und werde jetzt nur noch Chat-Lurking betreiben. Ich wünsche euch einen tollen Abend und ja, was eine super Con von meiner Seite aus. Ich fand das super, was da gelaufen ist, und auf ein neues, auf ein nächstes Mal. Vielen Dank fürs Mitspielen und für das Reinhängen und stimmungsvoll und schwungvoll mitmachen. Und ja, sehr, 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 also insgesamt von allen sehr schön beispielhaftes Spiel. Nachdem einmal kurz der Schreck vor der Technik überwunden war, ob man gleichzeitig reden kann oder darf, haben alle mit sehr viel Schwung mitgemacht und sich gegenseitig in die Szenen reingezogen. Das war ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das funktionieren kann, auch in einer Runde, wo die Leute sich wenig oder gar nicht kennen. Ja, es war so gut. Es hat Spaß gemacht. Das hat es. Absolut. Da ist ein Clemens! Der Meister der Spielrunden. Ja. Während hier gegen die Migro vorgegangen wurde, mit etwas Panik und improvisierten Waffen wie Handtaschen, hat der Clemens wahrscheinlich weiter Spielrunden organisiert. Wir haben ihn hin und wieder im Hintergrund gehört. Ja, Entschuldigung. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, es hat sogar für die Stimmung beigetragen. Man hat mich nur gehört, dass jemand redet, aber nicht was. Da war immer so eine Geisterstimme dazwischen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Du hast noch, Clemens, du hast, glaube ich, sogar noch Runden für morgen noch angemeldet, oder? 12 habe ich für morgen noch. Boah. Das heißt, die Con geht noch in einen weiteren Tag. Und ja, es kam auch Fragen für Montag, aber da habe ich hast du abgewunken? Nee, abgewunken habe ich nicht. Ich habe gesagt, wenn jemand spielen will, bitte. Weiterspielen. Fantastisch. Einfach weitermachen. Fantastisch. Aber du brauchst doch auch mal einen freien Tag. Ja, ich bin noch zu Hause, ist doch okay. Ja, die Gefahr des Homeoffice. Das ist doch seine Freizeit, oder, Clemens? Sorry. Genau.